Weiteren Livestream, hallo. So, ich hoffe, ihr hört mich. Ich hoffe, alles ist in Ordnung. Und die Sounds sind auch so gut. Ja, und auf jeden Fall erstmal hallo und herzlich willkommen an alle, die schon da sind. Wir sind heute mal wieder, ja, auf Streife ein bisschen unterwegs. Werden mal gucken, was so auf uns zukommt. SEK auf Bereitschaft natürlich auch wieder. Und, ja, erstmal, wer ist denn hier die Dame, die hier steht? Ich weiß es nicht. Hallo. Hallo, der Herr. Hallo. Hallo, der Herr. Was machen Sie denn hier? Keine Ahnung. Okay, sehr gut. Ja, unsere Streifenpartnerin mal wieder hier, die Frau Salzberg. Genau, und jetzt kriegst du ja auch die ganze Zeit Benachrichtigung vom Polizeihandy. Ja. Das ist doch schön. So, ja, wir kriegen nämlich gerade schon irgendwie ein paar Einsätze rein oder sowas, keine Ahnung. Aber wir müssen uns jetzt, ja, komm mal mit, wir gehen mal zur Station. So, einmal schauen, ob hier alles in Ordnung ist. So, und auf jeden Fall erstmal willkommen an alle, die jetzt schon hier dabei sind. Es hat gerade erst begonnen. Wir sind uns jetzt hier ein bisschen erstmal am Einrichten. Ich denke, wir werden das Fahrzeug, dieses Dienstfahrzeug auch heute direkt nehmen. Und ja, dann Frau Salzberg, machen Sie doch schneller. Das geht ja gar nicht. So. Frau Salzberg. Ja. Sie haben die Tür kaputt gemacht. Wow. Darüber wird nicht gelacht. So. Dann noch eine kurze Info an Sie. Sie wissen, Alkohol im Dienst ist verboten. Genau. Okay. Gut, ich hoffe, Sie haben jetzt vor Dienstantritt keinen Alkohol konsumiert oder sowas. Nee. Haben Sie nicht? Das kommt. Nee. Okay, dann ist das doch erstmal erfreulich. Ich würde sagen, wir gehen schon mal in den Funk rein. Ja, da bin ich schon drin. Ich noch nicht. So, negativ. Ah, jetzt bin ich im Funk drin. Nimmt einen weiteren Anwärter auf und fährt dann sofort in den Dispatch an. So. Okay. Haben Sie sich denn auch schon eingetragen? Ich habe mich nicht eingetragen. Wo trage ich mich denn nochmal ein? Im Cognet. Ja, einen Moment. Welche Taste war das denn nochmal? Ich habe es einfach. F9-Taste. Das F9-Tablet. Oh nein, jetzt habe ich meine Zugangsdaten gar nicht verraten. So, wir müssen erstmal hier gucken, ob hier ein Vorgesetzter da ist. Ansonsten sind wir die. Oh, da unten sind schon ein paar. Oh je. Mal gut. Oh je. Was ist denn hier los? So, einen kurzen Moment. Ich werde mich im Cognet eintragen. Wir gehen mal zu denen schon mal. So. Neben meine FA auf Discord an. Ich weiß jetzt nicht, also ich bin hier gerade im Stream, das ist sehr schlecht. Fahren Sie einmal den Dispatch an Meeting Point. Hallo, die Damen. Fahrzeugaufbruch an. So. Ich hoffe, alles ist gut bei Ihnen. Danke, Orwisch und Feflex. Hi, kannst du mich grüßen? Ja, Grüße gehen raus und vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine Spende. So. Ja, ich höre gerade, wir haben ein paar Einsätze 60, aktuell. 6059. Informativ, mein Haustor 16, komm. Oh. Okay, dann kommen wir mit, Frau Salzberg, kommen Sie mal mit. Informativ um die Leitstelle, wir sind vorhin bereits so. Von der Meeting Point vorbeigefahren, ich werde erstmal, langsam haben nichts auf... Ich werde erstmal ganz kurz aus dem Funk rausgehen, ich hoffe, du hast den noch an. Ja. Bis wir uns dann kurz in die Streife eingeteilt haben. Das habe ich schon. Ja, ich muss mich nur noch jetzt in die Streife eintragen, das hast du natürlich gut gemacht. Ich weiß, okay, das... Sie müssen noch viel lernen. So redet man nicht mit Vorgesetzten. Eine Frechheit. Das so. Tut mir sehr leid. Okay. Krefeld wird jetzt aufgeräumt, richtig. Jetzt, gleich, wenn wir im Dienst sind, dann gibt es hier für die Bürger, also die werden nicht mehr glücklich heute. Sobald wir im Dienst sind, dann wird jeder noch so kleine Verstoß geahndet. Von daher können die sich auf jeden Fall auf was gefasst machen. So. Muss dann einmal hier meine Cognet-ID herausfinden. Felix, kannst du wieder die Anmachsprüche machen? Ja, wenn ihr welche habt, dann können wir das natürlich machen. Aber dann auch bitte gute und nicht so Anmachsprüche, die jeder schon kennt, ne? Also das muss auch ein bisschen Qualität haben. Okay, ich habe jetzt meine Zugangsdaten. Wir können uns also jetzt in den Dienst anmelden. Hier, ich hoffe, ihr seht die auch alle. So, und dann gehen wir rein. In welcher Streife sind wir denn nochmal? Bezirksdienststreife 4, glaube ich. Alles klar, dann einen Moment. Bezirksdienststreife 4. So, du bist der beste Streamer. Vielen Dank, Orwisch und Feflex, nochmal für eure Spende. So. Und dann sind wir jetzt im Dienst. Dann melde ich das mal. Ich bin ja eigentlich jetzt die Dora 34. Richtig?
Ja. Ja. Ich glaube schon. Ich bin 38. Dora 38, okay. Dann melden wir uns im gleichen Dienst. Dora 34 und 38 melden sich im Streifendienst als Bezirksdienst Streife 4. So. Leitstelle hat so verstanden. Das läuft ja gut. Okay. Dann kommen sie. Alles klar, ich hoffe, es stört nicht, wenn ich jetzt erstmal fahre. Natürlich nicht. Reden Sie am besten erstmal hier, solange wir nebeneinander sitzen, D-Funk. 1501 von Leitstelle, komm. Okay. So, danke Orbisch und viel Flex nochmal für eure Spende. Kannst du einmal gucken, welchen Funkrufnamen wir haben? Oh. Der Funkrufname. Ja, ich glaube... 3174. Unser Blaulichtwasser müsste mal nachgefüllt werden. 71... Ach, okay. 3174. Du funkst einfach, dann passt das. Nein. Wieso? Wieso willst du nicht funken? Niemals. Wieso nicht? Ja, warte, ich schnauze den kurz an. Bitte einmal anhalten. Richtig angeschnauzt. Okay, er hört gut. So. Machst du mal Call Admin Blaulichte Wasser neu starten? Christa 3174 von Leitstelle kommen. Ich? Oh. Hört sie kommen? Fahren Sie einmal den letzten Dispatch an bei der 90. Ja, okay, 86. Komm, machen wir das einfach. Perfekt. Das war konsequent. Nochmal die Position bitte. Fuck. 9086 kommen. So verstanden, sind auf Anfahrt kommen. Leitstelle hat verstanden. Funkspruch Ende. Okay. Ja. Entschuldigt das auf jeden Fall, dass wir da jetzt nicht hinterhergerast sind. Aber wir sind hier gerade noch am Anfang und müssen uns etwas im Kopf sortieren. So, um was für einen Notruf handelt sich denn? Frau Salzbeck, Sie können im Handy mal nachschauen. Ja. Okay. Mach ich doch gerne. Okay, danke. Bei der 9086? Genau. Da ist ein Auto stehen geblieben. Okay. Von der Justiz. Na gut, dann gucken wir mal. Ich glaube, da hilft ja eher der ADAC. Aber wenn die wollen. Ja. So. Ich würde sagen, wir kümmern uns mal kurz noch um das Blaulicht. Die 3176 Stadt 1. Echo 69 geht auf Verdienst. So. Anmachspruch, hast du rum? Wenn nicht, willst du mit mir rummachen? Ja, ich glaube, der ist nicht so erfolgreich, oder? Ich glaube, das war die Antwort. Nein, danke. Nein, er ist nicht erfolgreich. Ich verzichte. Aber so rum würdest du jetzt schon trinken. Trinken würde ich schon, rummachen eher nicht. Okay. Tja, das ist natürlich jetzt schade. Oh. Hallo. Guten Tag, haben Sie uns gerufen? Hallo. Ja, aber ich habe auch gerade schon mit Ihrer Leitstelle geredet und habe gesagt, dass es leider ein Missverständnis war. Ich war zu schnell und habe dann auch gerade bemerkt, dass es der falsche Dispatch war. Achso, wir haben uns schon gewundert, wieso Sie nicht den ADAC rufen. Der ist eigentlich da vorne direkt. Ja, das ist das Blöde, okay. Deswegen. Ja, vielleicht können Sie sogar Ihr Fahrzeug da hinschieben, wenn Sie kräftig sind. Wenn ich das probiere, dann... Ah ja, okay. Das verstehe ich jetzt nicht. Nee. Yo, jetzt kommt... Dann ist er. Ja, nee, auf jeden Fall dann... Gut, dann... Skaletta, ganz kurz, ich bin hier gerade mit der Polizei beschäftigt, ich rufe sie sofort zurück, okay? Ich bin kurz vorm ADAC, ganz kurz. Jo, bis gleich. So, guten Tag. Gut, nee, ich denke, dann hat sich das auch erledigt, dann warten Sie mal hier auf den ADAC. Ja, ich schieb das dahin, ich versuch's. Alles klar, gut, perfekt. Aber trotzdem, gut, danke fürs Kommen. Sehr gerne, bis dann, ne? So. Leitstelle von 3174 kommen. Leitstelle hört Sie.
Der letzte Einsatz hat sich soweit wieder erledigt, sind jetzt wieder frei auf Funk gekommen. Dann können Sie einmal den BBM bei 61:30 anfahren. So verstanden, haben Sie da nähere Infos kommen? Dort handelt es sich um ein Luftfahrzeug, was irgendwie auf dem Platz des BBMs gelandet ist. So verstanden, sind auf Anfahrt kommen. Leitstellenation mit, Funkspruch Ende. Okay. So, wir hatten jetzt noch was. Ah, wir hatten einen schlechten Anmachspruch, aber der wurde jetzt gelöscht von dem Mod. Sehr schlecht. Sehr schlecht. So, also hier ist ein Luftfahrzeug gelandet. Das sehe ich hier erstmal noch nicht. Siehst du hier ein Luftfahrzeug? Nein. Nein. Hier ist nicht. Oh. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo. Einen wunderschönen. Haben Sie uns gerufen? Nö, eigentlich nicht. Nein. Nö. Und zwar, uns wurde hier gemeldet, dass anscheinend ein Flugzeug oder respektive Helikopter hier gelandet sein soll. Ohne Erlaubnis. Ja? Ja, ciao. Okay, also keiner von Ihnen hat uns gerufen. Nee. Also, nee. Also, Helikopterflugzeug war hier nicht, nee. Okay. Gut, das ist erstmal komisch, aber alles klar, dann werden wir das erstmal so. Hast du einen Helikopter gesehen in den letzten Minuten? Hier soll ein Helikopter gelandet sein. Die Kollegen der Bundeswehr sind von der Polizei. Genau, wir wurden hier gerade hingerufen, weil anscheinend ein Luftfahrzeug hier wieder rechtlich gelandet sei. Aber dem ist wohl nicht der Fall. So. Hm, ja, ich war auch gerade noch im Dienst, aber habe davon mitbekommen, aber ich sehe hier auch tatsächlich keinen. Okay. Also ich habe auch keinen gehört oder so. Also. Na gut. Ja, keine Ahnung. Bist du jetzt eigentlich im Dienst? Vielleicht beim ADAC oder so. Ja, ich bin gerade im Dienst, ja. Gut, ne, alles klar, dann danke, dann gucken wir uns noch mal ein bisschen um. Gut. Ciao, ciao. Bis dann. Das ist ja nicht mehr normal, ne? So. Okay, dann teilen wir das mal der Leitstelle so mit. Leitstelle von 3174 kommen. Leitstelle, hört sie. Letzter Einsatz, gegenstandslos, kein Flugobjekt angetroffen kommen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Die Leitstelle hat so verstanden, setzen Hallo? Sie Streifendienst fort. So verstanden, 3174 Ende. Hallo? Hallo, die Dame. Bin ich eine Dame? Oh, Entschuldigung. So, ja, was gibt's denn? kann ich Ihnen helfen, oder? Wir hatten hier nur einen, Einsatz von der Leitstelle bekommen, dass hier anscheinend ein Flugobjekt gelandet sein soll. Also, hier ist das vorbeigeflogen tief, aber das war da über dem Graben. Kann ich Ihnen helfen? Okay. Aber gelandet. Ja. Kümmere ich mich darum. Ja, mach ich gleich, ne? Na gut. Okay, Frau Salzberg? Ja? Anscheinend ist das nicht bei BBM gewesen, so wie die Leitstelle meint. Wo dann? Sondern bei 61:30 ist erstmal markiert. Ach so. Dann fahren wir da mal hin. Das ist eine gute Idee. Ich habe jetzt von der Leitstelle BBM verstanden gehabt. Ja, ich auch. Okay. Komisch. Blaulichtwasser geht leider immer noch nicht. Das ist schade. Das ist schade. Ja Leute, ich hoffe, das Blaulicht geht im Laufe des Abends noch. Aber, oh. Ein guter Fahrer. Ja, übrigens, ich fahre wirklich, also man muss sagen, ich fahre relativ gut auch. Also, jetzt mal ohne Witz. Die Kollegin, die Kollegin hier neben uns, die braucht noch ein bisschen Fahrtraining. Die fährt noch nicht so gut wie ich. Definitiv. Aber, richtig, da stimmt sie auch sogar zu. Das ist soweit ganz, positiv, vermerke ich in ihrer Akte. Und ja, aber ein bisschen Fahrsicherheitstraining würde dir auch ganz gut tun. Achso, nee. Ja. Okay, dann ist ja gut. So. Was gibt's da zu lachen, der Herr? Mich. Okay. So. Aha.
Oh. Ah. Oh, mit dem darfst du dich unterhalten? So, nein, danke. Moment. Okay. Ich meine natürlich sehr gerne. Ja, hallo. Ich fahre dir schon für 3 Minuten. Hier ist nämlich ein Helikopter, der ist abgestürzt. Das wurde schon von der Feuerwehr alles gelöscht, das ganze Feuer und so weiter. Ja. Deshalb war schon hier, war auch schon hier, hat alles abgesichert und so weiter. Das einzige Problem, was jetzt war, ist, ich kann das nicht abschleppen und somit auch nicht den ADAC überbringen. Ich habe den ADAC schon angeschrieben, aber die kommen nicht. Mhm. Und jetzt habe ich euch mal gerufen, damit ihr mal den Helikopter mal bitte beschlagnahmen könnt. Ja, dann wo befindet er sich? Hinter der Brücke, hier, ich zeige euch. Okay. Und zwar hier. Ah, ja, okay, da ist, das ist nicht so gut gelaufen. Ja, ich wurde hier eigentlich von der Feuerwehr bzw. den Rettungsdienst hergebracht, mit dem Auftrag. Wir haben eine Methode, wie wir sonst immer Fahrzeuge abstellen, eine jetzt, bei solcher Art von Fahrzeugen, die wir dann abstellen. Aber es hat jetzt nicht funktioniert, weil diese Methode leider nicht immer funktioniert und deswegen okay. Das ja, ist, gut. Und wir haben jetzt auch keinen eigenen Beschlagnahmen, sonst hätte ich jetzt auch einen Beschlagnahmen. Ja, soll ich den dann ja, dann bringe ich den dann unserem Beschlagnahmungshof erstmal, ne? Ja, der Netz. Oder Beschlagnahmungshof Luft ist, glaube ich, einfacher. Ja, Beschlagnahmungshof natürlich. Ja, weil, mitten in der Stadt kann man den natürlich schlecht ausparken. Aber ja, dann werde ich den erstmal hier soweit beschlagnahmen lassen. Alles klar, vielen lieben Dank. Gut. Habt ihr gerade eine Menge Einsätze? Ja, tatsächlich, wir rasen hier von einem Einsatz zum anderen. Oha, okay, dann. So, einen Moment. Ich habe hier noch ein Geschenk für... Nein, Spaß. So. Oh, jetzt habe ich hier das Heft. Ah, okay, so, gut. Danke, ein Heft in der Box. Vielen Dank. Ja, ein Heft in der Box, gerne. Klar, ach, oh, Moment. Ich habe hier noch etwas für Sie. Hier, könnten Sie das bitte mit zum BBM bringen? Mache ich natürlich. Das sind Ersatzteile. Ich lager die mal hier. Dankeschön. So sehr gerne, der Herr. Gut. Vielen Dank, Herr Salzberg. Herr Salzberg. Ah, die machen das, ja. Genau. Schön nochmal zu sehen und vielen Dank nochmal. Ja, sehr gerne. Bis dann, ne? Ja, bis dann. Schön. So. Okay. Ja, die Leitstelle hatte eigentlich immer noch notiert, dass wir frei auf Funk sind. Von daher. Ja, ich habe gerade noch Anmachsprüche gelesen, aber da war ich gerade im Gespräch mit dem Herrn, deswegen habe ich die jetzt wieder vergessen. Das tut mir jetzt leid. So. Frau Salzberg, sind Sie noch geistig anwesend? Natürlich. Natürlich, wie immer, okay. Das ist doch schön. Ja, klar. Ja, klar. So. Und was haben Sie jetzt aus dem Einsatz gerade gelernt? Sehr viel. Was denn? Können Sie das erörtern? Ich bin nicht mehr in der Ausbildung, ich lerne nicht. Doch, man lernt doch sein Leben lang immer hinzu. Das müssen Sie doch wissen. Ich habe gelernt, dass das Hubschrauber in den Luftbeschlagnahmungshof kommt. Ja, das ist doch wenigstens etwas. Immerhin. So, ja. So, immerhin heute was gelernt. Anmachspruch, du bist die beste Kollegin. Oh, das ist ja ein heftiger Anmachspruch. Ich weiß ja, dass Milch schön macht, aber hey, wie viel hast du denn getrunken? Wow. Ja, er kam mäßig an, wie man am Lachen gemerkt hat. Es ist war okay. Es ist voll in Ordnung. Komm mal machen. Akzeptabel. Wenn du eine Tür wärst, würde ich dich die ganze Zeit knallen. Nein. Das ist verkackt, der kam nicht gut an. Der war schlecht. Ja, das ist natürlich jetzt mies gelaufen. Das ist natürlich jetzt schlecht. Das ist natürlich schlecht. So. Tut mir natürlich leid. Ja. Ich sehe all deine... Hast du wirklich Mitleid? Nee. Ich habe auch immer Mitleid mit den Polizeiautos, wenn du am Steuer bist. Ich fahre besser als sie. Das ist eine dreiste Lüge. Mhm. Ich habe heute noch keinen Unfall gebaut. Noch. Ja, und das werde ich auch nicht. Noch. Ich werde heute nicht einen Unfall bauen. Auf jeden Fall Justin Mike None oder wie ich das... Mike None... Keine Ahnung, wie ich das jetzt aussprechen soll. Englisch oder... Ach, Justin McNone, einfach. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Spende im Superchat. 1,95 Schweizer Franken. So. Davon werde ich mir 10 Center Shocks holen. Gleich spielt Deutschland. Ja, das... Keine Ahnung, das guckt keiner. So. So. Wenn Sie eine Kartoffel wären, wären Sie eine Süßkartoffel. Das ist ja süß.
Oh, ja, das klang ja auch gar nicht ironisch. So. Oh. Frage an alle Beamte. Hat jemand einen Alarm bei der Rettung gegeben? Ja, also wir nicht, von daher. Du bist wie eine Glühbirne, deshalb mach ich dich an. Oh nein. Fragt mal nach einem Polizeitesla, keine Ahnung, ob es das gibt. Aber der Polizeichef ist gerade nicht da. Die Sache ist, der Polizeichef kommt aber heute noch in Dienst. Mit dem werden wir dann mal reden. Wir werden ihn überfahren. Ja, wie viel kriege ich, wenn ich den Polizeichef ramme? Okay. Leute, wie viel kriege ich von euch, wenn ich den Polizeichef einmal ramme? Einmal so anfahren werde? Und was, Frau Salzberg, was kriege ich dann von Ihnen? Das werde ich melden und Sie werden gefeuert. Ah, das ist also nicht gut, okay. Ich halte mich an die Regeln der Polizei. Mhm. Wie immer. Wie immer. Ah, es ist ein Feuer ausgebrochen, aber wir rücken mal nicht an. Sind wir die Feuerwehr? Nee, aber zum Absperren werden wir manchmal hinzubeordert. Das müsst ihr auch noch lernen. Natürlich. Ja, schon, so eine erfahrene Polizistin sind sie ja noch nicht. Doch, natürlich. Kürzlich waren sie erst Praktikantin und jetzt ne. Das ist krass. Das ist schon krass hier. So. 50. Oh, hier wetten schon welche, wenn ich den Polizeipräsidenten ramme, kriege ich hier 50 Euro, einer schreibt 10 Euro. Also, das ist ja schon verlockend. 1 Million Euro. Also wenn, okay, ich ramme den Präsidenten und wenn ich jetzt dann nicht 1 Million Euro bekomme, dann bin ich aber traurig. 100 Millionen, oh danke. Das werden ja immer seriösere Angebote hier. Der Polizeipräsident wird auf jeden Fall gerammt. So. Oh. Ah, das war natürlich jetzt nicht so schön. Ich hoffe, das Blaulichtwasser geht wieder. Nein, Blaulichtwasser geht nicht mehr. Ah, oh, Mann. Kannst du mal kurz was für mich machen? Kommt drauf an, was? T/call admin ELS neu starten. Ist es ein Wort? Ja, ELS ist ein Wort und dann Leertaste neu starten. Ist call admin ein Wort? Ja. Und ELS? Oh, der fährt ja scheiße ELS neu starten, ja. Mit einem Herz dahinter oder ohne? Ohne ein Herz. Mann. Oh. So, einen Moment. Okay, dann halten wir die erstmal hier an. So. Äh. 3174 in Verkehrskontrolle. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, der Herr. Hallo? Morgen, guten Tag. Gut, so, ja, guten, guten Morgen. Was? Nein. Was ist denn? Die Herren? Ich würde das lassen. Wir sind von der Polizei. Ach, wirklich? Ja. Ja, so verstanden. Was ist denn hier los? Was? Der Herr? Funkspruch, Ende. Nein, mein war. Ist das. Verdammten Arschlöcher! Was ist gerade passiert? 3174 bräuchte Verstärkung bei der 7285, ein Beamter gerade entführt. Die Leitstelle hat somit. Postleitzahl wiederholen. 7285, Flüchtige sind auf der Autobahn unterwegs, Fahrt Richtung Sandy Shores, bräuchte aber Abholung, mein Fahrzeug wurde ebenfalls gestohlen. Alter. Haben Sie verstanden? Christa 3172. Einmal den Kollegen anschauen bei der 72. Meine, 5, Christa 4, ich bin gerade etwas. 75, ja, ich komme auch nicht drauf klar. Meine Frau wurde gerade entführt. Und das Schlimmste ist, mein Fahrzeug auch. Oh nein. Hallo, Kollegen?
Jo. Moin. Hallo. Folgendes. Ich hab gerade, wir wollten gerade eine Verkehrskontrolle machen. Ja. Der Herr ist nämlich ziemlich auffällig gefahren. Dann kamen hier Personen an, ich glaube, das waren jetzt 3 Stück, das ging alles sehr schnell maskiert, mit langen Waffen. Haben jetzt die Frau Salzbeck entführt und sind weggefahren mit meinem Auto auch in die Richtung, ja. Ich konnte mir jetzt keine richtigen Details merken, weil das ging wirklich sehr schnell. Die haben uns hier bedroht, direkt mit langen Waffen, hatten alle irgendwelche komischen Masken auf. Und ja, das ist, keine Ahnung, vielleicht hat der Herr sich was gemerkt hier. Erinnern Sie sich vielleicht an das Kennzeichen? Nee, das war ein Tuning-Kennzeichen. Was ich weiß, ist, dass es ein Audi RS4 war. Die Farbe? Grau. Mit blauen Reifen. Mit blauen Felgen. Mhm. Aber die Menschen, die da drin waren, haben alle maskiert. Schwer bewaffnet. Und von aller Einheiten gesucht für dein grauer Audi RS4. Wie bitte? Mit 3 Tätern. Ja, ich hab ja schon gesagt, dass sie entführt wurden. Haben lange Waffen, Beamtchen entführt. Oh nein. Ja, wie viele Streifen haben wir aktuell im Dienst? Ist online. Mal schauen. Scheiße. Ich tipp mal auf 8. 8 Streifen im Dienst? Ungefähr. Und hier kommt. Wo sind die überhaupt alle? Alter. Okay, wir müssen. Na, scheiße. Die Leitstelle hat so verstanden. Okay. An alle Beamte sofort die Position 7285 absuchen, systematisch nach der vermissten Kollegin. Okay. Ich würde sonst vorschlagen, ich weiß nicht, ansonsten gehen wir irgendwie gleich ins PD und besprechen uns da mal, beziehungsweise aufs PP und gucken dann, ob wir dann irgendwie Suchtrupps zusammenstellen und irgendwas. Ach. Ich glaube, die hatten Clownsmasken. Gut. Von Herr Salzberg, brauchen Sie noch was von dem Herrn hier? Ja, wir wollten ihn ja eigentlich hier kontrollieren, weil er ziemlich komisch gefahren ist, aber jetzt ist er ja selber ein bisschen zum Zeugen geworden. Ansonsten überprüfen Sie vielleicht mal die Personalien einmal kurz. Richtig. Genau. Dann geben Sie mir am besten einmal den Ausweis. Boah. Ja, klar. Achso, das war das Falsche. Muss mich hier erstmal davon erholen. Ja, haben Sie meinen Ausweis? Oh nein. Ja, aber jetzt ist doch gerade jemand raubt mein. Kollegen? Mein Haus wird gerade ausgeraubt. Rufen Sie gerne an. Mein Haus. Können wir bitte. Machen wir so, gut, alles klar. Kollegen, mein Haus wird ausgeraubt. Ich habe gerade eine Benachrichtigung bekommen. Ja, auch. Ihr ist auch. Ich denke mal, es ist ein allgemeines Ding. So ein Dispatch. Informativ, der Hausraub ist negativ. Der Hausraub ist negativ. Komm mal. Ah, achso, okay. Siehst du? Achso, ich dachte mein Haus, mein persönliches. Ja, fahren wir erstmal aufs. Es folgen weitere Hauseinbrüchsmeldungen bei der 6059. Komm. Oh Mann, ja, ich würde sagen, dann gucken wir mal, ob auf dem PB der Polizeipräsident ist und müssen dann mal schauen, wie wir vorgehen. Vielleicht kriegen wir irgendwie Lösegeld, Forderungen oder sowas. Ah, Gott. Das ist natürlich nicht gut. Ansonsten ist jetzt erstmal eine Bereichsfahndung nach dem Fahrzeug ausgelöst worden. Und schauen wir mal. Oh nein. Okay, ich habe jetzt auch mal den Titel vom Stream hier angepasst. In Polizisten entführt in GTA RP. Denn ich glaube, das wird noch eine ziemlich große Sache heute werden. Die Kollegin, Kennzeichen NRW 40305, was? Von dem hier? Also, ja. Die Kollegin oder meine Frau und die Kollegin wurde entführt und das Fahrzeug wurde auch geklaut. Für alle, die jetzt neu hinzugekommen sind. Oh Gott. Hallo? Oh Mann, ich bekomme gerade einen Anruf. Einen Moment. Nee, doch nicht. Okay. Komm, komm.
Komisch. Gut, dann schauen wir mal. Ja, schauen wir mal, ob der Polizeipräsident da ist. Oh, doch. Der Moment, wenn Clowns dein Auto klauen und sie und Kollegen entführen, ja. Oh Mann. Kommt der Stream online, ja? Ich schicke ihn weiter. Ne, warten Sie, Sie sollten auch zurückkommen. Oh Gott. Oh, sie haben jetzt kriege ich aber gleich einen Anruf. Nein, jetzt nicht. Ich möchte, Salzberg, dass das hallo. Heute noch passiert. Dass er mindestens in der Untersuchungshaft ist. Hallo. Sie wollen wahrscheinlich Ihre Ehefrau wieder haben, oder? Wer sind Sie? Wir haben Aufgaben. Was, Sie haben die Aufgabe? 3176 Stadt 3. Sie haben Ihre Frau wieder zu bekommen. Haben Sie soweit verstanden? Ja. Okay. Ich nenne Ihnen jetzt die erste Aufgabe, ja. Sie wollen jetzt ein Spiel mit mir spielen, oder was? Richtig, ich spiele ein Spiel mit Ihnen, wo ich das Sagen habe. Und wissen, was Leben Ihrer Frau geht. Tun Sie jetzt ja nichts. Der PLZ 10117. Ich wiederhole, 10117. Und ja. Suchen Sie dort ein Fahrzeug. Dora 20 aus der Team. Falls Sie dieses Fahrzeug gefunden haben. Dora 18, ich bin die Leitstelle an Dora 10 ab. Ja? Wer sind Sie? Ja. Oh mein Gott. Ich glaube, ich brauche professionelle Hilfe. Alter. Oh Gott. Kam schon noch mal Informationen? Ja, ich habe gerade einen anonymen Anruf erhalten. Wo ist denn die Leitstelle? Ist die hier? Ist die Leitstelle hier? Folgen Sie mir. Na. Oh je. Was ist denn? Wir haben ein Problem. Was denn? Die Herren, die da die Frau Salzberg entführt haben, die wollen anscheinend ein Spiel spielen mit uns. Ach du Scheiße. Wir können den Haftbefehl gerne durchsetzen. Möchte von euch noch jemand mit den Haftbefehl von Master Alex erneut durchsetzen? Der neue. Moment, wir haben gerade was. Ja. Die Ehefrau von Herrn Salzberg, die Dora 38, soweit ich weiß, wurde vorhin bei einer normalen Verkehrskontrolle entführt. Der Herr hat jetzt einen Anruf gekriegt, anonym, dass die und er meint, dass die wie ein Spiel mit ihm spielen wollen. Ja, das sind sie. Weitere kann er besser erklären. Sind Sie Leitstelle gerade? Ja. Okay, dann würde ich sagen, besprechen wir uns kurz vielleicht einmal alle. Das können wir warten hier. Ja, wir warten. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Beamte aktuell in Dienst sind. Ich glaube, Herr Falko Peschke wollte auch noch hinzukommen. Um die 12 aber, wahrscheinlich. Okay, und zwar folgendes. Es kam ja gerade da... ich bin doch vollkommen fertig hier. Wir waren bei der Verkehrskontrolle, dann kamen da maskierte Personen mit langen Waffen, haben dann einfach meine Frau mitgenommen, die Kollegin Frau Salzberg und unser Auto, also beziehungsweise mein Dienstfahrzeug, sind einfach abgehauen. Und jetzt gerade habe ich weiß nicht, wie die an meine Nummer gekommen sind. Ich habe einen anonymen Anruf bekommen, wo dann so ein Herr meinte, der hat auch irgendwie, glaube ich, seine Stimme verstellt, irgendwie einen Stimmverzerrer gehabt. Der meinte dann, ja, wollen wir ein Spiel spielen um das Leben ihrer Frau? Und der hat dann gesagt, ja, das Spiel beginnt, Sie müssen zur Postleitzahl 10117 und dort ein Fahrzeug suchen. Und wenn ich dieses Fahrzeug gefunden habe, würde ich dann den nächsten Anruf erhalten. 10117. 10117. Ich würde da jetzt aber noch keine Einheiten hinschicken, sondern mal gucken, ob wir da koordiniert vorgehen und dann irgendwie mit mehreren vielleicht anrücken oder sowas. Also gegebenenfalls, dass wir uns vorher besprechen, ein paar Kollegen zusammenrufen und dann taktisch vorgehen. Mhm. Vielleicht auch das SEK, ich weiß nicht. Also es waren drei Personen mit Langwaffen, da ist ja die Gefahrenlage jetzt schon. Die Stimme irgendwie bekannt vor. Nee, gar nicht. Das war mit Stimmverzerrer und. Was für einen Streifenwagen haben Sie gefahren? Ich hatte einen Ford gefahren. Okay, haben Sie Ihnen gesagt, welches Auto Sie suchen müssen? Nee. Sie haben nur gesagt, ich habe auch noch gar nicht geguckt, was das für ein Gebiet da ist bei der Postleitzahl. Da muss ich mal. Ich guck mal hier gerade auf Google Maps nach. Das ist am Hafen. Okay. Das ist eigentlich ziemlich gut zum Absperren. Ich würde, um taktisch bzw. organisatorisch einen Überblick zu erlangen von der Situation, vielleicht vorerst, bevor wir da Einheiten hinschicken, einen Helikopter auf ausreichender Höhe hinschicken, der kontrolliert, ob Wärmesignaturen vor Ort sind. Beziehungsweise ob sich Personen vor Ort befinden, weil es bringt uns nichts, wenn wir da ankommen und von hinten beschossen werden. Na klar.
sollte die Lage vorher sicher Dora sein, würde ich von auf jeden Fall zwei SEK-Trupps aussenden. Ja. Und erstmal den Hafen sichern. Soll ich dazu vielleicht mal die Kripo 41 dazu holen? Ja, ich würde sagen, wir holen vielleicht alle SEK-Bereitschaftsbeamten und besprechen das nochmal. Von Echo 53 kommen. Hört sie? Wir werden auf jeden Fall einmal im Haus nötige in den Wege leiten. Wir werden Ihre Frau schon wieder bekommen, keine Sorge. Ja, ich würde sonst sagen, dann weiß ich nicht, die den Heli besetzen. 71 übernimmt den Die den Heli besetzen, können dann einmal da. Ja, also, oder wir besprechen das mal. Ja. Also, es ist jetzt folgendermaßen: die Frau von dem Herrn Salzberg wurde entführt. Ich kann das mal kurz erklären. Wir waren bei einer Verkehrskontrolle. So ein LKW hatte uns erstmal gestriffen und ist dann relativ in Schlangenlinien gefahren. Dann sind wir den erstmal ein bisschen gefolgt, da auch das Blaulichtwasser in dem Moment nicht funktioniert hatte. Und auf der Autobahn ist er dann aber auch angehalten. Und auf einmal kamen dann Fahrzeuge. Da sprangen dann ja drei Personen raus mit Clownsmasken, mit irgendwelchen anderen Masken, mit Langwaffen, haben dann irgendwie meine Frau mitgenommen und auch das Polizeifahrzeug. Das ging alles ziemlich schnell. Also die hatten uns dann mit den Langwaffen bedroht. Ich konnte gar nicht zur Waffe greifen oder zum Panikbutton oder irgendwas. Ich war dann noch ziemlich verwirrt. Also meine Frau ist weg, aber das Kuriose jetzt, ich habe dann einen Anruf bekommen von einer Person mit Stimmverzerrer drin, eine anonyme Nummer, dass ich ein Spiel um das Leben meiner Frau spielen soll. Und das Spiel beginnt bei der Postleitzahl 10117. Da ist irgendein Fahrzeug, was ich finden muss. Und wenn ich es gefunden habe, kriege ich dann die weiteren Instruktionen. Deswegen, der Kollege hier von der Leitstelle hatte schon vorgeschlagen, dass wir da erstmal mit einem Heli drüber fliegen. Und vielleicht können wir als SEK uns dann irgendwie in die Nähe schon mal begeben. Also das ist im Hafen. Dass wir erstmal auf ausreichender Höhe einen Helikopter drüber schicken und mit Wärmebild erstmal schauen, ob da wirklich Personen sind, weil es bringt uns im Nachhinein nichts, wenn uns die Leute in den Rücken fallen. Ja. Und dann auf jeden Fall 2 4er SEK-Trupps rausschicken und erstmal das Hafengelände sichern. Hast du genug SEK-Leute im Dienst? Das wäre jetzt die nächste Frage. Gekommen, der ist dort hinten. Du kennst deine Leute besser. Das ist unmöglich. Ich glaube, wir sind einige im Dienst. Also wir haben, glaube ich, jetzt gerade 4, die hier stehen. Fünf, die hier stehen. Das reicht ja schon mal wenigstens für einen Wagen. Das sind schon mal eigentlich, kann man auch mit 5 was erreichen. Ja. Ich glaube, da draußen laufen gerade auch noch welche rum. Ja, dann würde ich sagen, wer will denn den Helikopter besetzen? Ich würde gerne als Bodentrupp unterwegs sein. Genau. Würde mich als Leitsteller jetzt in dieser Ausnahmesituation auch mobil bewegen. Und würde vielleicht mich in den Helikopter setzen und würde noch einen SEK haben. 1375. Okay, Moment, die anonyme Nummer ruft wieder an. Hallo? Hallo? Ja. Sind Sie schon bei der PLZ 10117? Nein, Sie haben mein Fahrzeug geklaut. Es dauert ein bisschen. Ja, das tut mir natürlich leid. Da hat die Kollegin einen Fehler gemacht. Naja, an der Postleitzahl 10117 steht ein Bugatti. Ja. Bugatti. Bringen Sie bitte zur Postleitzahl 1082. Dort stellen Sie den ab und suchen dann etwas. Das werden Sie aber auch finden. Keine Angst. Nach etwas, was denn? Das werden Sie finden. Dazu gebe ich Ihnen keine näheren Infos. Wie geht's denn meiner Frau? 04 von der Kita 41. Ein Happy. Die ist glücklich, das glaube ich nicht. Hört sie, kommen. Herr Kommissar, bitte in Ausbildungsraum. Moment, nochmal bitte. Wenn Sie ja mit Ihrer Frau sprechen können, die wir Ihnen das gleiche bestätigen können. Mhm. Also, wie gesagt, fahren Sie zu dieser Postleitzahl, suchen Sie den Bugatti und bringen Sie den zur Postleitzahl 10082. Wir beobachten Sie. Ja. Also es wird immer komischer. Okay, was kam raus? Moment, sollen wir erstmal den Funkkanal schon mal wechseln? Klopf, klopf. Ich würde tatsächlich mit den SEK-Beamten jetzt auf 111 umwechseln. Ja, machen wir. Und gegebenenfalls noch das MEK dazu rufen, wenn wir zu wenig Kräfte haben. Ja, erstmal dann die weiteren Infos, die ich bekommen hatte. Der Herr hat jetzt schon gefragt, wann ich denn da bin. Er meinte jetzt, bei der 10117, also dieses Hafengebiet, da steht ein Bugatti. Und diesen Bugatti soll ich dann zu 10082 bringen und dann dort etwas anderes suchen.
Und was ich da suchen werde, das, ja, werde ich dann schon finden. Irgendwie sowas nach dem Motto. Der Frau Salzberg haben die gesagt, da geht's aktuell noch gut. Also, Okay. Ich würde trotzdem sagen, wir halten uns an unseren Plan. Wir wollen alle heute noch einen schönen Tag, Resttag haben und wir wollen auch die Frau Salzberg wiederholen. Ja. Deswegen, wir halten uns an unseren Plan. Wir schicken jetzt sofort den Helikopter los. Sie werden mit drei weiteren SEK-Beamten oder zwei weiteren SEK-Beamten in einen Wagen gesetzt. Und wenn der Helikopter, das, also in dem Fall der Herr Kurowski und ich, das Go geben, können sie direkt aufs Hafengelände fahren. Okay. Der Helikopter wird den Bugatti verfolgen. Das bedeutet, ich würde vorschlagen, sie fahren in mäßiger Geschwindigkeit. Okay, dann werde ich... der Helikopter auf jeden Fall hinterherkommt. Okay, werde ich machen. Die Herren am Telefon haben jetzt nicht gesagt, dass ich irgendwie alleine kommen soll. Ich weiß nicht, ob dann noch sinnvoll wäre, wenn ein Beifahrer im Bugatti ist oder zumindest sich im Kofferraum vielleicht versteckt, wissen Sie? Ob wir die Chance nutzen. Zivilen vielleicht wirklich mal mit in den... eine etwas dünnere, kleinere Person mit in den Wagen hinten reinsetzen, ja. Okay. Eine dünnere Person. Wenn sich da jemand einer jetzt hier irgendwie freiwillig meldet? Der Herr Trotter fällt ja schon mal raus bei den Kriterien. Hier, also ich weiß nicht, ob du es schon mitgekriegt hast, aber wir haben eine Entführung von der Frau von Herr Salzberg unter Langwaffengewalt. Herr Garrett? Ja? Ich habe jemanden, der es machen könnte. Ja. Unser Azubi. Der kann es ja gleich zeigen, wie gut er ist und dann... Nein, Draxler. Sie wollen mein Leben in die Hände von... Ach, egal. Was soll denn das jetzt heißen? Nein, wir vertrauen uns ja untereinander. Genau. Meint er mich? Ja. Nein, Spaß. Ja, würde ich sagen, wer fliegt dann im Heli? Also, das wären jetzt meine Garrett und ich, die von dem Herrn Kurowski machen. Wir werden uns jetzt schnell ziehen, dann gehen wir hoch. Dann Herr Draxler und Herr Schneider, wollen Sie mit dem Herrn Salzberg dann zum Hafengelände fahren? Können wir machen, ja. Okay. Gut, und alle anderen SEK-Bomben sollen sich einfinden und bereit machen. Ich weiß nicht, was daran so schwer ist. Die sollen auf Bereitschaft sein. Die anderen sollen bitte, wenn möglich, wenn er, vielleicht wenn der Herr Ka... Herr... Nicht hier. Doch, Kamui? Ja. Wenn du Go gibst, würde ich vielleicht sogar sagen, dass sich alle anderen Beamten in Bereitschaftskleidung umziehen. Bereitschaft schon wieder. Also ich weiß, es ist nur so eine Führung. Deswegen kann ich die Lage schlecht einschätzen. Ja, dann nehme ich wenigstens eine andere, sage ich mal, einen Spezialtrupp. Dann sind die Beamten etwas besser ausgerüstet. Denn wer weiß, was uns heute erwartet. Na klar. Gut. Oder wir sprechen jetzt einfach aus, dass nur noch dass ohne Schussweste nicht mehr rausgegangen wird. Ich würde sagen, das ist vielleicht auch für die normalen Streifenbeamten gut. Aktuelle Schusswestenpflicht draußen. Ja, sollen wir uns dann erstmal, die jetzt als Bodentrupp mit mir unterwegs sind, schon mal umrüsten? Genau, das ist der Herr hier vorne im Blond, das ist der Herr Schneider. Ja, genau. Und der Herr Draxler da hinten. Wir besetzen den Heli und ja, machen wir uns alles klar. Ja, ich zieh mir einen leichten. Habt ihr alles geklärt? Was macht der Azubi? Ja. Ins Auto. Was habt ihr jetzt noch besprochen? Ja, dass er alle SEK dann zusammenruft. Ja, das ist, ich kann mir kaum vorstellen, dass wir die Einzigen sind. Ja. Ich würde auch die schwere anfangen, nicht mehr die leichte jetzt. Ja. Na, wir sind halt im Heli. Jetzt ist die Frage, ob wir auch schwören sind. Besprichst du mit deinem Chef? Ich nicht. Was? Ja, gut. Weil du wir müssen die Frau Salzberg befreien. Ich glaube, ich nehme lieber leicht, weil dann bin ich dünner. Okay. So. Da sagst du bitte noch durch, dass die in den 111-Funk gehen sollen. Meine, also die Leute haben es mir gesagt. Die was check. Geschehen sollten, nein. Check. Na. Data 5. Herr Draxler? Mhm. Also Sie gehen auch zur Waffenausgabe, oder? Ja. Okay, das trifft sich gut. Okay. Ja. Also ich hoffe, wir können sie gleich befreien. Ich weiß nicht, was die Entführer jetzt noch für Spielchen alle vorhaben. Data 14 im Funk. Keine Ahnung, aber sehr komisch. Oh Mann.
sind jetzt alle FEK-Beamten und in die Situation verwickelten Personen im Funk. Mist, ich bräuchte ja, noch eine Langwaffe. Genau, die. Kann ein Beamter dem Herrn Seichsberg noch sagen, dass er ein 1-1 kommen wird? Das ist schon passiert, komm in. Ah, okay, super. Ja, vielen Dank. Oder eine andere. Nee, ich glaube, das passt so. Haben sie dafür noch irgendwie. Ah, ne, ich kann, glaube ich, die Aufsätze mir selber hier geben, ne? Ja, auf der Waffe gehen keine Aufsätze. Oh. Okay. Gut. Na gut, dann gehen wir mal hoch. Der Azubi kommt jetzt mit, ne? Anscheinend ist doch nicht. Achso. Informativ dann 01. Wollen Sie dann im Kofferraum mit, oder? Ich? Ja. Ja, da hieß doch Azubi. Ah. Kommen Sie jetzt mit oder nicht? Ja. Okay, perfekt. Für den Kofferraum. Richtig, perfekt. Als Geheimagent. Das ist richtige Einstellung. Okay. Der Entführer ist mein Bruder, okay? Das müsste dein Bruder mal bestätigen. Bis wann streamst du heute? Ja, die Kollegin wurde entführt. Ich weiß nicht, was für Spielchen die Entführer mit uns spielen oder was die machen wollen. Ich kann es noch nicht sagen. Aber ich hoffe, wir kriegen sie. Ich muss noch ein Auto haben. Das wäre, glaube ich, hilfreich. Der Stream läuft seit 20.30 Uhr, ja, und ungefähr 20 Minuten später oder 30 Minuten später wurde sie dann auch schon entführt. Jetzt nach den ganzen anonymen Anrufen und den komischen Spielchen, die wir spielen sollen, bin ich mal gespannt, was das jetzt soll. Aber für die neuen Zuschauer, die Entführer haben gesagt, wir sollen am Hafengebiet ungefähr, soll ich einen Bugatti suchen. Gut, habt ihr bereit? Und, ja, ja. Und Praktikant oder Azubi den auch. Zu einer okay, anderen Postleitzahl ich. Bringen und dann erwartet kommen. Mich da irgendwas. Also mal gucken. Gut. Ja, dann würde ich sagen, warten wir irgendwie so einen Kilometer davor, bis der Helikopter freigibt. Mhm. Ganz böse Spieler. Oh Mann. Ich hoffe, wir kriegen sie. Leute, was denkt ihr, was die Entführer vorhaben oder was für Spielchen die mit uns spielen wollen? Hm. Wir stellen uns dazu zurück, ja. Es kann jetzt sehr gut sein, dass die Entführer gegebenenfalls unschuldige Zivilisten in die Sache mit reinziehen. Okay. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, wenn die irgendwie so, weiß nicht, Zivilisten für ihre Spielchen da bezahlen, das klingt ja erstmal ganz harmlos, so eine Schnitzeljagd, dass die da nicht unbedingt involviert sind. Wir müssen da aufpassen, dass wir dann nicht irgendwie die Falschen direkt verhaften oder so. Ja. Ah, ihr fliegt schon, okay, gut. Wir warten, bis ihr da seid, dann fahren wir erst. Ja, ja. Wir warten, bis ihr da seid, dann fahren wir auch in den Hafen rein. Okay. Passt. In welchem Funk seid ihr? 111. Genau. Fesselspielchen, oh nein. Aber Daco91, freut mich, dass du auch wieder am Start bist. Die arme Frau Salzberg, ja. Also wie gesagt, der Helikopter wird jetzt erstmal das Hafengelände da abfliegen. Da beginnt ja quasi unsere erste Aufgabe von den Entführern. Aber wir lassen jetzt erstmal den Helikopter mit Wärmebildsignatur einmal da alles abscannen. Nicht, dass die da irgendwelche Fallen vorbereiten oder so. Ja, da haben sie recht. Oh, hören Sie das? Nee. Okay, ja, wahrscheinlich irgendein Schiff nur. Hab eine sehr laute Hupe gehört.
Die Hafenarbeiter. wie geht's, Felix? Hab jetzt Ferien, ja. Angespannt gerade. Wie geht's dir so, wenn deine Kollegin, deine Streifenpartnerin und deine Frau entführt wird und dein Streifenwagen auch noch? Ja, nicht so schön. Wenn du den Bugatti findest, dann attackieren dich Personen. Ja, wir sind aber mit dem SEK hier und weitere SEK-Einheiten. Komm, ganz schön lange. Sind auch noch. Boah. Ich hoffe mal, dass die Entführer da meine Frau nicht verhungern lassen oder so. Oder Folterspielchen spielen. Das ist nicht so. Ja, nicht so von Vorteil. Nee, nee, nee. Oh je. Keine Ahnung, was die Idioten vorhaben. Trink am besten nochmal hagebuttene Tee her. Das sollte ich, glaube ich, machen. So. Der arme Streifenwagen. Das Schlimmste an der ganzen Sache ist einfach, dass der Streifenwagen auch entführt wurde. Den habe ich vorher noch geputzt vor dem Stream. Ich habe da so viel Arbeit investiert. Ich liebe deine Videos. Bleibst du, wie du bist. Danke. Ja, wer von euch auch Ferien hat, kann ja mal eine Pizza in den Chat schreiben, ein Pizza-Emoji, wer von euch Ferien hat. Informationskontrollflug der Hummel soweit abgeschlossen, keine Wärmequellen vor Ort. Okay, dann gucken wir mal, was uns erwartet. Also. Ja, einfach schon landen. Ja, da sind sie, ja. Keine Wärmebildsignaturen, das heißt, keine Personen sind erstmal vor Ort. Also das Auto ist dort. Hafengelände ist freigegeben, Suchtrupp kann losgeschickt werden. Leider konnte während des Kontrollfluges der Bugatti noch nicht festgestellt werden. So verstanden, fahren jetzt los. Ja, ich glaube, der Bugatti ist in so einer Lagerhalle vielleicht oder so. Das könnte sein, ja. Ah, sehr viele Pizzen im Chat. Wenn es euch übrigens gefällt, dieser Livestream, dann lasst gerne mal ein Like da. Vielleicht knacken wir die 1000 Likes. Wir haben jetzt 571. Das wird schwer. Mal gucken. Und wer neu dabei ist, kann auch gerne für weitere Streams ein Abo dalassen. Also, ja. Da hatten sie recht. Oh, da haben wir ihn. Ja, gut. Dann viel Spaß. Ja, dann, ich werde das kurz einmal durchfunken. Der Herr Azubi? Jawohl. Ich weiß nicht, ob da ein Kofferraum vorhanden ist. Aber. Ne, hier. Leer. Ist leer. Okay, ja, ich funk das eben mal durch. Also die Postleitzahl, wo ich damit hinfahren. Oh, ich werde angerufen. Hallo? Hallo, wie ich sehe, haben Sie den Bugatti gefunden, richtig? Ja. Bringen Sie das Fahrzeug in der Postleitzahl 1082. Ja, werde ich machen. Werde ich jetzt machen. Wie geht's meiner Frau? Ihrer Frau geht's gut. Kann ich das auf... Wir werden gleich in Kontakt mit ihr treten. Wir werden es haben. Okay, tun Sie ja nichts. Bringen Sie das Fahrzeug zu 1082. Halten Sie die Augen auf am Sägewerk. Ja. Okay. Das ist der erste Hinweis, ja. Ein Fahrzeug. Es wird ein Fahrzeug dort stehen. Mit einem Hinweis. Mit einem Hinweis. Was für Spielchen spielen Sie überhaupt? Wollen Sie nicht Lösegeld haben oder sowas? Müssen Sie Spielchen spielen. Macht mir viel mehr Spaß als Lösegeld. Das Geld brauche ich nicht. Das ist mir egal. Sie spielen jetzt um das Leben Ihrer Frau. Nein, nein, wir haben viel Geld. Oh, aufgelegt. Okay. Der Herr wusste, dass der Bugatti gefunden wurde. Vielleicht haben die hier irgendwie Sensoren angebracht. Mhm. Ansonsten, ich soll den jetzt zu 1082 bringen. Ich würde das einmal kurz durchfunken. Der Hubschrauber wollte eh mitfliegen. Okay. Und wir fahren auch in der Nähe mit. Alles klar, danke. So, dann informativ. Ich werde nun mit dem Bugatti zur Postleitzahl 1082 fahren, so wie von den Entführern gefordert. Ja, das wäre gut. Okay. Aber in den Kofferraum gehen können sie wahrscheinlich nicht, ne? Muss ich nicht. Gucken sie mal. Informativ, drei Wärmequellen gesichtet, eine auf einem Schiff und
zwei weitere in einem Fahrzeug, die jetzt wegfahren. Da als kurze Info, die Entführer spielen Spielchen und könnten deswegen auch unschuldige Zivilisten bezahlt haben, irgendwie mitzuwirken, ohne dass die sich dem Ernst der Lage bewusst sind. Also würde ich mit dem willkürlichen Verhaften von Personen erstmal noch davon absehen. Okay, können Sie... Oh. Jo. Ganz kurz. Ja. Wir fliegen euch hinterher. Sollten wir euch nicht mehr sehen, sagen wir Bescheid. Alles klar. Okay, dann warten wir kurz, bis sie abgehoben sind, ne? Okay, machen wir. So. Okay, gut. Kollege, wie heißen Sie nochmal mit Nachnamen? Piotr. Also Nowotnik. Wotnik? Nowotnik. Nowotnik, okay. Vielleicht können Sie einmal im Google Maps schauen, was jetzt diese Position da ist, die 1082, was sich die Entführer da ausgesucht haben. Das ist der Lammer, ja, das ist der Holzfäller. Der Holzfäller, also mitten in Paleto Bay? Ja, kurz vor. Okay. Gut. Schauen wir mal. Ich hoffe, die kommen mit dem Heli hinterher. Ah, die sollten damit schneller sein. Aber das Fahrzeug hier ist nice, also das können wir eigentlich gegen die Frau auch eintauschen. Nein, Spaß. So. Okay. Ja, also keine Ahnung, nach die Lösegeld wollen die nicht, egal wie viel, die wollen einfach nur Spielchen spielen. Ihre aktuelle Position mit dem Flugzeug? 9233, wir warten hier kurz auf Sie. Ja, Sicherheit geht ja vor. Ich weiß jetzt nicht, wie die Entführer sich vorbereitet haben. Warten wir, bis der Heli da ist? Okay, da ist er. Natürlich. Okay. Perfekt. So, hatten Sie schon mal so einen Einsatz? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Nee, ich war letztens beim Staatsbankraub dabei. Ah, okay. Also wie lange sind Sie schon bei der Polizei jetzt? Den vierten Tag, aber nicht in Folge. Den vierten? Achso. Okay, den vierten Arbeitstag gerade. Mhm. Was hat der Kollege gerade gesagt? Keine Ahnung. Ja, gut. Kollegen sind weiterhin hinter uns. Also für die, die gerade neu hinzugekommen sind, die Entführer, die jetzt hier die Frau Salzberg, meine Frau und Streifenpartnerin entführt haben, wollen kein Lösegeld, sondern irgendwelche Spielchen mit uns spielen. Und die erste Aufgabe war jetzt, diesen Bugatti da im Hafengelände zu finden und den dann an eine bestimmte Position zu bringen. Da kriegen wir irgendwelche Hinweise. Lösegeld wollen die Herren nicht. Die hatten uns, als sie meine Frau da entführt haben, mit Langwaffen bedroht. Sind also gefährlich, können wir von ausgehen. Und ich weiß nicht, was die jetzt irgendwie vorhaben. Keine Ahnung. Schauen wir mal. Deswegen sind wir natürlich mit dem SEK da. Die Kollegen vom SEK fliegen mit dem Helikopter auch. Die hatten vorhin schon im Hafengelände nach Wärmesignaturen geschaut. Weitere Einheiten fahren auch hinter uns. Und weitere SEK-Beamte sind natürlich auch auf Bereitschaft. Aber alle Polizeikräfte können natürlich nicht auf diesen Einsatz fokussiert werden, weil zeitgleich finden hier auch noch andere Einsätze statt. Und deswegen müssen wir da mal schauen, wenn es eskaliert, fordern wir natürlich alle Einheiten an, so wie es geht. Aber jetzt sind wir hier erstmal mit einem SEK-Team auf jeden Fall sowohl in der Luft als auch auf dem Boden unterwegs. Und ich glaube, das ist ganz gut. Ja. Also wenn es euch auf jeden Fall bis hierhin gefällt, wenn ihr das spannend findet, lasst gerne ein Like da. Und die neuen Zuschauer, falls ihr keine Streams und Videos verpassen wollt, ein Abo. Und ja, ich rede auch sehr dramatisch gerade, aber es ist ja eine dramatische Situation. Weil man weiß halt nicht, was die Personen davor haben und so eine Entführung. Also normalerweise in den letzten Livestreams, wenn wir da irgendwie Geiselnahmen hatten, dann haben die immer irgendwie Lösegeld gefordert. Und jetzt passiert halt irgendwie sowas. Das ist halt, ja, keine Ahnung. Ja, zur Information, wir werden jetzt erstmal im Tunnel warten, bis dann der Helikopter alles vergibt. Folge Tunnelposition 10 auf Nachtsicht. Keine Täterposition bekannt.
kurz vor dem Fliegerprojekt im Tunnel, dann warten, dann kriegt die Kurmel erstmal zum Verkunden. Oh, der ist schlecht zu verstehen. Ja, weil die so weit in der Luft sind. Frage zu mir. Verstanden, warten erstmal im Tunnel dann. Oh, das Fahrzeug ist nicht für so ein Gelände gemacht. Oh. Ja, die werden schon wissen, warum sie hier sich umhin schicken. Ah, oh je. Freut mich, dass du mal wieder live bist. Wo ist das Gratisessen? Ja, das gibt es bald. So. Es ruckelt sehr, einen Moment. Aber was könnte man von ihnen wollen? Informativ, wenn man jetzt sagt, Fliegerwerk. Okay, die Hummel ist beim Sägewerk. Wenn ich das richtig verstanden habe. Sollte der Ausgang des Tunnels ja vorher sein. So. Jetzt sollte es nicht mehr lenken. Okay. Ja, informativ, dass die Sägewerk zwei Fahrzeuge vorgefunden mit zwei Leuchtwachen, eine Wärmequelle wurde gesichtet. Okay. So verstanden. Sollen wir dann vorsichtig schon mal anrücken? Vorsichtig. Okay, also eine Wärmequelle gesichtet. Haben Sie eine Schusswaffe? Ja, Pistole. Okay. Die Entführer tun mir mehr leid, als ich mir... Ja, die Entführer tun mir auch leid, dass sie da die Frau Salzberg... die da voller Angst bei denen sitzt und zittert, so ertragen müssen. Informativ, der 401 von einem Schwarz, wir haben gleich bei 1088. Frage zur SEK auch schon aus dem Sägewerk? Vorerst noch auf Abstand halten. Ja, verstanden. Es leckt sehr immer noch. Einen Moment. Ich werde kurz etwas ändern. Damit es nicht mehr so leckt. Moment. Herr Salzberg, Sie haben jetzt Genehmigung fortzufahren. Bis zum hinteren einfach Gelände einfach durchfahren. Da stehen zwei Fahrzeuge. Ah, ja, so verstanden. Jo, so verstanden, wir rücken gleich an. Hab gerade kurze Kopfschmerzen. Einen Moment. Ich muss mir das gerade mal kurz anschauen. So, das erste Karting vor. Negativ, wir sind gleich. Der Bugatti bewegt sich nicht mehr. Ja, wir rücken gleich an. Einen Moment. Somit SEK bereithalten. Frage auf Vorrückungserlaubnis der SEK-Staff mit der 1088 zu 1086. Komm ich mal zu 1083. Ja, verstanden. Weg wird dann über die 1086 hinauslaufen. Ja, ich muss jetzt ein bisschen testen, weil ich weiß nicht, woran es liegt. Also ich habe nichts großartig geändert. Umso spannender wird gleich der Zugriff. So. Sind gefühlt 3 FPS. Ja, ich habe gerade keine Ahnung, woran es liegt. Das ist alles korrekt eingestellt.
Vielleicht liegt es auch gerade an YouTube oder so. Aber. Okay, wir rücken jetzt erstmal vor. Also ich hoffe, dass die Lecks gleich aufhören. Jawohl. Aber ansonsten. Weg. Ja, ich habe gerade noch irgendwie leichte Kopfschmerzen, aber ich glaube, das wird gleich besser werden, oder hoffe ich zumindest. So. Ja, Herr Wolfsberg, ja, da jetzt einfach gerade durchfahren, da hinten stehen, da werden sie rechts abbiegen, zwei Fahrzeuge. Okay, wohl. SLK bis zur Brücke zum Sägewerk vorrücken. Ja, verstanden. Ah, hier könnte was sein. Lokomotiv, silberne Bugatti, in Leuchtturm. Ja, wie gesagt, zwei Autos sollen hier stehen. Ich glaube dahinter, oder? Wir gucken mal. Ja, warte, wir gucken mal vorsichtig. Ja, dahinter. Ja, entschuldigt, falls es jetzt irgendwie manchmal zu so Lecks kommen sollte. Ich hoffe, das wird gleich besser. Oh. Aber erstmal nichts Auffälliges zu sehen. So. Okay, ein Moment. Hinweis. Frage an die Beamten am Boden, ist was aufzufinden? Positiv, wir haben hier jetzt zwei Fahrzeuge entdeckt. Auf einem steht auf dem Kennzeichen Hinweis drauf. Auf dem anderen steht 1PLZ6. Hinweis 1PLZ6. Ja. So richtig? Das ist so richtig. Wir gucken uns das Ganze nochmal genauer an. Kann das SLK vorrücken? Positiv SLK vorrücken und Gelände durchsuchen. Okay. So. Immer noch ein bisschen, ja, ich muss gerade mal gucken. Ich geh mal ins Haus rein. Rechter Kofferraum ist leer. Okay, danke. Hummel setzt vorübergehend zur Landung an. Links auch. Moment, Moment, Moment. Das ist wahrscheinlich dann Hinweis 1 bei der Postleitzahl 6. Ja. Also das, die 1 könnte natürlich dann zu dem Wort Hinweis gehören. Das ist der erste richtig, Hinweis. Du hast richtig. Auch geschrieben, deswegen glaube ich, die 1, die 1 könnte natürlich dann einfach bedeuten, oh, ein Anrufmoment. Ah, Mist. Naja. Was meinten Sie? Ah, jetzt kriege ich hier wieder einen Anruf. Hallo? Hallo, wie ich sehe, haben Sie den ersten Hinweis gefunden. Sie sehen das. Delta 2, also weiter. Kollegen, hast du mitgeteilt? Ja, andere Seite auch. Ja. Kurz vor Stelle halten. So, können Sie mir mal sagen, was Sie gefunden haben? Ja, wir haben zwei Fahrzeuge gefunden. Auf einem steht Hinweis drauf und auf dem anderen 1PLZ4. Das ist eine Fahrzeuge, ich kann Ihnen sagen, die 1 steht negativ für die erste PLZ. Das würden Sie sagen, okay. Die letzte Ziffer, das kann vielleicht heißen, dass die erste Zahl von der Postleitzahl halt die 6 ist. Also. Willst du noch im laufenden Spielchen helfen? Ich verstehe es einfach nur als Hinweis 1. 1PLZ6. Okay. Also das kann man leider nicht viel anfangen. Ich werde mich gleich nochmal bei Ihnen melden, wie es weitergeht. Okay, was machen Sie das, ja. Okay, Ihre Folge ist ja, ja. Aber da fehlen halt drei weitere. Ja, dann grüßen Sie die von mir und sagen Sie, die wird bald befreit. Frau Salzberg, ich soll Sie grüßen von Ihrem Ehemann. Sie werden bald befreit. Sie sagt okay. Ich grüße zurück. Sie hat sie lieb. Ich hab sie auch lieb. Das sind nicht viele Häuser. Dort ist so. Geben Sie ihr genug zu essen. Das ist ein sehr großer Teil. Ja, das haben wir bereits. Jetzt machen wir eine Schnitzeljagd mit uns. Ja, also ich habe hier einen weiteren Anruf. Genau, ja. Die haben gesagt, wie Sie sehen, ja, haben wir den Hinweis gefunden. Weiter sagte er, dass 1 von der PLZ könnte möglicherweise für die erste Postleitzahl vom Aufenthaltsort stehen. Und wir sollen uns das auf jeden Fall soweit merken. Ja, aber weitere Instruktionen habe ich jetzt natürlich nicht bekommen. Also ich würde sagen, ich notiere mir das erstmal hier. Und dann ja mal gucken, ne?
Okay. Hat eine weitere Postleitzahl genannt? Negativ. Also haben wir jetzt praktisch fast gar keinen Anhang, wo wir weitermachen können. Wir haben jetzt, das Einzige, was wir haben, ist 1PLZ6. Damit kommen wir leider echt nicht weit. Nee. Denn das Gelände um die 6 ist sehr, sehr groß. Also was wir jetzt anbieten können, ist, wir starten die Hummel erneut und fliegen das ganze Gelände ab, aber das dauert seine Zeit. Ja, das bringt ja auch in dem Sinne nichts, weil da sich wahrscheinlich auch viele Zivilisten aufhalten werden. Da können wir ja gar nicht unterscheiden. Sonst würde ich vielleicht nochmal etwas warten, ob wir einen weiteren Anruf bekommen. Und ja. Okay. Keine Ahnung. Die 6 erstreckt sich auf vom Callcenter bis zum Bowl, oder wie auch immer. Ja. Definitiv brauchen wir die Aufklärung, die Hummel sollte sofort starten. Okay. So, ich hoffe, jetzt passt das vielleicht wieder ein bisschen besser. Oh, ist hör ich hier Herr Peschke? Nein, ich bin Delta 01. Stimmt. Ah ja. Herr Delta 01. ja. Haben Sie das soweit mitbekommen, alles? Ja, Sie haben im Dienst Ihre Frau verloren. Die haben Sie irgendwo stehen lassen und deswegen müssen wir nachher noch ein dienstliches Disziplinargespräch führen. Nein, das stimmt nicht. Was soll ich denn machen? Drei alles Personen gut, mit lang. Ich wollte Sie aufmuntern. Das hat gut geklappt. Data 1. Dann oder Data 01. Ach ja, das bin ich ja. Ja, wechseln Sie lieber auf die 03, weil die 01 ist der. Es wäre anders. Ja, ja klar, ich nehme, was Sie wollen. Die 03, die dürfte nicht belegt sein. Die Delta 3 ist jemand anders. Ich bleibe bei Delta 69. Die Delta 63. 69. Delta 69, ja. Gut, machen wir so. Habe ich auch in meinem Kennzeichen stehen. Okay, dann Delta 69. Oder Delta 88, hätte ich auch auf dem Kennzeichen. In Delta 88. Dann Delta 88. Das könnte Humor beim Herrn Falkenstein auslösen. Na gut, wir haben jetzt Delta 88, Punkt. Ja. Kann ich mir merken, die Zahl. Roblox, Niklas, die Info, darf ich nicht nutzen. Wie gesagt, ich würde vorschlagen, aussortieren und los, hier rumzustehen und uns über Delta-Nummern zu unterhalten, bringt auch nichts. Genau. Wollen wir so lange erstmal essen? Oh, ich krieg einen Anruf. Hallo? Hallo, der Herr. Ja? Oh nein. Ich meine, ja. Sie dürfen den nächsten Gegenstand suchen. An einem Ort, wo Sie sich besonders wohlfühlen. Was? Wo Sie und Ihre Ehefrau viel Zeit verbracht haben. Ich würde nicht sagen Streifen. Haben Sie eine Ahnung? Ja. Das wirkt zu stark. Okay. Suchen Sie dort. Weiter. Okay. Was? Der was? Ja? Ich habe einen Anruf wieder bekommen von dem Herrn. Okay. Er sagte, das nächste Spielchen beginnt. Ich soll an einen Ort gehen, wo meine Frau und ich viel Zeit verbracht haben. Und dort ist der nächste Hinweis. Und da fällt mir jetzt als erstes nur unser Haushalt ein. Das ist bei 6067. Das ist ein größeres Grundstück. Vielleicht sollten wir da einmal gucken, ob da irgendwas ist. 6067. Dann würde ich. Das ist dort oben. Eventuell kann man vor der 5020 dort in der Nähe einen Prezi-Platz aufbauen. Da würde ich mich dann hinbegeben. Die Hummel können bei den Ort umfliegen. Einfaches Aufpirschen würde ich nicht riskieren. Ich würde erstmal vorschlagen, sowieso die Hummel macht einen Check mit Wärmebild. Ist natürlich vor Ort nichts. Dann brauchen wir keinen Stützpunkt aufbauen. Da suchen wir direkt den Hinweis. Einfach kurz und knackig. Wir gehen vor wie immer. Ja. Zack, Hummel rüber, Wärmebild absuchen. Und dann wird das Go gegeben. Und rückt das SLK vor. Ansonsten hat noch jemand Plätze bei sich frei im Auto oder müssen wir mit dem Bugatti zurück? Ja, das klingt doch gut. Ja, wir haben zwei. Notfalls kann auch noch, der Scharfschütze könnte auch bei uns in der Hummel, das wäre mit dem Treffen natürlich etwas schwer, aber ja. Im Notfall, aber es wäre ja auch nur ein Notfall. Viel Erfolg noch bei der Suche, danke. Ich sag mal, bei mir passen ja schon vier rein, dann die Hummel zwei, bleibt nur noch zwei übrig. Jetzt doch. Also vier in die Hummel jetzt, oder? Na, ich glaube erstmal bei Delta 01. Das ist bezüglich der Hummel dann eine andere Sache, falls ich nämlich abgesetzt werden muss. 88, das ist eine Umgewöhnung. Na gut.
Quatsch. Mit nur wollen wir dann los? Ja, tschüss. Aufpassen. Perfekt. So. Gut. Na, ich hab die Haustürschlüssel. Ich frag mich, ob man bei der 6070 oder der 6069 auf dem Dach kommt. Ich würde sonst sagen, wir wissen ja nicht, ob sich da um irgendwie Personen handelt, die da sind. Hummel 01, hebt ab. Tja. Ich habe auch keine Ahnung, ob die eingebrochen sind aufs Gelände. Da müsste eigentlich auch das Alarmsystem angegangen sein. Informativ für die Hummel aufgrund des direkten Hinweises der Position auch mal die umliegenden Bereiche für zwecks eines Heckenschützen absuchen. Möchte vielleicht jemand anderes fahren? Warum? Fangst mal wiederholen. Zu viel Adrenalin. Ich bin Bürohengst. Wirklichkeit eines Heckenschützen vor Ort ausschauen. Also hier ist das Gelände. So verstanden. Leck. Ja, ich kann leider gegen die Lecks nichts machen. Ich hab machen, mehr auf das Fahren mit einem S, weil ich sich bei dem Ding hier. Weil ich hab die Lecks bei mir nicht. Heckschleuder. Also im Spiel zumindest. Das läuft bei mir sehr flüssig. Von daher kann ich mir halt nur vorstellen, dass es irgendwie an YouTube liegt. Ja. Kopf hoch. Ja, Delta, wir werden schon Ihre Frau wiederkriegen. Ja, das denke ich auch. Das wird ja wohl das kleinste Übel sein. Ja, aber ich hoffe, wir kriegen auch das Auto. Delta 88. Ja. Moin. Wir schwimmen im Meer. Ehrlich? Ja. Ich hab das Gefühl, der Start ist gleich weg. Er ist weg. Wunderbar. Ja, dann, wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Ja, kurze Werbepause. Kurze Werbepause, bis gleich. Besten Dank dann. Okay. Sound muted. So, jetzt hoffe ich aber, dass wir das Alarm ging vorhin, ne? Also wir haben jetzt eine kurze Werbepause, bis wir den nächsten Hinweis suchen. Nee, ich hoffe, das mit den Lecks wird gleich dann auch besser. Herr Salzberg, Daco-Mitglied seit 2 Monaten Spezialeinheit, Herr Salzberg, der 3-FPS-Polizist im Einsatz, nächstes Stream-Titel-Cover, ja. Keine Ahnung, woran es liegt. Bei mir ist es halt, wie gesagt, so flüssig. Das ist ja komisch. Aber ja, auf jeden Fall, der Server wird gerade restartet, deswegen gehen wir gleich wieder drauf und, genau. Meinst du, das liegt an der Internetverbindung? Okay. Können wir mal schauen. So. Alarm ging vom an, ja, aber nicht vom Haus, ne? Nicht von meinem Haus. So. Gut. Nee, also wie gesagt, es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht von den Entführern. Wir werden dann gleich mal gucken. So. Felix, ich kann nicht mit Google Play Guthaben spenden, okay? Ich weiß auch nicht, wie das... wie das genau geht. Entweder Bitrate oder Internet, ja. Ich habe jetzt einfach mal meine Bitrate niedriger gestellt. Also meine Internetleitung ist stabil, das sehe ich hier an dem grünen Symbol beim Streamen. Hm, vielleicht von den YouTube-Servern aus, aber ich habe da gerade keine Ahnung, die Herren. So. Es hat nur geleckt, als du im Auto warst, okay? So. Ich fahre deine Videos immer Kopf hoch. Kannst du mich grüßen, bitte? Ja, ich grüße meistens erst am Ende des Streams. So. Aber ja, gleich wird's weitergehen. Wie gesagt, der Server hatte gerade einen kurzen Restart. Kann man da mitspielen? Ja, na klar. Infos dazu sind in der Videobeschreibung. Felix, YouTube hat 39% Streaming-Störung, okay. Ja Leute, dann eine Frage an euch. Wer von euch guckt denn überhaupt Livestreams auch auf Twitch oder gucken welche von euch so nur auf YouTube Livestreams? Weil vielleicht kann man dann ja überlegen, ob wir künftig auf Twitch die Livestreams machen. Das weiß ich noch nicht. Schreibt das gerne mal in den Chat, ob ihr nur auf YouTube guckt oder ob ihr auch Twitch Livestreams anschaut. Alle mal in den Chat. Dann habe ich da so ein kleines Meinungsbild.
Genau. Das war dein Haus, ja. Okay, man sieht jetzt gerade, weil ich streame, lädt das hier ein bisschen langsamer runter. So. Aber ich kann gerade kurz die Stream-Qualität, weil wir sind ja eh nur hier, ganz kurz was sehr niedrig stellen. So. Okay. Und dann hoffe ich, dass das gleich schneller geht. Twitch bitte, okay. Also viele von euch, nur YouTube, okay. Ja. Theoretisch kann man auch bei beiden gleichzeitig streamen, aber ich glaube, das ist verboten, oder wie war das? Ich weiß es nicht. So. Ich gucke nur YouTube, okay? Nur YouTube. Starte mal FFM neu. Hatte ich vorhin schon. Also keine Sorge. So, ich gucke nur auf YouTube, okay. Twitch. Beides, ja. Ja, okay, warte, wenn das schneller geht, dann starte ich jetzt mal FFM neu. So. Okay. YouTube oder illegal Twitch? Twitch ist illegal. So. Ja, also ansonsten so, die weiteren Infos zum Server stehen in der Videobeschreibung und wer Bock hat, kann auch gerne auf meinen Discord joinen. Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Also für die Leute, denn ich denke mal, das dauert jetzt so noch so 2 Minuten oder so, bis wir dann wieder in-game sind oder 3 Minuten. In der Zeit kann jeder von euch auf den Discord joinen. So. Ja, Alex, das hat nichts gebracht mit dem Schnellerladen. So, Twitch ist besser. Ja, das ich habe ganz früher mal auf Twitch gestreamt. Und zwar 2015 oder 2014, 2015 habe ich auf Twitch gestreamt. Ganz früher. Ja. Alex, das geht einfach unendlich schneller jetzt. Milliardenfach schneller. So. Oh, da kam jetzt eine krasse Spende rein. Ich hoffe, die wird gleich angezeigt. So. Die wird nicht angezeigt, weil sie von Alex kommt. Auf jeden Fall, Alex Zockt hat ihn 20 Euro gespendet. Oh, ja. Der Ehrenmann Alex spendet 20 Euro, er schreibt für Lauras Torte. Okay, das ist ja nice. Vielen Dank. Vielen Dank für deine Spende, Alex. Vielen lieben Dank. Einfach haut er einfach 20 Euro raus, der Alex Zockt. Alex Zockt ist übrigens auch der Besitzer des Servers. Das ist der Herr Trottel in-game. Auch ein Chef der Polizei. So. Und gleich seht ihr übrigens wieder Vollbild. Das ist jetzt nur, weil ich gerade in die GTA-Einstellungen nicht reinkomme. So. Und dann hoffe ich, dass wir jetzt die Schnitzeljagd fortsetzen können. So. Kannst du mal Facecam machen? Vielleicht irgendwann mal. Aber jetzt aktuell nicht. Das halte ich mir noch offen. So. Darf man einen Stimmverzerrer auf den Server verwenden? Also wenn es so wie im MP ist, wie jetzt, wo mich die ganze Zeit der Entführer anruft mit einem Stimmverzerrer, dann sicherlich. Aber wenn du jetzt die ganze Zeit da rumläufst mit Stimmverzerrer, dann eher weniger. Oh nein, jetzt sieht man gleich meine beiden Charaktere hier. Sound resume. Ruiner Winkler. Ja. Oh nein. Hallo. So. Wollen Sie schnell umziehen gehen, Herr? Ja, ich kann das jetzt über den F6-Muskel leider komischerweise nicht richtig. Dann schweben Sie doch mal schnell ins Präsidium. Wirklich? Ja, klar. Okay. Ich schwebe jetzt. Tschüss. So, einen Moment. Bis gleich, die Herren. Ja. Bis gleich, die Damen. Ja. Fail. Immer noch hier. Hallo! Nein. Verkackt. Richtig verkackt. So. Okay. Wir werden uns jetzt kurz wieder anziehen. Leckt nicht mehr. Ja, das kommt noch. So. Ja, das kommt noch vor allem. Es kann halt echt sein. Obwohl, warte, ich muss. Stimmt, die Videoqualität wieder hochstellen.
Jetzt fängt es dann wieder an zu lecken. Warte. Ja. Okay, ich hoffe, das passt dann so. Und wir werden uns jetzt erstmal umziehen gehen. Und dann wieder zurück, alles auf Anfang. Wir müssen jetzt... Oh, schöner Wagen. So. Wir müssen jetzt nämlich kurz so tun, als ob nichts passiert wäre. So. Ah, Mist. So, da haben wir wieder unsere Kleidung. Waffen haben wir noch soweit. Perfekt. Dann können wir wieder zurück zu den Kollegen. Zum Altschauerberg 8. So. Nichts. Hierhin. Gut. Hallo, die Herren. Hallo, die Damen. Hallo. Hallo. Oh. Ich glaube, der Azubi fehlt noch, ne? Ah, ne. Nee, ist dabei. Perfekt. Ich war Erster. Oh, sehr schön, sehr schön. Hat das auch so keine Scheinwerfer, oder? Ich hab Licht vorne, ist gut. Ah, der hat Chip-Tuning, ne? Also passt ein bisschen auf. Was hat er? Chip-Tuning. Was ist das? Dass das Steuergerät ein bisschen übertaktet ist und dadurch der Einspritz- und Verbrennungsvorgang optimiert ist. Na gut, ich gebe mein Bestes beim Fahren. Haben wir schon irgendwelche Informationen zu den Tätern oder haben wir irgendwelche Indizien, wo das hinführen könnte, zu wem? Nee, weil die Täter, die haben tatsächlich benutzen, also rufen mich immer anonym an, benutzen auch Stimmenverzerrer. Was für ein Fahrzeug wurde bei der Geiselnahme genutzt? Ja, die haben meinen Ford geklaut. Aber ansonsten, das war glaube ich ein Audi, ein grauer, ein RS3 oder sowas? RS4. RS4. Ja, irgendwelche Besonderheiten an dem Fahrzeug? Ne, habe ich jetzt nicht gefunden. Ich kenne einen. Ja. RS4, der zu einer Gruppierung gehört, aber der ist total auffällig. Der hat, glaube ich, pinke oder. Nicht pinke Felgen. So Mint. Auf jeden Fall ist es potthässlich, die Karre. Ah, okay. Also der wäre aufgefallen, wenn er das gewesen wäre. Es leckt nur, wenn du im Auto sitzt, aber es ist auszuhalten. Naja, ich hab halt keine Ahnung, woran es liegt. So. Aber weil, das kriegen wir schon hin. Weil bei mir ist halt alles normal, das ist so komisch. Ah, Unterbodenlicht. Verboten, mein Freundchen. Licht kriegen wir auch noch. Wir hätten mit dem Lautsprecher sagen müssen, hier, Polizei ist bereits informiert. Ich mag die Stelle nicht. So. Ja, Herr Salzberg, Sie habe ich auch länger nicht im Dienst gesehen. Schön, dass Sie auch mal wieder da sind. Ja, na klar. Und direkt passiert sowas, ne? So. Das stimmt wohl. Aber da können Sie ja nichts dafür. Oder etwa doch. Nein, nein, dafür kann ich nichts. Ich würde doch meine Frau niemals entführen lassen. Was erwarten Sie denn? Ach, ich habe so ein Polizeileben schon alles erlebt. Okay, gucken wir mal, ob dieser Tipp jetzt geholfen hat. Was da alles schon passiert ist. Leute, wenn es jetzt nicht mehr leckt, dann lag es daran, dass ich hier 2K oder... Ach, keine Ahnung, weil ich höre... ich bin gerade verwirrt. Ich höre Grafikkarte. Guck mal, ob es jetzt noch leckt. Sagt's mir. Und wenn nicht, dann an denjenigen, der das im Chat geschrieben hat, dann kriegst du was von mir. Ja. Schreib mich auf Discord an. Das ist so, ja. Herr Delta. Okay, wir sind jetzt gleich bei unserem Grundstück angetroffen. Ich glaube, der Helikopter ist nicht mehr da. Wir sollten vielleicht bald drüber nachdenken, funktionieren. Sie würden beide. Ah, stimmt. Ja, das ist natürlich blöd.
Jason Witzing ist jetzt kanalmitglied. Vielen Dank. Standpunkt 6068. Oh. Und eine weitere Spende hier von dem Ehrenmann Alex. Bitrate zu hoch, dein Internet und deine Grafik ist viel zu hoch. Okay. Aber auf jeden Fall, es laggt jetzt nicht mehr. Nice, es lag einfach da. Ja, positiv. Tobias Zilli, vielen Dank. Einfach Bescheid sagen, dass sie in den Funk kommen sollen. So. Ich bin nun im Funk. Verstanden, für Sie zur Information. Das Gelände wurde abgesucht, keine Wärmebildquelle zu sehen. Zwei Smarts wurden gesichtet, die stehen hinter einer Ecke bei Ihrem Haus. So verstanden, dann drücken wir jetzt vor. Kommen. So positiv, Erlaubnis zum Vorrücken erteilt. Blaui, du bist ein richtiger Ehrenmann. Schreib mich mal auf Discord an. So. Position würde ich sagen, wir strecken hier aus. Alles klar. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir mal. Das ist ja sogar mein altes Grundstück. Nein, das ist nicht, das ist... Frage, Leuchtfackelschuss von euch? So positiv? Verstanden. Gelände ist schon gesichert? So positiv, Gelände wurde vorerst gesichert. Smarts stehen hier bei uns hinten hinter der Ecke. Ja, vielen Dank Alex Zock nochmal für deine Spende. Und ja, lag wohl an der Grafik. So. Okay, also Grundstück ist ja soweit gesichert. Hier wurden weitere Smarts entdeckt. Schönen guten Tag. Jo, hallo. Alles klar, danke. Dann gucken wir uns das mal an. Ja, ist auch komisch. Dann haben die einfach, dann sind die jetzt, haben herausgefunden, was das Grundstück von mir und meiner Frau ist und haben jetzt hier wieder Smarts abgestellt. Okay, ein ähnliches Muster. Zweiter Hinweis. Und was steht hier? Also sind wir schon bei der 60. 2 PLZ 0. Moment mal. Ich werde mir das mal alles aufschreiben. 60. Dann haben wir 6-0, ne? Es blinkt jetzt einfach nur weit an den Haaren herbeigezogen, aber ich würde vielleicht dran mal dringend denken, das Haus zu durchsuchen. Eventuell könnte es auch sein, dass sie hier ist. Gut, Dach ist soweit gesichert, haben wir gesorgt. Der Kollege hat recht, 6-0 ist ja hier die Postleitzahl von dem Ort. Sollen wir mal das Haus durchsuchen? Ja. Okay, ja, dann machen wir das. Angeschlossen vorrücken. Alles klar. Einer deckt den anderen. Jo. Für die zweite ist die 0, die 60. So. Wir öffnen euch die Tür, dann könnt ihr stürmen. Jo, warten Sie einen ganz kurzen Moment. Alle die Türen öffnen. Ja, gut. Dann einer macht auf und dann geschlossen vor. Okay, ich habe jetzt die Qualität okay, höher gestellt. So, ich bin auch dann bereit. Perfekt. Rechts sauber. Oder links. Zwei Räume. Okay. Erster Raum auf der rechten Seite wird durchsucht. Begehung gesichert, 3 Türen, geh ins erste. Alles klar. Gehen Sie ran, ich deck Sie. Ist gesichert. Gesichert. Erster Raum gesichert. Komm mal raus. Okay. Raum. Gehen Sie wieder vor. Ja, eins rücken. Zweiter Raum auch gesichert. Jo. Ungesichert. Gesichert. Raus. Das ist mal. Und ist gesichert. Gut. Okay. Raus. Wir sind von den ersten Keller geschossen. Sind hier auch alle Räume gesichert? Alle Räume gesichert. Super. Frage, erste Etage, alle Räume gesichert? Positiv. Okay, nice. Ja, ich weiß gar nicht, ob die Täter jetzt wirklich so dumm sind und meine Frau hier in unserem eigenen Haus verstecken. Aber das wäre natürlich der größte Troll jetzt. Aber nee, ja. Okay. Auch gesichert. Terrasse gesichert. Hinterer Bereich, erstes CG gesichert. Auch alles klar, komm. Ist offen. Okay, wir helfen mal unserem Polizeipräsidenten bei der Sicherung des Kellers.
So. Und Justin McNon hat hier wieder gespendet. Der Entführer war ein weißer Audi mit hellblauen Felgen. Wie bitte? Über das Geld unterhalten wir uns später. Welches Geld? Die Idee, tausche doch das ist Schrank ist neben ihm. Unterhalten wir. Das ist kennen Sie dieses Schokoladengeld? Es ist ja bald Halloween und wenn die Kinder dann klingeln, braucht man ja auch was. Gut. Hier ist alles gesichert. Oh, was ist, wenn meine Frau im Ofen ist? Okay, sieht nicht so aus. Die brennt auch nicht so gut. Okay. Oh, Moment, kommen Sie mal mit, ich hätte eine Idee. Das dürfen Sie niemandem sagen, okay? Ja. Also zeigen Sie es wirklich niemandem. Nein. Frage, unterer Teil gesichert? Geil. Das, okay, hier ist er auch nicht. Das ist unser geheimer Raum, ja. Au. Richtig. Aber ja, nicht so geheim ist da wirklich irgendwelche Vorrichtungen mit Leder und sowas doch, oder nicht? Und nicht nur ein paar Sessel. Ja, dafür hat das Budget dann nicht mehr gereicht. So. Naja, gut, dann. So, 50 Shades of Grey Style. Psst. So, nicht, dass die Kollegen das hier sehen. Oh. Hallo? Hallo? Wo seid ihr? In der Küche. Oh. Tiefster Keller, der sich als zweites Bild schon. Hier geht's ja noch einmal, oder? Ja. Das verstopften Volk, gibt es ein drittes und so Geschoss? Oh, ich krieg einen Anruf, Negativ-Funkstelle-Anruf. Hallo? Hallo, der Herr. Haben Sie den nächsten Hinweis gefunden? Ja, wir haben die weiteren Smarts gefunden, ja. Das ist doch schön. Direkt zum dritten Spielchen, wenn Sie Lust haben. Wollen Sie denn weiterspielen? Wollen Sie mir denn sagen, wie es meine... Habe ich eine andere Wahl? Wollen Sie Lösegeld? Wollen Sie jetzt Lösegeld? Sie spielen Das heißt, wenn ich aufhöre, dann... Richtig. Okay, dann... Ja, geben Sie... Okay. Wir machen alles, um Sie da lebend rauszubekommen. Okay, ich gebe Ihnen gleich eine Postleitzahl durch. Ja. Dort steht ein Zivilist, der von uns bezahlt worden ist und der auf sich aufmerksam macht. Mhm. Die PZ ist die 10060. 10... Hast du somit? Habe ich somit. Okay, dort am Steg... im Hafen. Dort am Steg wartet der Zivilist, der macht aber auf sich aufmerksam. Okay. Unbewaffnet. Richtig. Mhm. Ich würde Sie bitten, bevor Ihre Kollegen dort anfahren, dass Sie die erste Person vor Ort sein werden. Falls es nicht der Fall sein sollte, wird nicht nur der Zivilist sterben, sondern auch Ihre Frau. Okay, alles klar. Dann werden Sie die erste Person vor Ort sein, sollten wir eine andere Information mitbekommen. Zivilist und ihre Frau, die ihre Aktion sterben. Okay, wir werden natürlich den. Ja. Wir werden das befolgen. Für Sie. Ja. Wollen Sie mit ihrer Frau sprechen? Ja, ja. Dann sagen Sie mir einen Funk. Die 250. 250. Alles klar. Ich gebe ihr die Frau ein Funkgerät. Okay. Und dann können Sie. Haben Sie die Chance, eine Minute mit Ihrer Frau zu sprechen? Das ist großzügig. Der Punkt 250 ist korrekt, oder? Ich bin da jetzt drin. Okay. Dann wird sich gleich Ihre Frau bei Ihnen melden. Alles klar. Okay, danke. Tschüss. Oh, Leute. Die machen einen auch fertig. Ohne Witz. Oh, Gott. Das ist heftig. Okay, dann hoffe ich mal, dass sich meine Frau hier gleich meldet im Funk. Oh. Hallo? Hallo? Ich nehme Ihre Frau jetzt die Handfesseln ab. Dann kann sie auffunken. Alles klar. Hallo? Hallo, geht's dir gut? Ja, ich denke schon. Du klingst sehr verängstigt. Kannst du irgendwie... Ach, wo bist du denn? Nur zur Info. Das Gespräch wird abgehört von unseren Kollegen. Sollten Sie dort irgendwelche dummen Sachen planen und irgendwelche Vernunftdingungswörter oder ähnliches sagen, wird Ihre Frau ebenfalls sterben. Außerdem beginnt die Minute ab jetzt. Okay, pass auf, Laura, wir werden dich da rausholen. Ja, wir werden natürlich jetzt abgehört, aber... Halte durch.
wir holen dich raus, dir wird nichts passieren. Geht's dir gut? Haben die dir was angetan? Ich bin übereilt, weil ich... Wie bitte? Hallo? Hallo? Ja, haben sie dir was angetan? Geht's dir gut? Noch nicht, aber sie drohen mir damit. Nein, dir wird nichts passieren. Wir werden dich da rausholen. Was sind das für Leute? Okay, du darfst nicht drüber reden, aber wir holen dich wirklich raus. Ich hab dich lieb. Ich glaube, gleich ist die Zeit um. Die letzten 10 Sekunden brechen an. Wir holen dich. Halte durch. Bis gleich. Sehr romantisch, die Zeit ist um. Ihre Vorbild ist im Funk verlassen. Gab's noch einen Hinweis? Ja, einen Moment. Okay. Sie hat gesagt, bitte beeilt euch, okay? Das habe ich gar nicht verstanden. Sie klang sehr verängstigt. Gut, dann würde ich... Vielleicht, wo sind die anderen Kollegen? Ich komme wieder in den Funk. Ja, dann gehen wir mal zu denen. Und dann sagen wir dem Herrn Peschke Bescheid. So, es kamen neue Hinweise. Ja. Ja. Zwar, durfte ich eine Minute mit meiner Frau auch funken. Das Gespräch wurde allerdings abgehört, sodass ich da keine Informationen aus ihr irgendwie rausbekommen konnte. Hat sie vielleicht verdeckt irgendwelche Informationen mitgeteilt? Nein, sie klangen wirklich sehr verängstigt. Also ich habe sie fast auch gar nicht verstanden, weil sie so eingeschüchtert war und ja. Also ich habe aber in dem Anruf vorher noch weitere Informationen bekommen, nämlich bei der Postleitzahl 10060, da ist ein Steg und da befindet sich ein Zivilist mit weiteren Infos. Der Zivilist ist unbewaffnet und anscheinend sich auch dem Ernst der Lage nicht bewusst, er wurde von denen bezahlt, dann irgendwie da, was weiß ich, zu machen. Die haben gesagt, ich soll dort auftauchen. Wenn ich nicht der Erste bin, der dort auftaucht, wird der Zivilist und meine Frau sterben. Das bedeutet, der Helikopter darf nicht als Erstes rüberfliegen. Das heißt, ich müsste da hingehen und am besten, ich kenne jetzt die Lage nicht, vielleicht positionieren sich irgendwo weit weg mit Scharfschützengewehren welche und sichern ein bisschen ab oder sowas. Jetzt ist die Frage, darf der Helikopter dann nachrücken, wenn du schon dort bist, oder muss der komplett auf Abstand bleiben? Ich glaube, der darf nachrücken. Die haben nur gesagt, ich soll als Erstes antreffen. Das heißt, die haben ja schon gesagt, dass dann Zweite ja auch hin dürfen. Also kannst du in dieser Kleidung bleiben? Ja, ich ziehe meinen Helm am besten aus. Ne? Dann würde ich vorschlagen, zwangermaßen der Scharfschütze fliegt mit uns und wir lassen den dann. Es sieht mir aus, wenn ich auf Google Maps schaue, wie ein Teil des... Nein. Ach, das ist wieder Hafen. Es ist wieder ein Teil des Hafens. Ich würde sagen, wir positionieren... Draxler, komm doch einfach zu uns und quatsch mit uns. Wir besprechen gerade, was passiert als Nächstes. Ja, unten im Keller. Wo müssen wir hin? 10060. Ganz richtig. Ja. Deswegen. Das ist komplett im Süden. Ja, ganz kurz bitte nicht anrufen, danke. So, ich hab's. Ich würde vorschlagen, der Scharfschütze kommt mit uns und wenn sie angerückt sind, dann wird alles so schnell wie möglich gemacht. Der Scharfschütze seilt sich ab auf einen Container und die Hummel fliegt wieder weg auf Sicherheitsabstand. Andere Idee. Die Hummel fliegt zum Bootsanlegeplatz, schnappt sich ein Boot, fährt aufs Meer, dann kann vom Meer schon mal Also da zum Bootsverleih? Müsste doch, da ist doch. Meinen Sie den Bootsverleih in der Nähe von 10042? Genau. Ja, das können wir auch so machen. Und dann kommen wir mit dem Boot von hinten. Ja, da ist wenigstens zumindest das ein Scharfschütze auf dem Wasser ist, dann ist die Hummel dort gleich wieder startbereit. Gut, machen wir so, oder? Okay. Gut, ja, dann würde ich sagen... Übernimmt den Scharfschützen-Part. Okay. Ja. Ich denke mal, Sie können das, oder? Hinten ist Hilfe. Das Boot übersteuere ich und der Herr... Ja, ich würde sagen... Richtig? Richtig. Ja, übernimmt den Bordschützen. Ja, ansonsten würde ich sagen, Peschke wollen wieder an dem Bodenfahrzeug vorfahren, dann steige ich als Erstes aus. Okay.
Machen wir. Gut. Gut, wollen wir dann uns zivil umziehen oder bleiben wir so? Ich glaube, du kannst so bleiben. Ich werde einfach nur meine, meinen Helm absetzen. Die Schussweste sollte Maske aber auf jeden Fall anlassen. Ja, dann erkennen die nicht, dass ich es bin und nachher schießen die. Ich muss die Maske abnehmen. Stimmt. So. Gut, dann allen ist der Plan klar. Außer den zwei Todeteufchen, die noch nicht hier sind. Aber die kriegen das bestimmt auch noch mit. Ja. Die kommen gerade wahrscheinlich runtergelaufen. Ich weiß nicht, die haben gesagt, die haben gerade ein paar Probleme. Okay. Die zwei werden sich bei, wenn mich nicht alles täuscht, werden die die Brücke dicht machen. Die werden sich auf der Brücke positionieren, würde ich sagen. Weil das ist der Knotenpunkt, um von dort wegzukommen. Ja, hört sich gut an. Meinen Sie die Brücke da bei 9026 oder 9025? Ja. Dann es bei, gibt mehrere bei 10.064, so, da ist der Brückenknotenpunkt. Achso, die Brücke, okay, ja, ja. Da sollten die sich positionieren. Gut, dann sagen wir das Ding gleich, die waren bestimmt um. Gut, dann würde ich vorschlagen, gehen wir hoch. Ja. Ja. Oh Mann, Leute, okay, also der Plan steht auf jeden Fall. wenn die Frau Salzbeck wieder befreit wurde, kann die erstmal das Haus durchputzen. Ja, also Leute, der Plan steht, wir fahren zum Hafen, dort soll der nächste Hinweis sein, ein Zivilist dieses Mal, der uns den Hinweis gibt. Oh. Okay. Informativ an die zwei Beamten, die jetzt nicht dabei waren, wir fahren jetzt wieder runter Richtung Hafen. Dort werden sie beide die Brücke zumachen und die Hummel landet beim Bootsanlegeplatz und wird mit einem Boot von hinten nach vorne. Postleitzahl ist die 10060. Haben Sie das damit? Positiv. Okay. Dann warten wir mal auf Herrn Peschke, ne? Mhm. Keine Angst, das kriegen wir alles schon hin. Informativ an Delta 88, wir sind jetzt am Einsatzfahrzeug. Der Stream erinnert mich an die Serie Zugriff, jede Sekunde zählt. Ja, tatsächlich ist es mega spannend auch. Also es ist mal viel besser als diese Standardentführung, wo einfach nur Lösegeld gefordert wird. Also es ist auf jeden Fall spannend, aber wir werden Frau Salzbeck zurückholen. So. Gut, hallo. Hallo. Fehlt noch einer? Ne, der ist im Helikopter, ne? Nein, genau. Okay. Okay, die Fahrt dauert 2 Minuten, ich bin im Kopf kurz. Jo, aber dieses Fahrzeug bin ich ja noch nie gefahren. Das ist ja auch mein privates. Achso, also wenn ich jetzt eine Schramme reinbaue, dann geht das von meinem Gehalt ab? Dann geht's in die Instandhaltung und die bügeln das wieder gerade. Ah, okay. Dafür gibt's die Instandhaltung. Das heißt, ich krieg dann keinen Ärger? Nee. Das ist doch gut. Haben Sie schon mitbekommen mit unserer Instandhaltung? Ja, ich habe mir mal die Werkstatt angesehen. Ja, ein bisschen pompös eingerichtet. Das stimmt. Wissen die anderen beiden Kollegen, dass die da am besten nicht als erstes aufkreuzen? Ne, die bleiben an der Brücke stehen, okay. Wie wir es gesagt hatten. Okay. Ja, ich bin gespannt, was das für ein Zivilist ist, ob wir aus dem auch noch Infos rausquetschen können. Nicht schlecht. Theoretisch gesehen fehlt uns ja nur noch dieser eine Punkt, um es schon sehr einzugrenzen. Aber das setzt auch voraus, dass wir nicht irgendwie verarscht wurden, ne? Weil das sind ja jetzt einfach Postleitzahlen, aber wer sagt denn, dass die Reihenfolge auch stimmt? Vielleicht auch schon überlegt. Ne? Vielleicht haben wir einfach nur, kriegen wir den Hinweis halt als erstes, aber das ist nicht die erste Ziffer der Postleitzahl. Das kann auch sein, deswegen es bleibt spannend. Auf jeden Fall. An alle Einheiten, Stille der Fahrt. Wie viele Streifen haben wir denn aktuell noch im normalen Dienst? Haben wir da noch welche? Oh. Oh, da ist bei mir leider hier. Ja, ich hab bei mir war es genauso. Ah, okay. Alles gut? Informativ, Fummel ist gelandet und betreten jetzt sein Boot. Ja, Delta 2 hatte Kopfschmerzen. Achso, wir rücken weiter. Okay.
Also ich hoffe, es sind noch ein paar Streifenkollegen in Dienst für die normalen Einsätze, ne? Mal schnell ins Obnetzki. 20 Beamte angeblich. Okay. Ich glaube, wir haben ein Problem. Ich finde traurig, dass der Herr Eisberg und Herr Clark nicht mehr bei der Polizei ist, sondern in der Bundespolizeiabteilung jetzt. Ja, das hat mir auch sehr schwer zugesetzt, bin ich ehrlich. So, wir sind gleich angekommen. Ja. Reisende soll man nicht aufhalten. Planänderung, ja, stimmt. Der geplante Bootsverleih ist kein Bootsverleih. Wir fliegen jetzt zum Pier runter und holen ein anderes Boot. Okay. Haben die Einheiten dazu mit? Haben wir so mit. Ich würde sagen, negativ eigentlich. Es dauert zu lange. Achso, dann funkt das am besten durch. Ja, so negativ halten sie sich an der Lunge bereit zum Eingriff. So verstanden. Lunge hält sich in der Luft bereit für den Angriff. Einmal kurz als Zusammenfassung für die neuen Zuschauer. Ja. Am Anfang des Streams wurde meine Frau entführt von Personen mit Langwaffen und die spielen ein Spielchen mit uns, geben uns immer irgendwelche Hinweise. Und jetzt ist hier der Hinweis, also wir kriegen jetzt hier von irgendeinem Zivilisten Hinweis, die rufen mich immer mit anonymer Nummer an. Aber ja, den Stream wird man auf jeden Fall auch nachschauen können. So gut. Also wir sind angekommen und dann werden wir jetzt mal, ja, ich würde sagen, ihr bleibt vielleicht erstmal in sicherer Entfernung und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Okay, wir sehen auf jeden Fall jetzt hier, Leuchtfackeln sind schon da. Ich nehme mal hier die Pistole zur Sicherheit raus. Okay, also ich rücke jetzt so ein bisschen in Deckung vor, weil ich habe jetzt keinen Überblick über die Lage. Hier soll irgendwo am Steg ein Zivilist sein. Aber wieder, wir haben hier das gleiche wieder mit Leuchtfackeln. Da vorne sitzt einer. Informativ, ich habe den Zivilist jetzt entdeckt und werde nun Kontakt zu ihm aufnehmen. Verstanden. Sichtung kriegt sich schon so bestätigt. Hallo, der Herr. Hallo. So. Sie haben 10 Schüsse frei. Ich habe 10. Bei dem Fahrzeug alle Reifen treffen. Was? Ich muss alle Reifen treffen. Sie dürfen nicht auf den vorderen Steg. Okay, eine Frage. Haben Sie Informationen zu Ihrem Auftraggeber? Das sind 4 Leute, haben mich festgenommen, Geld gegeben und dass ich Ihnen das sagen soll. Okay, dürfen jetzt noch, wissen Sie, ob hier jetzt noch weitere Beamte hin dürfen? Keine Ahnung, Sie müssen die Reifen platt schießen. Das ist die Aufgabe, die ich stellen muss. Okay, egal von welcher Position aus. Sie dürfen nicht den vorderen Steg berühren, Sie dürfen diesen Steg berühren und da vorne drauf, auf die Brücke. Okay, gut, dann einen Moment. Informativ an alle Kollegen, der Zivilist sagte gerade, die nächste Aufgabe wäre, dass ich jetzt alle Reifen von diesem Fahrzeug, was hier steht, einmal treffe. Ich habe nur 10 Schüsse frei. Das heißt, nicht wundern, wenn jetzt gleich Schüsse fallen. Ich denke, die Kollegen können auch langsam vorrücken. Informativ, wir könnten ein bisschen schummeln, sodass wir mit einem Präzisionsschützengewehr, welches mit dem Schalldämpfer verfügt, auf die Reifen feuern. Ich denke, das werden die gegebenenfalls merken. Erstmal keine gute Idee. Na, verstanden, bleib auf dem Ruf. Frage: Soll Delta 2 und Delta 7 sich nähern? Ist so positiv. Erster Schuss getroffen oder nicht? Ich sehe es nicht von der Entfernung. Hab jetzt 3 Schüsse abgesetzt. Können Sie schauen, ob die Reifen platt sind? Kann ich machen. Was soll der Quatsch? Die halten uns doch irgendwie hin. Ja, ja. Das ist doch nur Quatsch hier.
Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt 4 Schüsse. Keine Ahnung, ob die Reifen platt sind. Das wäre natürlich jetzt nicht so gut, ne? Sonst bräuchte ich ein Scharfschützengewehr. Mit der Pistole ist das. Irgendwas ist hier ganz gewaltig schief. Ich glaube auch. Oder ist hier schief? Oh je, jetzt kommt die schlechte Nachricht. Auf den Smart unten steht eine Information. Alle Reifen platt? Ja. Okay, alle Reifen platt. Wir haben hier weitere 2 Smarts mit Informationen. Melden uns gleich. Informativ, Achtung, eine Wärmebildquelle nähert sich hinter euch. Ich weiß nicht, wer das ist. Ist das einer von uns? Ja, positiv. Am Eingang war noch ein Beamter. Okay. So, verstanden. Haben wir weitere Informationen zum nächsten Vorgehen? Nächster Hinweis lautet, dritter Hinweis, dritte PLZ 2. Sind wir bei 602. Wenn natürlich die richtige Reihenfolge stimmt, dann sind wir bei der 602, der Kreis schließt sich. 602, so verstanden. 602. Herr Peschke? Ja. Können Sie mal kurz mitkommen? Ja, ja. Achso, ja, ja. Ach, haben das Sie was? Das nächste Spiel befindet sich in der Nähe von 7349. 73? 49. Gut, haben Sie einmal einen Ausweis für mich daher? Ja. Die Rummel setzt einmal zur Landung ab. Ich darf ja aber nicht weg, sonst bringe ich meinen Hund um. Jonas Schuster, Sie dürfen nicht weg, sonst wird Ihr Hund umgebracht. Ja. Die sagen, wir beobachten, nee. Wir werden natürlich trotzdem Sie erstmal anlegen und wir werden uns nach dem Sachverhalt nochmal bei Ihnen melden. Ja. Hm. 7349 war gesagt. Ich würde in der Nähe von 7349. Ansonsten können Sie einmal bitte kurz die Hände hochnehmen und hier sich an die Wand stellen. Ich werde Sie einmal kurz durchsuchen. Okay, Sie haben die Leuchtfackeln geworfen? Ja, ich sollte auf mich aufmerksam machen. Okay, gut, alles klar. Zum Staudamm in der Nähe. Ja. Das ist so hinter der Feuerwache, richtig? Was dann? Also der nächste Hinweis war, den hat der Herr uns mitgeteilt, das wäre jetzt bei der 7349 in der Nähe, da wäre der nächste Hinweis aufzufinden. Es ist sehr unwegsames Gelände, auf jeden Fall, die Hummel muss da abfliegen. Ja, machen wir. Okay. 7349. Ein Scharfschützen definitiv am Staudamm oben. Wir können ja... Wir lassen ihn dann ablassen. Ja, der darf hier ablassen, ne? Aber 2 Personen ablassen, nie ohne Deckung. Das hat gerade ganz gut funktioniert. Wir fliegen dann um den Dreh, nur nicht so um die Position. Ja. Gut, wenn wir 2 Personen ablassen sollen, müssen wir schauen, ob wir noch einen mitnehmen können vom SEK. Weil ansonsten der Pilot darf ja nicht alleine sein. Ja, wir sind doch... dann kann der normale Streifenbeamte Co-Pilot sein? Kann er die Wärmekamera bedienen? Wir können eine kleine Anweisung geben. Dann macht das so, dann nehmt ihn mit als Co-Pilot, dass wir jeweils auf jeden Fall immer 2 Mann Team sind, nicht ohne Deckung. Delta 4 und ich mich dort dann ab. Darf nur was sagen? Ja. Ja, die Nummern von den Kennzeichen sollen in eine richtige Reihenfolge gebracht werden. Aber das darf ich eigentlich nicht sagen. Das dürfen Sie nicht sagen. Das haben die rumgeplappert, als die im Auto waren. Okay. Das heißt, wir dürfen das puzzeln. Ja, wir erkennen noch die 4. Schüsse. Postleitzahl nicht. Schüsse? Schüsse. Aufteilen, Gelände sicher. Der Herr? Jo, Herr Schuster, kommen Sie mit. Kommen Sie mit, ich glaube, das galt Ihnen. Was? Ich glaube, die Schüsse galten Ihnen. Wurden Sie getroffen? Da liegt Blut. Geht's Ihnen gut? Ich wurde nicht getroffen. Komm, schauen Sie mich mal an. Ja, Teile gesichert. Okay. Sie haben keine Verletzung soweit. Ich glaube, da haben Sie ein bisschen zu viel ausgeplappert. Ich glaube, die Schüsse galten dem Informanten hier. Können wir den sicher erstmal in Schutzhaft nehmen?
tragen ihn an meinen Wagen, an einen schutzsicheren, bitte. Eine Person festgesetzt. Fragestande. Einmal Absicherung zu mir. Ich werde sie jetzt durchsuchen. Ja. Umdrehen bitte. Eine Person ist umgefallen. Wie meinen Nichts Sie weiß umgefallen? Ich mach noch einen Schmauchspurentest. Der Zivilist hat uns die Infos gegeben, hat das gerade einfach umgefallen. Oh je. Na, wir bräuchten dann einmal ein RTW. Scheiße. Haben die den vielleicht doch irgendwie getroffen? Der hat was im Brustbereich abbekommen oder Hüfte. Okay. Hat einer von euch eine Leuchtfackel geworfen? Jetzt gerade nicht. Weil die Leuchtfackel wurde hergeworfen oder ist er umgekippt? Der hat sich beide Beine gebrochen, glaube ich. Oh Mann. Was für Leuten haben wir es hier zu tun? Sie bringen ihre eigenen Leute um. Naja. Alle Mann an die Fahrzeuge, wir sammeln auf. Na, informativ, der Informant, der hier stand, ist zusammengebrochen. Der Grund dafür ist unklar. Im Deckenbereich ist wohl Schaden aufgetreten. Dann einmal Rettungsdienst alarmieren und dann rücken wir trotzdem ab. Okay. Leuchtfackeln oben auf dem Gebäude? Oh, oh. Ja, da stimmt. Noch, trotzdem noch in Ordnung. Achtung, gegenüber vier Leuchtfackeln. Ich wiederhole, gegenüber haben vier Leuchtfackeln. Adler 1 in die Luft, abfliegen. Wiederhole, abfliegen. Wurde erledigt. Okay. Gut, bei uns fährt sonst keiner mit, oder wie? Wurde Rettungsdienst alarmiert? Positiv. Hummel hebt ab, Scharfschütze ist im Schussbereitschaft. Ist klar, das ist sehr komisch. Der Informant hat sich verplappert und direkt wird er irgendwie erschossen. Oh, ich krieg einen Anruf. Ja. Hallo. Der Herr. Es ja. Zu viel geredet vom Informanten. Ja. Er hat selber Schuld gehabt. Wir hoffen, dass es beim nächsten Zivilisten nicht mehr passieren wird. Die neue PLZ für die nächste Aufgabe befindet sich bei der 7350. 73. Okay, 7350 ist es jetzt. Also ist er in der Nähe. 7350. Ja, brauchen Sie was von mir? Nö, Herr Peschke, hatten Sie den nicht festgesetzt? Ich hab mich da freigelassen, alles okay. Gut. 7350 Staudamm. Ja, genau, dann gehen wir da mal hin. Adler 1 Staudamm, abfliegen aus sehr. Aus einer sehr hohen Höhe. Klingt komisch, aber ist so. Falsch, sehr hohe Höhe. Sehr wohl. Ja. So. Ja, Herr Peschke, was ich Ihnen noch sagen sollte, diese Herren da, die, ich weiß nicht, das sind Psychopathen. Was die hier machen, wie die Zivilisten damit reinziehen und da einfach skrupellos Leute ermorden, ich glaube, wir haben es da mit sehr gefährlichen Personen zu tun. Das auch. Ist ein Spiel. Deswegen, wir sind jetzt gerade unter uns. Wenn Frau Salzberg da, wenn wir sie wieder haben, werden wir, glaube ich, Notwehrhandlungen vornehmen müssen. Ich glaube, solche Personen dürfen nicht wieder auf freien Fuß. Nein, richtig. Ich habe auch kein Mitleid mit solchen Personen. Wir werden das Ganze dann, was wir mit denen machen, dann einfach unter Notwehr abstempeln und ich glaube, sie decken da schon, dass kein Kollege sich verplappert, ne? Nein, okay. Ich krieg das hin. Ich habe hohe Tiere, die das abdecken können. Okay, ich würde aber gerne dann mit den Personen erstmal, ich weiß ja nicht, ob die dann, wenn wir dann die Frau Salzberg finden, ob die sich dann direkt mit Waffengewalt zur Wehr setzen werden. Aber falls wir die festsetzen, würde ich dann erstmal nochmal mit denen reden. Und danach können wir ja dann mit denen irgendwo hinfahren. Es gibt ein Safehouse vom BKA, wo wir die verhören können. Richtig. Ich zwei Minis und eine Person gesichtet. So.
Darf man wieder dauerfunken? Dann entscheiden Sie, wann wir hier vorrücken. Der Stopp ist stark. Wir sind zu Hause bald wieder. Wie bitte? Weg, Start, bis gleich. Achso, okay, bis gleich. Eine kurze Werbeunterbrechung. So. Gut. Channel switched. Nicht wundern. Es geht gleich weiter. Wir haben eine kurze Werbeunterbrechung hier. So, vor allem eine kurze Werbeunterbrechung. Ja. So, einen Moment. Ja, die Sache ist, der Server restartet jetzt gerade wieder. Anscheinend gibt es ein paar technische Schwierigkeiten. Ist natürlich immer lustig. Er restartet halt immer genau bevor es spannend wird. So kriegt man die Zuschauer. So kriegt man die Zuschauer schön lange im Stream. Nee, aber also tut mir auf jeden Fall leid. Ich spreche da jetzt einfach mal im Namen des Serverteams. Das ist natürlich nicht so gedacht, aber ich hoffe mal, das geht jetzt relativ schnell und wir können jetzt auch dann wieder weitermachen. Oh Mann. Ja. Es ist halt echt immer, wenn es spannend wird. So. Ja, auf jeden Fall, Leute. Die Frau Salzberg, die jetzt entführt wurde, ist auch im Chat hier aktiv als Laura Gaming manchmal. Und bei ihr auf dem Kanal, der ist übrigens auch in der Beschreibung verlinkt, da wird es dann auch vielleicht bald mal ein Stream geben. Vielleicht, wenn die 1000 Abos geknackt sind. Ja, mal gucken. Seid da mal gespannt. Aber auf jeden Fall für ihre... Oh, ist der Stream abgekackt? Nee. Oder? Nee. Auf jeden Fall um... so, Moment, der Server stürzt oft ab. Ja, ich mach kurz die Qualität hier runter. So, wo war ich jetzt? Ja, um die schauspielerischen Leistungen hier von Laura zu honorieren. Ne? Link ist auf jeden Fall auch in der Beschreibung natürlich. Und wer den Kanal hier noch nicht abonniert hat, kann auch gerne hier ein Abo dalassen für weitere Streams und auch gerne ein Like. Ja. Ja, genau. So, und jetzt joinen wir dann wieder. Hi. Jetzt schreiben alle nur hi in den Chat. So. Aber ich glaube, der Stream, es läuft alles noch, ne? Ja. Das hoffe ich doch. Ja, aber das mit dem Serverarbeiten klappt nicht so. Das ist das Problem, der Server stürzt immer wieder ab. Oder manche Interaktionen funktionieren einfach nicht. Das regt mich manchmal auf, ja. Das stimmt schon, dass der irgendwie in letzter Zeit öfter mal abkackt. Manchmal mehr, manchmal weniger. Manchmal läuft es auch mehrere Tage ziemlich gut. Aber also die Leute vom Serverteam, die Skripte arbeiten da auf jeden Fall auch schon dran. Das ist ja jetzt auch keine so einfache Sache. Und genau. Laura darf zum Glück noch in den Chat schreiben. Ja, genau, die Entführer geben ihr immer so ein bisschen Handyzeit. Nee, eigentlich schreibt Laura hier nicht in den Live-Chat, sondern das ist ein Entführer, der ihr Handy hat. Ja. Feier dich, Kuss, vielen Dank. So. Wir sind gleich wieder da. Yay. So. Ja, Laura geht's immer gut, wenn sie genug zu essen hat. So. Sound resumed. Sound muted. Okay. Ja, sehr schön, das klappt wieder. Ausnahmsweise darf ich schreiben, ja. So. Sound resumed. Und was hören wir da? Ah, jetzt sind wir wieder im Hafen. Herr Peschke? Ja. Treffen wir uns dann an der Stelle, ne? Von gerade? Ja, steigen wir ins Auto. Ja, wir müssen uns noch umziehen. Steig ein. Okay. Projektknopf.
So. Also, gleich geht's dann auch wieder weiter. Wir machen jetzt halt nur den Stand von eben. Genau. So. Oh, mein Auto steht noch. Ach, das ist auch Ihr Auto. Ja. Ja, das ja. passt zu Ihnen. Alles gut. Waren die Stimmen mit noch kurz weg? Ja, ja, jetzt habe ich es auch gemerkt. So. Wann kommt wieder Arma 3 Altes Live? Das habe ich noch nie gemacht. Oh, guck mal, Motorrad. Ich habe ihn gleich wieder festgenommen. Eine schöne Streife wünsche ich Ihnen. Dankeschön, ebenso. Man muss auch mal nett sein. Oh Mann. Ich werde dann auch wieder in den Funk reingehen und dann würde ich sagen, warten wir hier kurz noch mal ein bisschen, ne? Ja. So. Warten wir zumindest, bis der Heli wieder da ist. Ja. Gut. So, noch schnell im Funk. Ja. Und Herr Dora 88, wie war so Ihr Tag? Ja, der Täter, der im Feld, oder der Verdächtige, der eben weggelaufen ist, wurde dann freigelassen. Jetzt ganz ruhig. Bis jetzt ganz ruhig. Der eben festgenommen wurde. Positiv. Und selbst natürlich? Ja, also auch. Ich dachte mal, hier es wird eine entspannte Streife und dann ja, Verkehrskontrolle, erste von einem LKW. Da ahnt man sowas nachher nicht, ne? Ja, ja. Bei mir ist das sowieso Adrenalin. Bei mir ist schon eine reine Verkehrskontrolle Adrenalin. Oh, wenn ich mal von meinem Bürosessel rauskomme. Ja. Standort, halt. Wirklich. Wir sind jetzt wieder vor dem Punkt des nächsten Hinweises und warten jetzt, bis der Helikopter wieder da ist. Verstanden. Hummel 1 ist wieder bereit und hebt jetzt vom Hafengelände ab. Abgehoben. So. Wie lange bist du live? Ja, mindestens, bis wir die Frau Salzberg ja, wieder ich muss viel mehr wieder aus dem Büro rauskommen. Leute kennenlernen. Und seitdem sowieso unsere Polizei so extrem am Wachsen ist, es fällt mir immer mehr schwer, Familienklima zu wahren, weil ich selber zum Teil nicht mehr weiß, wer alles bei uns ist. Ja, ich habe das auch schon mal bemerkt. Dann habe ich auf einmal plötzlich so eine ganze Motorradpolizeistaffel gesehen. Alles neue Kollegen, sehr seriösen Eindruck und habe mich da gewundert. Die kannte ich ja noch gar nicht. Ne? Also es wächst immer mehr. Wenn man so eine Woche außer Dienst ist und dann wiederkommt, hat man das Gefühl, dass sind 1000 neue Leute da. Genau so geht es mir auch. Ja. Deswegen, ich bin immer mehr auf meine Dezernatsleiter oder Direktoren angewiesen, weil ich selber nicht mehr schaffe, den Überblick zu behalten. Und dann ist es mir natürlich noch schwerer gefallen, als mich dann, so hart es klingt, meine zwei wichtigsten Leute verlassen haben. Das hat wirklich wehgetan, muss ich sagen. Das fand ich auch. Also, dass Herr Eisberg und Herr Clark die Polizei verlassen, das hat aber jetzt keine persönlichen Gründe, oder? Nein. Also, ich bin noch nicht ganz dahinter gekommen. 01 wieder beim Staudamm. Sie wollten ihr eigenes Ding machen. Ist auch gut, respektiere ich. Sie sind eine gute Führungsposition. Ich sehe dem auch sehr positiv entgegen. Aber die Hauptursache war, denke ich mal, viele Kleinigkeiten in der Polizei, was sie gestört haben, was auch durch unser Wachstum immer schwerer ist zu handeln. Ja. Aber im Großen und Ganzen muss jeder wissen, welche Schritte er gehen will und deswegen würde ich auch niemanden Stein in den Weg schmeißen. Noch jederzeit herzlich willkommen. Das ist auf jeden Fall fair. Ja. Weil die Arbeit der Bundespolizei muss ich mir auch mal anschauen. Informativ, Sichtkontakt, Zielperson hergestellt, fahren Sie zum Staudamm hoch, Person wartet am hinteren Ende. Dann fahren wir hoch. Gut, dass ich die neuen Reifen drauf habe. Ach, können Sie einmal ganz kurz stoppen? Stimmt, Leute, ich habe
vergessen, die Grafik wieder hochzustellen von dem. Danke auf jeden Fall. So. Wo bleibt Big Mac? Ja, echt? Wo bleibt Big Mac? So, jetzt ist die Grafik, wird jetzt wieder besser. Motiv, Präzision, Schutz und Stellung bezogen. Okay. Gut. Wir können. Kann ich? Wir können. Hallo. Hallo, der Herr. Guten Tag. Guten Tag. Ja, herzlich willkommen zum letzten Spiel. Zum letzten Spiel. Auf dem Berg auf Bereitschaft. Danach haben sie es geschafft. Was habe ich danach geschafft? Sollten Sie ganz genau wissen. Sie wissen das nicht. Ich werde nur hierfür bezahlt, für nichts weiteres. Okay, der Herr. Was ist denn das Spiel? Wir spielen ein Spiel mit Schnee. Mit Schnee? Schneebälle. Mhm. Sie werfen Schneebälle. Okay. Auf den Container. Ja. Von der Linie. Von der hier, oder welche jetzt? Ungefähr. Okay. Sie müssen von 10 Bällen, beziehungsweise 10 Schneebällen, 5-mal den Container treffen. Oh nein. Ich hole sie schnell aus der Tiefkühltruhe. Ja. Dora 88, haben Sie es mitbekommen? Ja, ich hab's mitbekommen. Oh je. Ich werde nicht schlau daraus. Ich auch nicht, aber ich hoffe, wir können den Verantwortlichen auch bald ein paar Schneebälle an den Kopf werfen. Ja. Die Schneebälle. Werfen Sie mit Bedacht. Und beeilen Sie sich, bevor sie schmilzen. Oh ja. Welche Linie jetzt? Das hier? Die hier. Oder wir können auch die hier nehmen. Okay, dann nehmen wir die hier. Also auf den drauf oder an den drauf? An den oder auf den? Den blauen Container treffen, so wurde mir das gesagt. Ja, gut. 9 Schneebälle. So, 1. 3. 4. 5. Ja. Das waren jetzt 5 Treffer. Das, denke ich mal, haben die Juroren so gesehen. Sonst machen wir nochmal einen 6. hier. An alle Einheiten, er meinte, es wurde gesehen. Schaut bitte im Umfeld, ob es hier noch Personen gibt. Verstanden, Hummel fliegt den näheren Umkreis ab. Ja. Haben Sie jetzt weitere Informationen, oder? Herzlichen Glückwunsch. Die Juroren sind, glaube ich, einig. Okay. Das heißt? Ja, mehr kann ich Ihnen nicht mitteilen. Sie haben 5-mal getroffen, das heißt, es sollte eigentlich bestanden sein. Okay. So haben das die 4 Männer gesagt. Dann gucken wir uns doch mal den Smart hier an. Mit dem bin ich hergefahren, den habe ich bekommen. Genau. Dass die sich auch so viele Smarts leisten können, ne? Okay, warte, ich mach die Qualität noch was besser. Wir haben zwar keine Leitstelle, aber... Ich krieg hier für nur Geld, ich weiß nicht, was dahinter steckt. Warum? Einmal bitte Carsten hab ich kontrollieren. Ja, oder Carsten hab ich. Carsten hab ich, kann auf einer der Bodentruppen übernehmen. Carsten hab ich. Warum hier so viel los ist? Entweil. Nein, das können wir Ihnen leider nicht mitteilen. Haben Sie irgendwas mitbekommen? Wieso die Leute auf Sie zukamen? Wieso die Leute ausgerechnet Sie? Warum wurden Sie ausgewählt? Ich hab Schulden. Was? Starke Schulden. Informativkassen habe ich mehrfach Mordestrafen, wird aktuell wegen versuchten Mordes eines Polizeibeamten gesucht. Und, bevor ich es vergesse, wir müssen den Hinweis suchen. Kann ich Ihnen den zeigen? Ja. Trage Delta 88 so mit. Nehmen Sie mal mit. Wir werden die Person festsetzen, gleich eine Streife hier nach alarmieren, dann die Person mitnimmt. Oh nein. Müssen wir klettern? Informativ, bei nichts Mini dort unten ist ein Tunnel, bis ich auf die andere Seite des Staudamms ist. Haben Sie den hier geparkt? Nein, der stand schon hier. Wie gesagt, ich bin mit dem türkisen Smart da oben gekommen. Okay. Weil ich darf Ihnen eigentlich auch nichts über die Leute sagen. Anscheinend ist ja irgendwas Schlimmeres jetzt
habe ich gerade Schuldgefühle. Einen Moment, ja. Aber wir werden sie gleich kurz in einen Streifenwagen mitnehmen. Ich darf hier nicht weg. Okay, dann warten Sie einen Moment. Wann dürfen Sie denn hier weg? Ich möchte dich suchen. Falco? Haben Sie irgendwelche Daten über die? Ich würde den Herrn jetzt hier nicht befragen über die Täter. Beim letzten Mal ist das schlecht ausgegangen. Wir müssen probieren, den Herrn sicher wegzubringen. Was ist mit Jonas? Was passiert? Ja, kommen Sie mit. Nein, Moment mal. Wo ist der denn? Achso, da. Wir müssen es unauffällig machen. Kommen Sie mit hier rein. Kommen Sie mal mit. Der Herr. Ich muss hier beim Auto bleiben. Er sagt, er muss beim Auto bleiben. Brauchen Sie irgendwelche Daten oder so? Weil anscheinend ist ja irgendwas Schlimmeres. Am besten kommen Sie mal hier Sie in den... Komm jetzt mal bitte her. Ich darf nicht vom Auto weg. Ich wiederhole es. Ich sag's Ihnen jetzt. Sie können rennen. Hier rüber. Rennen Sie. Hier rein. Ihnen passiert nichts. Rennen Sie. Rennen. Nicht so schleichen. Sie rennen jetzt. Okay, und jetzt kommen Sie mit hier rein. Was ist denn los? Ah, warte, ich nehm den Herrn jetzt einfach mal. Wissen Sie denn Moment. Schon, wo Sie hin müssen jetzt? Das letzte Spiel? Nein. Das ist bei der alten Fabrik. Bei der alten Fabrik? Wo wäre die denn? Mehr weiß ich nicht. Alte Fabrik, Dora 88, wissen Sie, was da gemeint sein könnte? Die Goldschmiede. Die alte Fabrik. Ich kann mir nur die Goldschmiede unten bei 90. Oh, Moment, ich krieg einen Anruf. So, alte Fabrik, ne? Hallo? Ja. Bringen Sie den Zivilisten umgehend jetzt zum Fahrzeug. Ja, also, deshalb wurde ein Panik ausgelöst. Wir hören alles mit. Lassen Sie diese Versuche ohne Ihre Frau mit sterben. Oh. Bleiben Sie hier bitte stehen. Nein. Info. Der darf noch sich melden. Ach. Kommen Sie mit. Ich habe Verstärkung angefordert, die Person wird nämlich gesucht. Gehen Sie mal hier hin wieder. Würde sie jetzt hier festsetzen. Ich wurde gerade angerufen. Ja. Die Täter haben ein Mikrofon bei ihm installiert und haben das gerade alles mitgehört. Die sagen, wenn er nicht am Auto dort bleibt, dann wird meine Frau umgebracht. Okay. Also Es sind Russen. Schuss gefallen, Informant am Boden. Ich versuche ihn noch rauszuholen. Okay. Schuss gefallen, so verstanden, Hummelstück. Oder die Schussrichtung bekannt? Richtung, irgendwo von Richtung Stadt wahrscheinlich. Ich hab doch extra gesagt. Abfliegen. Ah, scheiße. Gehen wir vielleicht weg von den Fenstern hier? Umgebung sichern, Bodentrupp vorrücken. Gut bei euch? Ja, alles gut. Habt ihr keine Wärmequelle gesehen? Nichts? Gar nichts. Okay, das ist komisch. Der Schuss kam nicht von hier. Kann nicht sein, dass der ist. Okay, wie weit weg geht denn das stärkste Scharfschützengewehr? Wissen wir das? Unbekannt. Also ich habe mal was gehört, so ab 2 Kilometern, das ist schon... Das ist heftig. Es kommt auf den Scharfschützen an. Das muss dann wirklich... Genau, so oh, ich krieg einen Anruf. Und auf das Hallo? Wir haben nach dem ersten Zivilisten schon gesagt, nicht befragen. Er hat's alleine gesagt gerade, das mit den Russen, wir haben ihn nicht gefragt. Das ist nicht mein Problem. Dafür musste er bezahlen. Jetzt kümmern Sie sich darum, Ihre Frau zu befreien. Ich habe eine Frage. Ja. Was ist denn die alte Fabrik? Die alte Fabrik? Bei der 3062. Sie haben doch so eine moderne Hummel. Setzen Sie Ihre Werbebildkamera ein. Ja. Und Sie werden Sie Ihre Frau finden. Okay. Folgendes. Ja. Die alte Fabrik. Alte Fabrik, was ist die alte Fabrik? Oh, jetzt wieder ein Anruf.
Hallo? Das nächste Mal, die schmelzen ja dann. Sie werden gefroren, inklusive den Kopf, den Sie den Kopf? Weil sie sich irgendwen rächen sollten. Ja. Ich und ihre Frau warten hier. Okay. Ich bin unbewaffnet. Ihre Frau ist ebenfalls unbewaffnet. Also planen Sie nichts los. Vielleicht einen Wort, der das Ding im Notfall kriegen könnte. Ich glaube, wir holen mal die anderen beiden von der Kontrolle. Okay, folgendes. Ja. Die alte auf Nachfrage, was denn die alte Fabrik sei, wurde mir die 3062 genannt. Und das ist auch dieses alte Fabrikgelände, dieses überm BKA an der Küste. Wissen Sie? Ah, die Postleitzahl davon, die 3062, kann man zusammensetzen aus den Postleitzahlen, die wir durch die Hinweise bekommen haben. Das war die 6023 und das ist einmal das ganze Rückwärts. Warum sagen Sie uns jetzt die Lösung? Ja, ich hab gefragt, was meinen Sie mit der alten Fabrik? Und der Herr meinte, die 3062. Und das passt. Sind Sie nicht die Hellsten? Das stimmt. Und jetzt die andere Sache ist aber, er sagte, dort wäre die Frau, also meine Frau würde dort warten mit dem Kopf der ganzen Sache. Er sagte, beide sind unbewaffnet, aber wir sollen nichts Blödes planen oder nichts Blödes anstellen. Also das klang wie eine Drohung. Gut, dann planen wir nichts, machen wir Feierabend, ne? Wir fliegen an, der Bodendruck geht vor, sichert und zack, fertig. Und wir holen die Frau, richtig. Als allererstes Polizeistreifen. Die das Gelände absperren. Einmal bei 3064 eine Streife hin und dann Höhe von 3061 nördlich eine Streife hin. Muss abgesperrt werden. Perfekt. Mhm. Ihr seid schon da. Perfekt, Jungs. So. Also es ist ganz komisch, war das jetzt ein Panik? Nur mal so, weil irgendwie. Nein, das war Verstärkungszuruf. Stand da bestimmt auch Verstärkung da? Nee, stand gar nichts, weil wir nichts aufrufen können gerade. Na gut. Kopfschmerzen haben. Ihr stellt euch bei 3064 hin und macht die Straße dicht. Kurze Einweisung für euch, wir haben eine Geiselnahme, wir versuchen jetzt die Geisel dazu zu befreien. Mhm. Ihr macht bei 3064 dicht, ihr ordert sofort eine Streife nach, die nördlich von 3061 noch die Straße dicht macht. Schadenvater, komm mal mit, dass wir die vom Himmel, vom Berg holen. Das wäre eure Einweisung gewesen, ja, erstmal für bis hierher. Also, die 31 soll jetzt mal zurufen. Nördlich von 3061, ruhig so 50 bis 100 Meter nördlich von 3061 die Straße dicht machen. Ihr macht bei 3064 die Straße dicht. 3074. Und ihr kommt mit in den Funkkanal 111. 111. Ja, aber vorher sagt ihr noch einer anderen Streife Bescheid, dass sie die Straße da abzudichten, zu sichern haben. Gut, okay. Alles klar, vielen Dank. Feuer frei. Okay. Gut. Ich vermute mal, wir sammeln uns am besten vor dem Gebiet erstmal, ne? Ja. Okay. Die sagen jetzt, die sind unbewaffnet, aber wir sollen keinen Mist bauen. Dann gehen wir auch nur mit Handfeuerwaffen rein. Okay, meinen Sie, fliegt die Hummel kurz vorher übers Gelände, oder? Ja. Na. Oh, Moment. Das ist ja Eigensicherung, das ist ja... Genau. Ja, nicht, dass die dann das Gebiet irgendwie verbombt haben, wenn wir da Scheiße bauen, dass die dann was hochjagen oder so. Das ist nicht das Gebiet, wo man reintauchen kann. Nee, das ist es nicht. Nee. Hummel hebt jetzt ab und begibt sich zum letzten genannten Standort 3062. Maximal zwei Überflüge des Geländes. Maximal zwei Überflüge, so verstanden. Laut Informationen des Entführers sollen sich dort zwei Personen aufhalten, einmal der Kopf der ganzen Entführung und einmal die Frau Salzberg. Das wird irgendein kranker Scheiß. Dann haltet euch mit Wärmewind bereit. Was ist, wenn es hier gar nicht um Frau Salzberg geht? Sondern? Um uns. Um uns beide. Um mich. Um sie. Ach. Nee, die können das nicht wissen, dass ich da bin. Nee, das können die. Das ist. Das kann nicht sein. Obwohl. Nee, ich hab sie auch vor dem Herrn nur Dora 88 genannt, der das Mikrofon hatte. Die können es nicht wissen. Das geht nicht. Sie haben auch ihre Nummer erst heute geändert, ne? Ja. Oh, ich krieg einen Anruf. Ah, doch nicht, oder? Ich weiß es nicht. Nee. Hat sich so angehört. Das Fahrzeug ist hier so laut.
Ja, ich weiß, das ist Tuning. Oh, ich müsste mal kurz ja noch was essen, ne? Das ist ein guter Einwand. Mein Öhrchen geht nicht, deswegen hau ich mir pro forma was rein. Machen Sie das. Polenfunk wissen alles, Pol. Okay, was ist hier das für eine sadistische Scheiße? Ich weiß es nicht. Mach mal auch Blaulicht aus, damit wir nicht ganz so sehr auffallen. Funkcheck. Das wäre nicht schlecht, jetzt hier die Hebebühne, da ein Scharfschütze drauf, Hebebühne hochgefahren. Ja, ich fahr kurz einmal hier drumherum, nicht, dass wir da jemanden versteckt haben. Was ist mit Szene und Roleplay Online? Im Kreis von 500 Metern ab. Wir haben jetzt zweimal gemerkt, dass die Scharfschützen haben. Kann ich tatsächlich nichts zu sagen. Somit, Gebiet wird abgesucht, vor Ort 3062, nichts aufgefunden, keine Wärmebildquellen. An die Streifenbahnen sind die Straßen abgesperrt. Die 3064 und um die 3061 ist auf Anfahrt, kommen. Na, positiv, wir warten noch, bis die 3061 abgesperrt ist. Ja, somit. Informativ auf der südlichen grünen Halle mit den vier Rauchsilos befindet sich der SEK-Präsidentschütze. Informativ für den Kripo 45, dann bitte weiter hören, 130, 61, nee, das ist unser. Okay. Ja, also wir stehen jetzt hier vom... Machen Sie keine Gedanken, Kopf hoch, wir werden jetzt Ihre Frau gleich da rausholen. Ich hoffe es doch, ich hoffe es doch. Danach werden sie noch glücklich 17 Kinder zeugen. Ja, wenn ich das vor Schreck noch kann, ne? Das geht immer. Oh, jetzt kriege ich aber einen Anruf. Hallo? Hallo? Ja? Soeben habe ich Durchfunk bekommen, dass Sie vor Ort sind. Ja? Gib mir noch einige Tipps. Nördlich vom Gebiet wurden so Leuchtfackel gesichtet. Der Firma, der Fabrik, je nachdem, wie Sie es nennen möchten. Wir sind etwas abgelegt. Okay. Frage, was die PLZ des Einsatzes kommt. Na, ein... Das ist die 3062. Halten Sie Ihre Augen auf. Also, ja. Okay. Ich hatte jetzt zwar Funk dazwischen, aber das, was ich mitbekommen habe, ich muss jetzt wieder in den Funk reingehen, einen Moment. Die sind nicht auf dem Gelände, sondern etwas. Weg zu, dass ich tatsächlich jetzt habe ich hier Funk. Weg. Etwas außerhalb. Und zwar dort, wo es dunkel ist. Das war der Hinweis. Dort, wo es dunkel ist. Hier, sehen Sie, hier sind überall so kleine Brücken. Aber ich weiß nicht, etwas außerhalb meinen die. Ich weiß nicht, von weg, dass die zu der Rücksichtshandel sich aufgehört haben zu rauchen. Die Funken. Mein Funkgerät spinnt. Ach so. Dann. Ich kann das auch kurz durchfunken. Stopp, fahr zurück. Okay. Wohin denn? Fahr mal hier an die Kante an. Weiter rechts. Rechts halten. Ja. Oh. Was? Haben Sie was? Nee, oder? Ist da hinten nicht. Ist da was? Nee, es sind nur Büsche da unten, oder? Der Start ist weg, wir sind gleich wieder. Oh, okay. Wirklich? Aber das ist doch. Ah, okay, Alter. Schade. Was würden Sie sagen? Wollen wir uns ja wieder umziehen oder normal bleiben? Ja, umziehen ist besser, wenn wir das schnell machen. Ja, okay. Ja, dann bis gleich. Gleich. Okay, kurz vorm Finale bricht der Server leider wieder ab. Na gut, dann dauert das jetzt nochmal 3-4 Minuten, bis wir weitermachen können. Das ist schade. Aber, ja. Manchmal ist das leider so. Leck, ja, weil der Server jetzt abgestürzt ist. Oh Mann.
So. Warum wird immer neu gestartet? Nee, der Server ist gecrashed. Ja. Also anscheinend gibt es da aktuell ein paar Problemchen. Wärmebild, ja, der Heli ist ja schon mit Wärmebild jetzt drüber geflogen, ne? So, Felix hat ihn überlastet, ja, ich habe den Server überlastet. Ich hoffe, jetzt klappt's wieder. Ich hoffe, du findest deine Frau, das hoffe ich auch. Noch viel Glück, ich muss erstmal los, alles klar, danke. Ich bin sicher, jetzt werden wir sie bekommen. Trotzdem, der Stream ist genial, ja, finde ich auch. Also sehr genial gemacht von den Entführern. Sehr gut gemacht. Ist das scripted RP? Tatsächlich nicht. Also, ich weiß, ich kenne die Aufgaben und sowas vorher nicht. Und die ganzen Polizeikollegen hier auch nicht. Na klar, jetzt die Entführer untereinander müssen sich abgesprochen haben. Ne? Aber, also ich hatte jetzt auch die ganzen Hinweise nicht vorher oder sowas. Das heißt, ich, ja, ich bin halt selber jetzt so, ja, es ist nicht gescriptet. Ich krieg's hier gerade zum ersten Mal selber mit. Glasfaser-Server, Bambus-Server, nein, Spaß, Alex, nicht ernst nehmen. So. Ja, aber an der Stelle die Gelegenheit, wir joinen ja jetzt wieder, also so lange dauert es nicht mehr, noch eine Minute oder zwei. Auf jeden Fall, wer Bock hat, kann ja gerne mal ein Abo dalassen, dann verpasst ihr keine Livestreams und auch GTA-RP-Videos will ich jetzt demnächst machen. Also, wer Bock drauf hat, kann gerne ein Abo dalassen und wenn der Stream gefällt, ein Like. Und wer jetzt noch schnell ist mit dem Handy oder, dann, oh, weg, oder so. Ah, ja. Spaß, Digga. Sound muted. So, kann auch gerne dem Discord-Server beitreten, Link ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und wer auf dem Server selber spielen will, wer 5M hat und 15 Jahre alt ist und natürlich, ne, für 5M braucht man einen Computer, der kann auch mal in die Beschreibung gucken. Da stehen alle Infos zu dem Server. So. Hallo. Hallo. Ja, ich warte kurz auf den Peschke. Auf ein neues. Genau. Oh je. Ist schon ein Abo drin. Jo, danke. Herr Peschke. So. Geiles Video. Aber wir werden uns gleich jetzt einfach wieder in die, ne? Der ist jetzt gerade, wo du runter bist, nicht abgestürzt. Okay, ja, gut. Die anderen sind wohl alle gekickt worden. Oder zumindest jemand meint im Funk, ja, bis gleich. Und jetzt ist der Server auch wieder zurückgesetzt auf den Stand von vor 5 Minuten. Gut, einsteigen. Oh. Aber vielen Dank auf jeden Fall für deine Spende, Herr Alex sagt. Herr Alex sagt, weil... Soll ich einsteigen oder was? Ja, dann willst du dich umziehen. Ja, ziehen wir uns kurz um. Dann passt das. Grüner Winkler, zu gut, ja. Ah. Steht da jetzt keiner. Passt doch. So, jetzt haben wir gleich wieder ganz Vollbild. Danke. So. Mensch, jeder hat schon ein Abo dagelassen, ja, das hoffe ich doch. So. Glocke aktiviert und abonniert, so muss das. Oh, das Auto hier ist im Weg. So. Richtig spannend, besser als jede Polizeiserie. Jo, danke. So. Du kannst dich da bei den Entführern bedanken. Die machen das sehr gut. Moin, moin. Moin. Danke fürs Abschließen. Ja. Gut. Ja, ich warte noch kurz auf den Heli. Okay. Gut, ich würde sagen, wir warten jetzt noch ein bisschen. Jo. Wir haben Zeit, sich wieder zu positionieren. Ja. Bloß wenn wir am Staudamm waren, wisst ihr, wo die anderen alle sind.
Ja, Herr Salzberg, sonst so? Was gibt's Neues bei Ihnen? Ja, Neues, ich denke nur noch an meine Frau. Die haben Sie gleich wieder bei sich. Und ehe Sie sich versehen, werden Sie sich an die Zeit zurück entsinnen, wo Sie so schön alleine mit mir unterwegs waren. Danke, dass Sie mich immer begleitet haben. Durch dick und dünn. In guten wie in schlechten Tagen. Ja, ich habe schon mal den Kniff in den Hosen gefahren. Funk, danke. So. Ah, es war eben doch ganz angenehm, als das Dispatch nicht ging. So. Gut. Machst du bald einen Feuerwehr-Livestream? Feuerwehr oder Rettungsdienst? Befinden sich alle Beamten wieder im Funkkreis? Ja, also positiv. Ja, positiv. Jo. Die Hummel wieder anwesend? Jetzt ja noch negativ, der Pilot fehlt. Die Beamten für Position 3064 sowie für 3061 anwesend. 3061 ist auf dem Weg, wir sind gerade noch bei Höhe Casino und die 64 ist informiert, ist auch auf dem Weg. Also verstanden, wir warten, bis alle positioniert sind und dann machen wir weiter. Ja, somit. Ja, wir warten jetzt noch ein bisschen. Hast du momentan eine Glock als Dienstpistole? Nee, oder? Nee, der Walter P99. Echo 69. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis hier die Kollegen da sind und dann geht's gleich auch weiter. Frage, ich habe aktuell keinen Streifenpartner und bin immer noch am Präsidium. Soll ich mich auch zum Einsatz begeben? Ja, so also positiv, wir haben hier eine Person da, die kann sich als Streifenpartner nehmen. Habe ich somit, ich warte dann am Parkplatz. Negativ, kommen Sie zu 3061, die Person befindet sich schon hier. Was ist eigentlich aus der deutschen Polizei geworden, wenn die schon sagen, nein, bedanken Sie sich nicht bei uns, bedanken Sie sich bei den Entführern? Ja, so ist das. Das ist das Problem. Ich glaube, wir haben keine Hummeln mehr. Wieso nicht? Wie bitte? Ist die abgestürzt? Nee, der Pilot. Es muss jetzt, glaube ich, komplett schlafen gehen. Ja, okay. Dann werden wir ohne Hummel leben müssen. Richtig. Die Sachen davor dürfen wir weiterhin verwenden oder nicht? Ja. Was wir vor dem Stromausfall noch herausgefunden haben. Ja. Na gut. Dann, ich war ja vorhin noch in der Hummel. Wir konnten beide Personen sichten. Wo ungefähr? Die sind, wenn du bei Google Maps schaust, ein bisschen oberhalb der Fabrik hat es wie so eine kleine Einbuchtung mit Wasser. Ja. Dort hat es so eine Art Höhle und dort drin haben wir die zwei gesichtet mit der Wärmebildkamera. Kann man dann nur mit einem Boot hin? Negativ kann man auch so lang. Okay. Gut. Für Sie kommt gleich ein Streifenwagen. Okay. Mit dem riegeln Sie die Straße hier ab. Ein bisschen nördlich. Gleich für Sie, Sie steigen dann ein, Sie fahren so ca. 400 in die Richtung, machen die Straße dicht. Halten Sie aber die Gleisen mit in... Ne, die zwei Waffen, mehr kann ich hier nicht tragen, ich habe ja noch Elektroschocker und so weiter. Die Gleise zu flüchten. Das ist voll fies, was Sie gerade mit mir vorhaben. Warum?
Weil ich von Anfang an mit der ganzen Geschichte dabei bin und jetzt muss ich dann die Straße absperren. Wenn Sie jemand anderes finden, dann können Sie auch den mit reinbringen. Alter Gottes, fehlt Ihnen auch eine Ausbildung. Was ist? Ja, nee, ich muss meine Frau retten. Nein, aber natürlich werde ich dann mich dann beugen. Nee, wir können doch den Kollegen sonst mitnehmen und die Streifen sperren ab, aber das müssen Sie entscheiden. Machen wir so, dann nehmen wir den Kollegen mit, genau. Dann bleibt er alleine. Ja, der hat jetzt viel Erfahrung gesammelt. Dankeschön. Herr Salzberg, Sie sind mit diesem Fall hier emotional. Grüße zurück. Ich ziehe Sie hier vom Fall ab. Halten Sie hier mal. Die Frage wird jetzt am Einsatz noch unterstützt. Grüße zurück an Sie. Ja, habe ich verstanden. Gerne. Sie bleiben alleine. Hauen Sie sich das zu? Ja, perfekt. Funkkreis 111. Jawohl. Und dort sich aufhalten. Standby. Brauchen wir noch SEK? Dann fahren Sie bitte vor. Nein, okay. SEK wird nicht weiter benötigt. Das wissen wir noch nicht. Also so auf Rückruf. Ja, Moment, auf Rückruf. Wir wissen ja nicht, was jetzt noch kommt. Ne? Ja, stimmt. Nee, sollen, wir gehen auf Nummer sicher. Wir wollen die Frau Salzberg retten. Alle SEK-Einheiten, alle Spezialeinheiten anrücken. Okay. Korrigiere SEK, doch bei Namen benötigt. Dann können wir nämlich die Höhle auch einkesseln. Warum geht das denn nicht? Was geht nicht? Ah, jetzt geht er. Ja, mit der 10 sowie 12er Anfahrt. Gut, wir schmieden gleich mal einen Plan. Ja, würde ich sagen. Das ist halt schwierig, weil das drei Seiten theoretisch sind. Welche Höhle ist das denn genau? Also welche PLZ kann ich mir das angucken? Oder so eine ja, ich habe keine genaue PLZ. Bei 3062... So, ich denke mal circa auf 2 Uhr schräg hoch. So, eigentlich genau rechts von 3059. Ach, dieses kleine dieser Tal Einbruch da. Ach, okay. Genau, da, ach, da ist das. Ja. Und das ist eine Höhle. Dort hat es eine Höhle, ja. Richtig. Na gut, vom Norden werden wir nicht rankommen. Das, ich kenne das Gelände nicht. Guten Tag, der Herr. Guten Tag, der Herr. Hallo. Ja, das sieht aber so aus, als könnte man da unten durchfahren. Sie machen bitte hier den Kreuzungsbereich dicht. Okay. Mhm. Sollte hier irgendwie ein Fahrzeug... Lassen Sie keine Fahrzeuge durch, was nicht Blaulicht auf dem Dach hat. Ja. Also einfach alles mit Straßensperren absperren. Und auch genau. Mit Blaulicht den Dienstausweis einmal bitte kontrollieren. Okay, machen wir. Wenn man nicht, dass irgendwelche falschen Beamten durchkommen. Ja, machen wir. Kommt mein Boot ran, auf der Schnelle. Auf die Schnelle haben wir in der Nähe einen Bootsanleger. Das sieht nicht so aus. Ne, das ist zu weit im Norden, das ist ein Leuchtturm oben. Das ist zu weit weg. Bis wir da ein Boot hätten, wird es lang dauern. Gut. Also wir müssen dann jetzt... Manpower. Wie ist jetzt der Plan? Wir müssen da mit dem Boot hin oder können wir auf den... Wir versuchen mal am Ufer lang zu fahren. Okay. Erstmal waren wir noch auf die weiteren SEK-Kräfte. Ich bitte auch, solange wir Frau Salzberg noch nicht sicher bei uns haben, dass wir dann den Beschuss nicht eröffnen auf die Herren, ne? Außer natürlich die schießen auf uns oder sowas. Gibt natürlich noch die Möglichkeit von der Beanbag. Nein, Beanbag nehmen wir uns nicht. Wenn es eine Höhle ist, ist es zu gefährlich, dass dadurch die Frau Salzberg körperlichen Schaden erleidet. Weil so eine Beanbag, die kann dir auch schnell mal alles zerreißen in geschlossenen Räumen. Oh, ich krieg gerade einen Anruf. Einen Moment. Hallo? Der Herr. Ja. Falls Sie auf die dumme Idee kommen sollten und auf uns schießen sollten, mit Ihrer Frau, mit mir zusammen, in die Luftschmiede. Wieso? Nein, wieso sollten wir denn auf Sie schießen? Sie haben doch gesagt, Sie sind unbewaffnet. Ja. Das ist so positiv. Richtig. Ich habe nur eine Granate hier. Falls Sie auf uns schießen sollten, werden wir beide in die Luft gehen. Okay, aber ja. Diese Granate, sobald Sie hier bei uns sind, ja. Ist friedlich. Ich gebe Ihnen die Granate und es wird alles gut. Okay. Also, wir suchen den Ort, wir haben ihn. Ja, alles gut. Was? Ja. Der Herr hat sich mit einem bösen Lachen verabschiedet. Er sagte, wenn wir irgendwie auf die dumme Idee kommen sollten, den Beschuss zu öffnen, er ist wohl doch nicht ganz unbewaffnet, er hat eine Granate bei sich, dann fliegen beide in die Luft. Und er hat sehr dreckig gelacht. Das möchte ich noch anmerken fürs Protokoll. Wer ist die Einsatzleitung?
Wie bitte? Oder ich übernehme die Einsatzleitung. Du wirst gerade angefunkt dann. Ich bin der 111. Richtig. Ich höre nichts. Einsatzleiter hört. Zu wild, der Typ am Telefon, der ist gestört, ja, ich glaube. Funkcheck. Check. Frage, kann die Delta 10 alleine zum Einsatz anfahren aufgrund mangelnder Streifenpartner? Ja, ja, positiv, geländefähiges Fahrzeug, wenn es geht. Ja, also mit Delta 10 Ende. So, so kurzes Briefing und dann Funk. Wir haben es hier mit einem Soziopathen zu tun. Er hat eine Geisel bei sich und als einzige Waffe eine Granate. Das heißt, das Feuer auf ihn ist strikt und das sagt nicht, dass die Granate fallen gelassen wird. Sobald wir die Geisel in unserem Gewahrsam haben, ist es egal, ob die Person lebend oder tot in unser Gewahrsam kommt. Die Geisel hat oberste Priorität. Ich wiederhole, Geisel hat oberste Priorität. Von uns wird nicht der erste Schuss fallen. Kommen da noch mehr? Ja, wir haben weitere SEK-Einheiten angefordert. Eine Bruchstrandnähe bei 3061. Ja, verstopfen Konzessionsschutz, das sieht es um. Okay. Aktueller Sachstand, wir warten auf die weiteren Einheiten und dann geht's los, oder wie? Ich würde sagen, wir positionieren uns schon mal und dann schicken wir über GPS unsere Koordinaten. Okay. Ja. So, dann machen wir los. Delta 88 positioniert sich mit dem Team schon. Wir schicken euch über GPS die Koordinaten. Wir fahren dann hier nach vorne, ne? In dem Fall hier über die Gleise, würde ich sagen, oder? Hier jetzt? Okay. Ja. Ja. Würde ich sagen, hier links. Okay. Ich habe doch gehört, dass sowas mit Zügen, das ist Aufgabe der Bundespolizei, die müssen wir jetzt holen. Theoretisch ja, aber ich wüsste nicht. Nein, alles immer, gut. Ob die da sind. Ich habe vorhin so versucht, schon nachzuholen. Ich habe sie nicht gekriegt. Ah, okay. Nee, sind nicht da. Gut. Das habe ich mir gedacht, wir müssen bestimmt runterwärts. Oh je. Sollen wir da wirklich. Lass uns lieber unterdrehen. Lass uns lieber umdrehen. Umdrehen? Ja, ja. Aber da hinten ist die Bucht schon. Ist die nicht unter uns, die Bucht? Nee. Achso, ich dachte, sie meinten jetzt die hier. Nee, stimmt, die ist ja da hinten. Ja, mein Fehler, genau. Dann bleiben wir erstmal was oben. Das Auto ist zum Glück hat einen starken Motor, aber ich merke schon. Allrad. Das ist. Boah, das ist schwierig. Okay, wir das müssen, ist sehr schwierig. Die Bremse funktioniert nicht mehr. Wir müssen jetzt hier. Oh je. Oh, ich probier's. Oh, mal herzeigen. Oh Gott. Ihr armes Auto. Egal. Kann man das jetzt. Denkst du, was wir im Sicherheitstraining gelernt haben? Ja, das. wollen wir nicht unten am Hafen, am Ufer lang fahren? Ja, das machen wir mal lieber, aber hier ist. Ah, ist die Bucht schon. Da sieht gut aus. Stopp. Ach, stimmt. Hat jemand ein Fernglas dabei? Ich hab eins dabei. mal schauen. Nee, leider nicht. Könnte ich ein Fernglas ausleihen? Ja, klar. Ich hab sogar zwei dabei, alles klar. Ah, gut. Das ist doch schön. Okay, dann geben Sie gerne dem SEK-Team, dem anderen, die Koordinaten durch. Ich schicke jetzt die Koordinaten als Verstärkung zu durch. Delta 4 von 14 kommen. Ah, ich hatte auch eins das dabei, jetzt habe ich. Frag mich erst über das Standort. Detoniere der Pipelines bei der Bucht 3063. Erst Moment. Kurz die Frage für uns als Absperrungen. Wir warten einfach nur und lassen keinen durch, so richtig? Negativ, das ist zu dunkel in der Höhle. Und ja, ich müsste auf eine tiefere Position kommen, um da mehr zu sehen. 88? Ja. Das ist zu dunkel. Ich müsste erstmal auf eine tiefere Position gehen, um da mehr reingucken zu können. Ich würde mich jetzt näher ans Ufer wagen. Nicht ohne Absicherung. Ja. Sichern Sie mich ab oder warten wir auf die Kollegen? Okay.
ihren Schutz im Plot. Okay, Leute, ich hoffe, wir kriegen jetzt meine Frau. Ich hoffe, wir finden sie in der Höhle. Mal, ob sie jetzt etwas lebend. Ja, ich gehe mal hier hin. Moment. So. Ah, jetzt regnet es auch noch. Ich habe Sichtkontakt. Ich wiederhole, ich habe Sichtkontakt zu der Person. Wo haben Sie... Hast du gehört? Wo ist der Herr? Ich sehe eine einzelne Person, keine Geisel sichtbar. Wo sind Sie? Ja, Frage, Stand. Ich sehe ein Boot in der Bucht. Ich wiederhole, ich sehe ein Boot in der Bucht. Dringend Verstärkung über auf dem Seeweg nachfordern. Stimmt. Ich erkenne nicht, ob die Person eine Granate in der Hand hat, wenn ja auf der Stift gezogen ist. Negativ, keine Granate in der Hand, er hat geklatscht. Eine Person sehe ich. Dringend ein Boot oder Helikopter. Ein Boot sehe ich nicht. Ja, verstanden. Dies geht an die Einheiten. Das Kölsch ist wahrscheinlich ein Rufzeichen. Ich fordere über BKA Luftunterstützung nach. Okay. Also das Boot habe ich jetzt nicht gesehen, aber eine Person. Haben Sie meine Frau rechts, gesehen? Rechts, nein, habe ich nicht gesehen. Rechts hinter dem Felsen ist das Boot. Okay. Hallo, moin. Na, das erkennt man sehr schwach. Ah, ich höre das Boot aber auch, das ist in Bewegung. Oder? Ja, hören Sie nicht den Motorgeräusch? Ja. Nicht, dass Sie uns jetzt damit abhauen. Wissen Sie, ob meine Frau auf dem Boot ist? Negativ, kann ich nicht. Ich sehe nur die einzelne. Die hat was in der Hand, der hat eine Kiste in der Hand. Eine Kiste in der Hand. Person also, sich eine Kiste in der Hand. Person sich eine Kiste in der Hand. Dringend Scharfschützen benötigt. Okay, ich weiß nicht, wie viel Sprengstoff das ist. Wenn da meine Frau ist, dürfen wir auf jeden Fall nicht auf den Herrn schießen, wenn der das dann zündet oder sowas. Ich würde sagen, sie ziehen sich aus und gehen hin. Ich soll da hingehen. Küste nördlich vom Panic Bus. Okay. Ausziehen. Ja. Ausziehen. Moment. Begleiten? Ja, das wäre doch nett. Wo sind die? Sie sehen uns jetzt beide der aus. Einmal nur jetzt von hier. Ich hab Sicht auf ihn. Dann geben Sie wenigstens das Fernglas weiter. Achtung, auf die Personen am besten nicht schießen. Die haben Sprengstoff und wir wissen nicht, ob da noch die Geisel ist. Ja, ich habe einen Funkspruch mitgehört. Ich werde mich auf eine bessere Position begeben, am besten dort rechts zum Höhleneingang. Das heißt, ich muss ein bisschen schwimmen. Genau. Oh, ich krieg einen Anruf. Ja. Hallo? Ich kann mein Handy nicht absetzen. Ich sehe, haben Sie es geschafft. Ja. Hast du. Kann ich jetzt meiner Frau schwimmen? Sie dürfen gerne herkommen und zu uns schwimmen. Okay. Da ist Sie herzlich willkommen in unserer kleinen Runde. Danke. Geht's? Kommen Sie her. Wir werden kommen. Ja. Positiv. 88? Also mit der Der hat gesagt, er heißt uns willkommen. Also wir dürfen jetzt dahin. So. Dann gehen wir dahin. Okay. BKA, gebührenden Abstand halten. Wir leiten jetzt die Verhandlungen ein. Ja, bekommen wir noch irgendein Lagebild oder so? Geisel nehmen Geisel nehmen wir haben jetzt den Täter lokalisieren können. Wir sind noch nichts genaueres, er ist auf ein persönliches Gespräch fixiert und ist auch bereit, dies zu führen mit uns. Informativ steht der Beschreibung schwarzer Anzug, weißes Hemd, Clownsmaske, Möglichkeit zur Granate in der rechten Hand. Meinst am Telefon, kommen Sie doch in unsere gemütliche Runde oder sowas. Es sind mehrere. Ja, anscheinend.
Komm, wir gehen erstmal hier hin. Ja, ich will nochmal Funkspruch absetzen. Ja, das ist doch gut. So, an alle Einheiten steht ein Boot zur Flucht bereit. Wir gehen von mehreren Tätern aus, da er uns in eine gemütliche Runde eingeladen hat. Funkende. Also mit, wir bräuchten dringend mal eine Postlatze. Also 62. Das ist die Bucht, die rechts von 3059 ist. Sie haben doch außerdem über Ihre Dispatch-Position bekommen. Ja, ich bin erst frisch wieder an den Start gekommen. Ich sehe meine Frau, Ich sehe meine Frau. Ich glaube, ihr geht's gut. Ja, da ist sie. Auch wenn Sie jetzt Ihre Frau wiedersehen, versuchen Sie einen kühlen Kopf zu bewahren. Ja. Möglichkeit zum SRS, wenn der Titel sich von der Geist entfernt. Nee, die sollen auf keinen Fall schießen, sagen Sie das. Negativ, nicht schießen. Auch, ne? Der würde nicht schießen. Lege die Bombe weg, wenn Sie hier sind. Bleiben Sie dort, wo Sie sind. Schreien Sie, wenn Sie was wollen. Sie können auch gerne mit Ihrer Frau sprechen. Hallo, Schatz, geht's dir gut? Die Dame, Sie dürfen jetzt auch sprechen. Negativ, SRS nicht freigegeben. Ich höre sie nicht. Geht's dir gut, Schatz? Ja, sie hatte noch nie eine laute Stimme. Dürfen wir näher kommen, um sie zu begutachten, dass sie gesund ist? Ich möchte Sie nicht so laut sprechen. Kommen Sie ruhig näher. Ich werfe, wenn es für Sie okay ist, die Granate ins Wasser rein. Okay, ja, einen Moment. Okay. Informativ, Granate wird ins Wasser geworfen. Detoniert. Herr Salzberg, Sie dürfen näher treten und mit Ihrer Freundin tun und lassen, was Sie wollen. Und Sie? Hallo. Sie haben es geschafft. Geht's dir gut? Sie haben die Aufgaben erledigt. Ihre Frau gehört nun Ihnen wieder. Alles gut bei dir? Ja, alles gut. Okay. Haben Sie denn nichts getan? Nein, Sie haben mich nur bedroht, aber alles Verraten gut. Verraten Sie sich, warum Sie das gemacht haben? Moment, ich probiere mal hier die Handfesseln abzulegen. Infos. Die gebe ich nur Herrn Salzberg persönlich. Ich meine, wenn er mich unter der Maske gleich sehen wird, wird er mich sowieso hoffentlich wiedererkennen. Okay, so. Wissen Sie noch damals an der Gesamtschule am Kaiserplatz in Krefeld? 5. bis 10. Klasse, Herr Salzberg? Nein. Ich habe heute Sprengkörper, Mann. 88? Zugriff, ohne Schuss, Zugriff. Leo. Naja. Ja? Ich werde dem Herrn jetzt Handfesseln annehmen. Jawohl. So. Der Herr, sowas machen Sie nicht nochmal mit meiner Frau. Nehmen Sie mal die Maske ab, wer das ist. Ja, ich nehme die Maske ab. Ich will Ihnen auch helfen, dafür müssen Sie aber die Handfesseln abnehmen, der Herr. Okay, nehmen Sie mit vereinten Kräften die Maske ab. So. Oh. Gut, dann. Das Gesicht kommt mir bekannt vor. Ja. Das habe ich lang nicht mehr gesehen. Sie sind groß geworden. Eine Lachmeldung fort. Sie auch. Was sollte das? Ja, somit. Was? Damals in der Grundschule. Was? In der Grundschule. Und dafür entführen und Sie meine Frau. Und in der Oberschule. Was ist damit? Nee. Sie haben also, direkt behandelt. Ja, tut mir leid, ich kann mit dem nichts mehr machen. Waffensperran 3061 auflösen. Ja, nehmen Sie den Herrn, ich will so einen Abschirm nicht mehr sehen. Somit. Schaffen Sie ihn weg. Frage, die Schatz, ich bin an der Zeit. Ja, Frau Salzberg, alles, zu überprüfen. Alles gut, Frau Salz. Schatz, ich hab hier was für dich. Okay. Was Leckeres, was ist denn deine Schuhgröße? 105. Romantisch. Jetzt wird er Zeitung für einen Antrag. Oh, jetzt, danke schön. Wir sind doch schon verheiratet. Aber lapp. Nochmal. Doppelt hält besser.
Okay. Wollen Sie wem? Laura Salzberg, möchtest du mich nochmal heiraten? Ja. Ja. Yay. Oh, ich bin so froh, dass ich dich wieder hab. Ach, wir werden... Wissen Sie, dass mir da gerade so spontan ein Lied einfällt von Roland Kaiser? Nee. Bitte nicht. Warum bitte hast nicht du sogar nicht Nein gesagt? Ah. Siehst du nicht? Nein. Gut. Oh, aber danke, dass du wieder da bist. 3175 noch gebraucht, oder können wir wieder in den Funkkanal 110 gehen? Wie bitte? Alle Schreiber können zurück in ihren normalen Dienst übergehen. Alle Blockaden abbauen. Okay, wir haben sie wieder. 3175 so mit. So. Herzlich willkommen zurück, Frau Salzberg. Gut, willkommen zurück. Vielen Dank. Oh, was haben die denn? Machen sie das? Was haben die gemacht mit ihm? Die haben mich nur bedroht, aber ich habe Happy Meals bekommen. Happy Meals bekommen? Wir wissen, wie man sie anlockt. Oh, ey. Na, ich bin froh, dass wir sie wieder haben. Oh je. Ja, Party im Chat, Leute, endlich. Wir haben sie gefunden. Geht's ihnen gut? Ja. Ja, alles gut. Oh, endlich. Was, kanntest du den Täter, der dich entführt hat? Nein, ich wusste nicht, wer das ist, aber er meinte, er kennt dich. Okay, und wie viele andere waren noch dabei? Also ich habe den einen nur gesehen, aber die anderen, die mich entführt haben, die habe ich auch nicht wirklich gesehen. Es waren extrem viele und ich weiß nicht, wie viele das waren. Okay, es waren viele. Dann komm, geh du wieder an Land. Falco, wir müssen uns um den Täter kümmern und es sind noch drei weitere flüchtig. Oder noch mehr. Gut. Leute, ich will Rache. Ich will Rache haben. Rache für meine Frau. Wir werden die Täter jagen. So. Kollege, vielen Dank auch an dich für deinen Einsatz. Ja, sicher doch. So mein Job. Sehr gut gemacht. Also für Natsumi, ja, war schon viel. Auf jeden Fall sehr gut gemacht. Sie haben meine Beförderung verdient. Sagen Sie das nicht mir, sagen Sie das Leben. Oh. Ich glaube, der hat was zu sagen. Na klar. Der Natsumi war sehr gut. Ich glaube, der hat eine Beförderung verdient. Ich habe nur Piepen gerade. Schade. Rache, Leute. Rache. Ah, da kommt meine Mitfahrgelegenheit. Der beste Polizist. Frage, welch einer in der Abteilung ist Thesen derzeitig im Dienst? Ich habe mir gerade überlegt, vielleicht sagten wir Zivilbleiber, der sich um die kümmern. Ja, das stimmt. Weil solche Leute haben es nicht verdient, die Stelle zu kommen. Das stimmt, da gebe ich Ihnen recht. So. Vielleicht finden wir noch was über die anderen heraus. Ah, dann... diesen blöden Helm nicht los. Na, ich würde sagen, ich hole mir meine Kleidung wieder. Ich zieh mich auch erstmal an. So. Okay. So, Laura. Wir werden Rache nehmen. Mach dir da mal keine Sorgen. Perfekt. Perfekt. So. Ah, die Frau Salzberg ist noch im, steht, glaube ich, noch ein bisschen unter Schock. Ja, ich habe eigentlich Rettungssanitäter angefordert gehabt. Hm. Ja, da gehen wir erstmal, würde ich sagen, auf die normalen Straßen zurück, weil hierhin kommen die wahrscheinlich nicht. So. Alles wird gut. Bald kannst du wieder nach Hause. Das war ein sehr aufregender Tag. Ah, man hört's. Du zitterst ja. Und der ist noch nicht zu Ende. Was zitterst denn so? Nee. Wow. Ich verstehe schon. So. Zu Hause. Sie sich noch mal an, sind 1, 1, 1. 1.
zu Hause mache ich dir erstmal einen hagebuttenen Tee und dann wird alles wieder gut. Alles verfügbar. Also doch. Ein hagebuttenen Tee. Ich nehme einen Kakao. Ein Kakao, okay, das geht auch. Ja, also mit der da 10 und der da 14 ebenfalls war. Ja. Wo war's? Ich hab den eigentlich hier hingefunden. Ja, der Herr hat Spielchen mit uns gespielt. Verrückte Spielchen, das ist ein Psychopath. Wir mussten durch verschiedene Hinweise mussten wir herausfinden, wie hier die Postleitzahl sein könnte. Und die hatten immer an so Fahrzeuge, an Kennzeichen an Fahrzeug angebracht mit Hinweisen zur Postleitzahl. Da musste ich Schneebälle auf Container werfen, irgendwelche Reifen zerschießen. Ja, immerhin waren die kreativ, das stimmt. Aber, oh Mann. So, ich bin froh, dass es jetzt wieder besser geht. Und um die Psychopathen werden wir uns kümmern. Okay. Einen Moment, ich nehme dich kurz mal hier. Ah, ich glaube, sie schläft sowieso jetzt hier ein. Jetzt machst du kurz den Motor mal aus. Was ich euch jetzt sage, das bleibt hier in diesem Fahrzeug. Hm. Ihr habt die Wahl auszusteigen, ihr könnt aber auch mitwirken. Wir kümmern uns jetzt um die Täter. Wir kümmern uns richtig um die Täter. Wir lassen das nicht zu, dass sie so mit unseren Banden umgehen. Ja. Vor allem mit der Frau. Ihr habt jetzt die Chance auszusteigen. Oder ihr sagt, ihr zieht es mit uns durch. Aber was wir jetzt durchziehen, darüber wird nicht gesprochen. Ich bin dabei, das wissen Sie, glaube ich. Ich auch, hab schon von Anfang bis Ende. Ich hab schon eine gewisse Vorahnung, was da passiert. Nur wir gehen da lebend raus. Mhm. Das will ich auch jetzt hoffen. Zweite Frage, wie ist man hier bitte hingekommen? Wie bitte? Wie ist man jetzt hier hingekommen? Wie komme ich wieder zurück? Ja, hier unten. Jetzt fahre ich so links runter. Und wieder ein bisschen rechts halten, dass wir da Richtung Strand irgendwie kommen, unten. Ja, ich weiß nicht, wir haben es noch mit mehr Tätern zu tun, hat Frau Salzberg noch geäußert. Aber die haben sich nicht zu erkennen gegeben, also wir müssen aufpassen, dass sowas nicht noch mehr Beamten widerfährt. Denn denk mal, die anderen Beamten werden da mitwirken. Die Scharfschützen von denen. Ja. Zieh rechts hoch. Sein, nee, sind wir nicht. Das ist ein wirklich starkes Auto. Ja, ich weiß. So wie der Besitzer. Ich sag mal nichts. Eine Antwort ist auch eine Antwort. Ah, wie bitte? Alles gut. Okay. Stopp, Graben. Oh. Graben. Du musst über die Gleise rüberfahren. Einfach so. Wollt's eigentlich nicht, aber. Nee, stopp. Über die Gleise. Genau. Da sind noch welche zur Lagebesprechung. Sehr gut. Ah, perfekt. Moin. Hallo. So, Jungs. Jetzt auch noch für euch. Ihr habt die Wahl, ihr müsst nicht mitwirken, ihr könnt mitwirken. Alles, was wir machen, ist jetzt eine Zivilbasis. Wir werden uns um die Geiselnehmer kümmern. Das lassen wir nicht mit uns machen, vor allem nicht mit unseren Beamten. Wir setzen jetzt ein Zeichen. Ihr könnt hier und jetzt sagen, nee, wollen wir nicht, dann steigt in euer Auto, fahrt einfach. Wenn ihr jetzt aber hier bleibt, ziehen wir es durch, egal ob es das schwarze Bereich oder im weißen Bereich bleibt des Dienstes. Also euch erwartet keine Verfolgung, nichts. Was wir jetzt machen, bleibt unter uns. Okay, was sind die Pläne? Wir machen die kalt. Ganz kurz, Herr Salzberg. Ja. Der Herr dort im Auto hat ebenfalls geäußert, dass das nicht bei einer Runde bleibt. Er freut sich schon auf die zweite Runde. Was? Wo ist der? Wichtig ist für euch, alles ablegen, was Polizei anhat. Jo. Herr Salzberg. Ja. Wie heißen Sie denn? Ja. Wollen Sie gerne wissen, aber ich habe noch eine wichtige Nachricht an Sie. Ja, welche? Es geht bald in die zweite Runde. Man sitzt sich immer zweimal im Leben. Hm. Habt ihr das gehört? Er sagt, man sieht sich immer zweimal im Leben. Glaube ich mir. Herr Salzberg. War nicht dein Weg, dass ein Kamerad, der noch was von Ihnen möchte. Mhm.
Sagen Sie uns mal was. Wo befindet sich der Rest von Ihren Leuten? Holen Sie raus. Können Sie früh genug erfahren, ja. Holen raus. Hm. Okay. Ich hole sie mit Vergnügen daraus. Also diese feste so. Arme. So, das haben sie alle verdient. Gucken sich jetzt mal die Fabrik an. Herr Salzberg, Sie können machen, was Sie wollen. Okay. Was? Der Herr, Sie bleiben hier. Das haben sie verdient. Und das auch noch. Und das. Und das auch. Das auch. Und jetzt kriegen sie noch meinen Schlagstock. Oh, was ist los? Östlicher Richtung. Von dem Berg da, pass auf, hier steht direkt, dass die euch direkt einen Headshot geben können. Welchen Berg? Welcher Punkt dafür? Hier östlich. Bin mir sicher. Ich hab gar nicht. Ich dachte erstmal. Die obere Linie auf. Ich dachte vor allem erstmal, Falco wollte was mit dem machen. Warte mal, lass mich mal überlegen. Oh Mann. Ach du Kage, ich frag mal, der MK, ob die uns einen Heli. Aber nee, nein, die haben keine Wärme. Anscheinend wurden wir jetzt hier beschossen. Das ist jetzt nicht normal. Der MK wird die dann befragen. Na, stimmt. Wir können, wenn wir da jetzt hochfahren, dann sind wir auch zu risikoreich. Ja. So. Ich kann nichts erkennen. Doch nicht. Wo haben die immer ihre Scharfschützen? Aber einer weniger wenigstens. Wir werden diese ganze Brut auslöschen. Oh, weitere Schüsse. Unsicher, von wo das kommt. Bin ich bei der Weste an. Ich zieh mir auch mal eine Weste an, ne? Die Westen an, ja. Kann das oben von dem Funkmast kommen? Das ist zu weit weg, ne? Peschke? Ja. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, aber von der Fabrik aus kam gerade noch ein Schuss. Der ist rechts an deinem Bein gelandet. Sozusagen. Rein in die Fabrik. Wir stürmen die Fabrik. Okay. Gut, dann. Frau Salzberg, also kommen Sie mit, warte. Maut, sind wir noch der Fährten? Okay. Heißt das nicht, dass ihr sicher seid. Ja. Na, Laura, ich gebe dir jetzt auch meine Pistole hier. Danke. Ich hoffe, dir geht's gesundheitlich gut. Ja, und du kannst mitmachen und deine ganzen Aggressionen rauslassen jetzt. Ich stecke hier schon mal aus, ich positioniere mich anders, ich habe Präzigewehr. Ja, positioniere dich. Okay. Ist hier irgendwo eine Leiter, dass wir aufs Dach kommen? Sehe ich aktuell nicht. Vielleicht sind die hochgeklettert oder sowas. Um aufs Dach zu kommen, nee. Rennt jemand? Achso, das ist der Kollege. Aufs Dach. Ne, man könnte höchstens vielleicht hier hoch, auf diese linken Gebäude hier, aber das weiß ich nicht. Titel gesichert, Strauß auf dem Hausdach. Hausdach? Was? Wiederholen Sie? Welches Hausdach? Wo? Gegenüberliegende Straßenseite, weiße Fassade. Ah, ja, glaube ich, weiß ich, mein Luder. Zugriff, du. Seid ihr bewaffnet? Jo. Ja, ich hab die Karabine. Ich hab Schneebälle. Super. Ja, gut. Den dürfen wir direkt umschießen. Überfahren sie den. Ja, ja. Wo ist er? Also, probieren. Irgendwo hier sollte er sein. Da steht, ich könnte runterkommen. So, Waffe raus und dann kümmern wir uns um den. Soll nicht, der muss doch hier sein. Guck doch hier hinter Bäumen und im Büschen.
Wenn dir das zu unsicher ist, kannst du auch am Wagen bleiben, ne? Wie du willst. Sonst komm mit. Alles gut? Ja. Okay. Hast du den gesehen irgendwie? Vorhin? Nee, gar nicht. Nee. Ich auch nicht. Brauchst du noch was zu essen oder trinken? Nee, ich habe alles. Nee, perfekt. So, oh. Wir müssen hier klettern. Schaffst du? Ja. Das wie auf der Polizeiakademie gelernt. Jo. Okay, nirgendwo in Sicht. Verarschen uns, die verarschen uns am strengen Faden. Gleich kommt wahrscheinlich wieder irgendwann ein Schuss. Ja. Fahren wir erstmal zur Wache oder was? Ja, wir fahren erstmal zur Wache. Ja, wir haben eh nur noch ein Fahrzeug zusammen, hat der Kollege. Ja. Was ist los? Was? Okay, dann muss der Beifahrer noch jemand auf den Schoß nehmen. Das ist lieb, da kommt Benzin, noch einer. Benzin, was kommt noch einer? Darf ich hier den anderen draufsetzen? Ja, ich dann müssen wir alle raus, dass er einen Kofferraum kann. Alle okay. Aussteigen. Versuch mal in den Kofferraum zu kommen. Geht nicht. Ja, dann genau, nimm ihn auf den Schoß. Ja, wo steck ich jetzt ein? Gut. Das wird jetzt ein Kraftstoffverbrauch hier. Meine Fresse. Ja, da platzen schon die Reifen bei so viel Gewicht. Wo der hin ist, das liegt da noch. Ja, hat er noch Puls? Fuck. Ich hoffe nicht. Haben wir vergessen. Ja. Schießt er uns einfach einmal noch in den Kopf. Ja, mein Verfahren sicher ist noch Puls, sicher, der hat noch Puls. Okay, also, Moment. Liegen lassen. Otto. Der ja. Wir haben das ganze Gelände Ja. So, sollen wir hinterher? Oh. Mit was denn? Ja, stimmt. Und so. War das zufällig der Bugatti vom Anfang? Auf jeden Fall Bugatti. Das war doch der, mit dem wir ganz am Anfang oder mit dem ich ganz am Anfang fahren musste? Warum ist denn der Reifen ganz? Oder ist der drüben kaputt gewesen? Keine Ahnung, aber definitiv jetzt auch auf dem Berg, auch da hinten ist ein Aufweg. Okay. Nee, ich habe auch alles kontrolliert. Ich hole erstmal Verstärkung, dass wir hier ein paar Streifenwagen haben. Müssen hier auf jeden Fall wegkommen. Hoffentlich fragen die nicht, was mit dem passiert ist. Panic-Button, ja. Ist kein Panic. Der geht nur dreimal nicht. Panic, bis wir viermal und blinkt. Jetzt so. Ganz kurz, ich bin gleich wieder da. Okay. Ja, anscheinend sind noch welche von den Tätern hier übrig. Weil dieser Bugatti jetzt kam. Ja, den hatten wir vorhin nicht beschlagnahmt. Muss noch was loswerden? Ja, machen Sie das. Ja, so muss das sein. Laura, willst du auch noch mal? Nee, danke. Oh, das war der falsche. Boah, ordentliche Schlagkraft. So, einen Moment, da muss ich hier auch noch mal was machen, ne? Ich weiß, das ist stark verwerflich, was da passiert ist, aber ich würde jetzt auch keine Leichenschalung betreiben. Nö. Das würde ich niemals machen.
müssen wir auf alles achten. Das ist so krank. Oh Mann. Jetzt leckt es gerade aber auch bei mir. Warte. Okay. Ja doch, jetzt habe ich hier auch bei mir so ein paar Lecks. Okay, geht wieder. Ah, das hier gerade mit der Leiche hat übrigens keiner von euch gesehen, ne? Ist ja klar. Okay. Wissen, wo die 88 hin ist? Ne. Denken, die kommen gleich wieder, die muss kurz. Oh, sie müssen auch, glaube ich, langsamer schlafen. Ja, ja. Langer Dienst, ne? Ah, ich pack das noch. Warten wir und dann fahren wir. Das macht jetzt keinen Sinn jetzt. Ja, das stimmt. Die sind mit dem Bugatti weggekommen und. Die finden wir nicht mehr. Heute nicht mehr, ja. Aber wir werden nicht. Bestimmt noch die Gelegenheit aber haben. Ja. Und dann dringend verstärken, ansonsten kommen wir nicht weg, der Tochter raucht und da werfen das Blatt. Aber wer erinnert sich noch, ich habe am Anfang noch die Wette gemacht, was ich bekomme, wenn ich hier Falco, also den Chef der Polizei, umfahre. Also ich muss den auch nochmal rammen heute. Ne? Keine Ahnung, ich habe einen Leichentag dabei. Oder beziehungsweise es ist Standard-Equipment im Auto, ich kann mal gucken. Ah, das ist doch schön. Echt immer sehr. So, keine Sorge, bald sind wir zu Hause, dann können sie auch, dann kannst du auch erstmal schlafen. Die Kollegen bewegen sich ja noch so, als wäre da irgendwas, aber ich glaube, wir haben ja keine Gefahr mehr. So. Ja, und Laura. Was gibt's morgen zu essen? Kuchen. Ich will auch Ibuprofen. Wir können jetzt mit Kuchen ich, wow. Ich will auch Ibuprofen. Ich will Kuchen. Ja. Ich hab ein bisschen Ibu dabei. Aber ja, das leider nicht. Die Frau Salzberg war nämlich letztens mal im Krankenhaus. Nein. Und dann doch, und dann sagte da ein Arzt zu mir, weil ich auch im Krankenhaus lag, ja, brauchen Sie ein Ibuprofen? Und dann kam die Frau Salzberg und meinte, ich will auch Kuchen. Was das Problem ist, Oha. Und sie sich meine Kleidung versteckt, Herr Peschko. Ah, die Instandhaltung ist da. Hat geklappt. Was ist? Das ist die Polizeiinstandhaltung. Ah, das ist doch gut. So. Mhm. Die könnt ihr immer über /Instandhaltung alarmieren. Ja, wird man in den Dienst versetzt, wenn man sich blöd benommen hat? Oder? Nein. Das ist wirklich Leute, die das machen wollten. Okay. Die kümmern sich um alle administratorischen Dinge wie Fahrzeuge, Beschlagnahmungshof, ja, das ist gut. Also sowas wie hier, dann die Straßen reinigen. Das passt. Ja, ich spiele gerade auf Roleplay Online. Ja, dann würde ich sagen, ich glaube, viele Beamte sind jetzt aktuell auch sehr geschaffen von dem von dieser ganzen Jagd hier. Müssen wir mal gucken, dass wir gleich wieder zur Wache kommen. Ja. Solange hier jetzt keiner mehr umgeballert wird? Ich glaube nicht, ich hoffe nicht.
Du tätest auf mich. Ja, zum Glück. Der Täter ist auch schon biologisch abgebaut worden und ist jetzt zum Stück der Erde da geworden. Das ist doch gut. Da wo er hingehört. Richtig. Links und so eine Sache, die biologischer Papa ist. Bis wir klein sind, Abschlepper. Eigentlich können wir uns auch alle reinsetzen. Ja, so machen wir es. Okay. Ja, pass auf. Fahr mal deine Rampen raus. Wir fahren mit dem Auto bei dir hinten drauf. Weißt du, du bist schon zu müde, um selber zu laufen. Ja. Jeder muss einen auf den Arm nehmen. Ja. Denkt doch mal, es kann auch einer beim Schlepper sein. Ja, einer kann beim Schlepper mitfahren. Hat jemand Kuchen dabei? Ja, die Stadt ist ein Einsatz. Ich hab Kuchen dabei. Okay, dann wissen wir, wir fahren einfach. Hier, Brotkuchen. Das ist nämlich gut. Das ist Brotkuchen. Haben Sie Brot? Ich hätte gerne Erdbeerkuchen. Hat jemand Kuchen? Ja, nee, reins. Aber ich hätte was Ähnliches. Hier, Laura, ich hab einen Schneeball für dich. Ich möchte Kuchen. Ja, einen Schneeball. Nee. Weißt du, ich biete den Schneeball und schon bist du nicht glücklich. Muss auch mal kommen. Ist ja richtig teuren Eiskuchen. Ja, richtig. Abfahrt. Wo darf denn hingehen? Ja, zum Präsidium. Feuer frei, Sonderweg rechter. Alles, voll Gas. Turbomodus aktiviert. Ist ja geil. So, jetzt abheben. Können Sie ein Flugabschleppauto einfügen? Ah, KFC. Abschlepper. Okay, Leute, wer wettet? Bin ich auch noch nicht ins Präsidium gekommen. Wer von euch ist noch bei der Wette dabei, dass ich den Polizeipräsidenten umfahren werde, also rammen werde? Warte, ich mal noch mit. Also wer von euch noch dabei ist bei der Wette, ne? Vorhin haben welche um 1 Million Euro, um 1 Million Euro gewettet, also das will ich dann noch bekommen, ne? So. Dann werde ich den nämlich gleich umfahren. Jetzt würde ich auch Rauchfang hier rausgehen. Frau Salzberg, also Laura hat mir auch versprochen, wenn ich den umfahre, sie hat ja auch gewettet, dann kriege ich von ihr schon mal einen Kuchen, ne? So muss das sein. Oh, ich würde so gern die Penner schnappen auf gut Deutsch. Ich glaube, die Gelegenheit bekommen wir schon noch, früher oder später. Es fehlen auch jegliche Ansatzpunkte, in welche Richtung. Ich glaube... Der Typ war doch Peter Braun, ne? Louis Gaming schreibt 5er, dass ich's mache, ja. Angenommen, ich mach das. Ich, aber ich setze kein Geld, nicht schlimm. Ich hab von dem Bugatti mal kontrolliert. Das konnte man nicht machen. Ja, das war viel zu schnell. Aber wir haben doch alles abgesucht. Aber ich bin sicher, von den ganzen Kollegen, die dabei waren, haben sich bestimmt einige das Kennzeichen gemerkt. Wir waren ja so viele, es kann ja nicht sein, dass keiner das weiß, ne? Das ist unser einziger Anhaltspunkt, den wir haben, das Kennzeichen. Ja, oder halt die Dummheit dieser Person, die werden es doch irgendwann nochmal probieren. Das stimmt. Vielleicht sind sie so narzisstisch veranlagt, dass sie vorbeikommen. Ja. Vielleicht suchen die ja ihren Freund. Man sieht sich ja immer zweimal im Leben. Beim ersten Mal ist man frech, beim zweiten Mal kriegt man die Fresse voll. Ich setze 9 Millionen, okay? Wenn ich den umfahre und von dir keine 9 Millionen Euro bekomme, dann gibt's eine Anzeige. Ist das Ding hier theoretisch ein besserer Ich wette um ein Like, okay, das ist gut. Kriegt man noch mehr weg. Ich frage mich, ob ein Abschlepper auf einen Abschlepper geht. Ich glaube, die Ladefläche ist zu kurz, guck mal, meiner passt hier gerade so drauf. Okay, jetzt geht's weiter mit den Spielen. Komm, ich 50 Euro Wette angenommen. Glückwunsch, die haben den ersten Geiselnehmer gefunden und getötet. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Dankeschön. Nimmst du das Auto gleich mit in der Werkstatt? Ja, Herr Peschke, Sie müssen noch einmal gleich mitkommen. Sind Sie von der Polizei? Nee. Frau Salzbeck. Ja. Laura. Möchtest du schlafen gehen? Ja, ich will gleich nach Hause und nicht schlafen. Okay, einen Moment, dann werden wir dich nach Hause bringen mit Falco zusammen. Das ist aber nicht gut. Gerne. So. Kannst du auf
Bein stehen oder bist du zu müde? Nee, das schaffe ich noch. Okay, gut, dann sage ich mal kurz dem Herrn Bescheid. So. Gibt es jetzt Kuchen? Ich hoffe doch. Wir dann wieder in den einzelnen Durchfunk wechseln kommen. Ich denke mal, dass die Frau Salzbeck als Dank für die Rettung demnächst für alle Kuchen backt. Boah. Definitiv. Oh, was? Das? Sie wollen wohl keine Beförderung hier. Beförderung werden momentan eh nicht verteilt. Ich setze um 2 Likes, oha. Okay, das sind gute Wetten. Also ich werde den Präsidenten umfahren, keine Sorge. Also ich werde auch kein Geld wetten, nicht schlimm. Ich wette um nichts, aber wenn du verlierst, kriege ich 5 Euro. Jo, mach mal. Das ist lohnenswert. Gut. Zweite Mal heute, wo du mir die Tür vor die Nase zuschmeißt. So, Laura, dann komm mal mit. Ja. Ja, komm hier. So. Genau. Okay, komm mit. Ja, komm. Ah, da bleibst du stehen. Spaß, komm. Nee. So, ja, ich musste leider was Schlechtes mitteilen. Was? Anonym, Glückwunsch. Sie haben den ersten Geiselnehmer gefunden und getötet. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Aber bis bald mit neuen Spielen. Vielleicht darf ich dann Disney auch mitmachen. Oh je. Ja. Vielleicht kriegen wir dann diese kranken Personen. Wir können sie ja einschleusen. Dann werden wir alle bekommen. So. Hallo, hört mich jemand? Nein. Wow. So, ich wechsle mal kurz zu den 110-Funk. Guten Tag. Guten Abend. Wissen Sie vielleicht, wo der Herr Trotter ist? Negativ. Oder die Frau Trotter? Das auch nicht, ne. Okay, alles klar, aber Sie sind von der Polizei, oder was? Ja, richtig. Alles klar, dann danke ich Ihnen. Sehr gerne. Immer doch, wir helfen immer gerne. Schön. Ja. Peschke für Salz bekommen. Hast du Funk an? Ja, ich bin in der 110. Ja, aber Peschke für Salzberg kommen. Ja, richtig, ich hab den angefunkt. Achso. Ach ja. Oh Mann. Ja, gut, dann gehen wir jetzt auf den Garagenhof. Komm mal. Ja, das ist ja auf jeden Fall nice. So. Dann rufen wir mal den Herrn Peschke an. Ja, hallo, Salzberg hier. Könnten Sie gleich auf den Garagenhof kommen? Ja, ich stehe doch schon da. Hä, wo denn? Ich sehe Sie, Leute. Achso, da, okay. So. Ja, würden Sie kurz mitkommen, nochmal mitfahren, die Frau Salzberg nach Hause bringen? Na klar, wollen wir mein Auto nehmen? Ja, würde ich sagen. So Leute, jetzt, wenn wir sie nach Hause gebracht haben, dort werde ich den Polizeipräsidenten rammen und die Wette gewinnen. Ja. Freut euch drauf. Das klappt ja gut. Channel switched. Ich kann die Wette, glaube ich, nicht gut erfüllen. Ja, das ist immer wieder. Schade. Ich hoffe, es klappt gleich. Wo ist das Auto? Ja, ne? Gar nichts.
Aber ich hoffe, Falco kommt gleich wieder. Und der Start ist wieder weg, ja. So eine Kacke. So, dann probieren wir mal, ob es wieder klappt. Ärgerlich, die Quatsch ist heute, ja, das stimmt. So. Ist das nicht eigentlich ein Grund zur Freude, wenn der Start weg ist, Felix? Sag du es mir. Oh Mann. So, jetzt geht's aber. Ich möchte noch einmal wenigstens den Herrn Peschke umfahren. So muss das sein. Welcher Rang bist du bei der Polizei? Ich bin PK, also Polizeikommissar. Warum stürzt das Server momentan so häufig ab? Kann ich nicht sagen. Ja. Kann ich nicht sagen, richtig. Da müsstest du mal beim Serverteam nachfragen. Wenigstens kommen die Crashes nicht so oft vor wie vor 2 Tagen. Da war es besonders schlimm, okay? Da hatten wir nochmal Glück. Obwohl es gab auch schon Streams ohne Crashes, so ganz ohne. Das waren noch Zeiten. Ich danke Ihnen, Sie sind der erste YouTuber, der meine Nachricht liest. Oha. Du brauchst mich nicht siezen. Noch streamen, gucke den Stream heimlich und auf den Ton. Okay. Also aus. Ja. Aber wer ist der Polizeidirektor? War es nicht so ein Herr Trottel? Ja, ja, und wir haben noch den Polizeipräsidenten, das ist Herr Peschke. Oh. Hallo. Oh, hallo. Ach, Sie sind nicht. Hallo. Ah, hallo, Sie sind nicht Herr Peschke. Nee, sieht so aus? Nee. Ich glaube nicht. Doch ein bisschen. Man kann sie verwechseln. Aber ich glaube, Herr Peschke kommt gleich, ne? Ach, hallo. Hallo. Der hat nämlich zufällig sein Auto bestimmt hier. Aber Sie, der Herr, Sie kenne ich doch irgendwo her. Ja, das kann gut sein. Ja, ich war an Ihrem ersten richtigen Arbeitstag, glaube ich, mit dabei. Erster richtiger Arbeitstag. Obwohl, nee, der ist schon länger her. Ich glaube, als sie die 2 Sterne hatten, 3 Sterne. Okay, so ja, waren sie denn mein Streifenpartner, oder? Ja, unten beim alten Präsidium. Ah, okay. Hallo. Hallo, der Herr. Na? Ja, dann warten wir kurz auf den Herrn Peschke. Wieso wirst du nie rausgekickt? Wieso rausgekickt? Ja, und Leon, wie viel hast du schon im Casino verzockt heute? Ja, tschüss. Dazu äußere ich mich nicht. Okay. Hallo. Ah, Herr Peschke, Sie haben ja Ihr Auto bestimmt da. Ich hole es schnell. Okay. Das steht da. Das steht da schon. So, Laura, dann komm mal mit. Dass du noch rennen kannst, obwohl du so müde bist. Das ist ja unglaublich. Sie beschlagen haben. So. Ah, da ist er. So. Gut, zur Not habe ich noch einen Platz. Gut. Ja, würde ich sagen, bringen wir den Kurowski erstmal zur Wache. Den Kurowski. Ist doch richtig, oder?
Negativ. Wie denn? Swarovski? Negativ, mein Name ist Alessandro Torta. Ja, ah, das hört man. Ja, total. Es ist Rufmord. Oha. Seit wann hat der Trotter so eine angenehme Stimme? Weiß ich nicht. Ja, weil der Trotter kennst du immer wieder, weil du denkst, dass du bei Telekom anrufst. Richtig. So, Herr Trotter. Ja. Einen angenehmen Dienst denn noch, ne? Telefon schon wieder. Nicht, ne? Danke. Gut, dann würde ich sagen 60, 67. Ja. Soll ich ihn mal kennen? Ich kann jetzt nicht. Beim Abschleppruf sind wir Polizisten gesagt. Ja, da ist jetzt einer. Ja, könnt ihr uns da hinbringen? Nein, kann ich nicht. Ja, perfekt. Nein, er fragt noch, haben Sie ein Taxi bestellt? Dass er gleich einsteigt. Oh mein. Ganz auf der Torte. So. Herr Peschke, die Frau Salzbeck? Ist das ja. Schon eingeschlafen ist? Gesundheitlich alles gut? Blutdruck? Ja, alles gut. Aber ich merke, Sie sind sehr müde, ne? Ich glaube, die Frau Salzbeck möchte schnell nach Hause. Wir haben einen Notfall. Sonderrechte frei, Herr Peschke. Ja, ich gebe dem Präsidenten Befehle. Mach so alles für meine Banden. So, ja, ach, das ist ja lieb von ihm. So. So, und jetzt ab ins Bettchen, Kamin. Ich glaube, den Kamin haben sie vorhin sogar eh angelassen. Ja, den lasse ich immer an. Damit, ne, wir haben eine gute Brandschutzversicherung, da würden wir dann das Doppelte bekommen vom aktuellen Immobilienwert. Ah, das macht Sinn. Richtig. Wie das Telefon. Ich will wieder nicht rangehen. Oh. Nur Stress bei Ihnen. Man müsste es ausschalten können. Also Sie können auch den Klingelton bestimmt ändern. Zu nichts. Nee, den mag ich ja, der klingt gut. Ja, haben Sie da meine Stimme? Nicht ganz. Okay. Halt dieser klassische iPhone-Klingelton. Ja. Den jeder hat. Sogar der mit dem Nokia 3330. Ich glaube, wir werden von einem Motorrad verfolgt. Mit einem Clown. Fahren Sie den mal um. Der hat seine Maske, hat er ja. Na gut. Egal, fahren wir zu unserem Haus. Ah, komische Typen. Wir sollten doch ein bisschen vorsichtiger sein. Mhm. Wir sollten das Haus abschließen, wenn Frau Salzberg schlafen geht. Gut. Ah ja, ist auf. So. Ups. Oh. Könnten Sie der Frau Salzberg die Tür aufmachen? Na klar. Okay, ich würde nämlich gerne mal kurz ans Steuer gehen. Ja. So Leute, jetzt der große Moment ist da. Leute, die Wette. Ich werde jetzt die Wette einhalten und den Polizeipräsidenten umfahren. Aus Versehen natürlich. So. Meine Mama sagt, ich werde aus dem Fenster gekickt, wenn ich Felix schaue, okay? Stabil. Gute Nacht, Laura. Gute Nacht, Frau Salzberg. Schlafen Sie gut. Oh, sorry, das war aus Versehen. Ja, Leute, muss ich die Million überweisen? Was? Okay, ich habe ihn... Leute? Also, ich hab die Wette eingehalten. Ich habe ihn angefahren, beziehungsweise umgefahren. Also Leute, das hat sich schön angehört. Wie er weggerannt ist, als ob er was geahnt hat. So, hallo. Ihr habt gemacht 50-50, ne? Ja, richtig. Blutflecken hier dran. Oh, das tut mir leid. Die Sache ist, ich bin das erste Mal hier mitgefahren. Der Gang war ein bisschen zu schnell drin. So. Automatik. Ist ein bisschen, ja, deswegen. Ist ein bisschen. Halten Sie Ihr Maul. So. Ja, also vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie so den Einsatz so gut koordiniert haben. Ich denke, ich werde jetzt nach diesem. Ne? Einsatz auch, erstmal schlafen. Ja, ich auch. Richtig. Ja, das Auto können Sie natürlich hier stehen lassen. Ne? Das ist gut. Nee, das nehme ich mit. Nee, das kann hier bleiben.
Damit, Schmuckstück. Ne, dann denken, dann, falls hier nochmal die Clowns kommen, denken die, wir haben hier 24-7 Überwachung. Ich zeig ihnen mal was Schönes. Ah, mich? Nein. Achso. Oha. Nein. Das ist doch schön. Hier sind sogar kleine Onanierläppchen. Oha. Drin. Oh nein. Das ist doch gut. Ja, den Wagen würde ich mir ausleihen. So. Oh. So, du hast 3 plus Likes. Okay, du hast schon mal deine, deine Wette eingehalten. Die anderen noch nicht. Ich habe noch keine 9 Millionen Euro gesehen. Das ist jetzt frech. So. Gut. Herr Peschke, dann wünsche ich Ihnen noch eine gute Nacht, ne? Danke, die wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank. Wir sehen uns im Dienst. Wir sehen uns im Dienst, wie immer. Wie jeden Tag. Bis dann. Tschö. Tschüss. Ihnen auch einen schönen Abend und eine angenehme Heimfahrt. Ich hoffe, Ihre Reifen gehen nicht kaputt. Okay, so. Oha. Wird noch die Whitelist bearbeitet oder ist die heute geschlossen? Keine Ahnung. Aber vielleicht kann das ja Alex Zockt hier gleich einmal zirkulieren, die Information diesbezüglich. Ja, also Leute, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Und jetzt am Ende des Streams angekommen. Muss ich einmal raustappen. So. Du hast plus ein Like. Danke. Das ist ja sehr nett. So. Vielen Dank für die tolle Zusammenarbeit bei dem Einsatz. Ja, ich bedanke mich auch auf jeden Fall bei all den Kollegen, die dabei waren. Das habt ihr echt gut gemacht. Natürlich auch bei den Entführern. So. Auf jeden Fall gibt es jetzt noch natürlich eine kleine Grüßrunde, wie man es gewohnt ist. Dementsprechend, ich grüße natürlich erstmal Laura Gaming. Vielen Dank auf jeden Fall, dass du dabei warst, dass du dich entführen lassen hast. Sehr gut gemacht. Laura Gaming, der Link zu ihrem Kanal ist natürlich auch in der Videobeschreibung. Sie hat schon mega viele Videos gemacht. Nein, aber auf jeden Fall vielen Dank, Laura, dass du dabei warst. Und auf jeden Fall, liebe Grüße gehen raus. So, geh zu Laura ins Bett. Ne, sie ist schon eingeschlafen wahrscheinlich. Sie hängt jetzt am Kamin und frisst Kuchen. Und dabei ist sie wahrscheinlich schon eingepennt. Ne? Naja. So läuft das. Kann da morgen die Wohnung putzen. Jetzt auf jeden Fall Luis Gaming. Deine namentliche Erwähnung kommt natürlich auch. Du hast ja hier auch VIP Gold geholt. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Aber Luis Gaming hat natürlich seine Erwähnung noch anderweitig verdient. Nämlich er hat hier ja ziemlich mitgeholfen bei dem Stream. In dem Sinne, dass er der Entführer war oder einer der Entführer. Deswegen auf jeden Fall Grüße gehen da an dich raus. Vielen Dank auch nochmal an Ben bzw. Benno oder Benny, wie du genannt werden willst. Auch VIP Gold, vielen Dank auf jeden Fall dafür und du hast ja heute auch mitgeholfen bei den Entführern, hast da auf jeden Fall viel organisiert. Deswegen vielen lieben Dank da an der Stelle. So. Und natürlich auch noch an Daco91, er hat Spezialeinheit. Vielen lieben Dank da auf jeden Fall auch noch an dich. Er war ja auch im Stream, ich weiß nicht, ob er noch dabei ist. So, und ja, ansonsten vielen Dank an die ganzen Leute vom Server-Team, vielen Dank an die Polizeikollegen, das habt ihr echt mega gut gemacht. Danke auch nochmal Alex Zockt für deine ganzen Spendenholz und hier hupt jemand. Die Raudis wieder. Die Raudis. Hm. Moment. Hier. Mehr kriegt ihr nicht. So. Auf jeden Fall, ich werde jetzt noch ein paar Leute grüßen. Wer die nächsten Streams nicht verpassen möchte, kann gerne ein Abo dalassen. Und der Entführer, ja, oder die Psychos eher gesagt, ne? Oh, guck mal, da schreibt der Ben viele Herzen rein, das ist ja lieb. Ganz viele Herzen in den Chat. Auf jeden Fall, Leute, Grüße gehen jetzt raus an Hubi, an Bianca, an Ben, an noch einen Ben, an Luis Gaming habe ich ja schon, Jason, Armin, Killer, Matteo, Pascal, Yvonne, Nico LP. Kannst du mich grüßen und du wusstest es, richtig? Nee, tatsächlich ist das kein Scripted RP. Ich wusste zwar, dass heute eine Entführung stattfindet, aber nicht in welchem Ausmaße, beziehungsweise nicht, was genau passiert und so weiter. Von daher, ja, sehr gut gemacht. Oh, wer ist denn das? Der kriegt ja erstmal eine Leuchtfackel, ne? Ja, Leon sei gegrüßt, Niklas sei gegrüßt, Michael sei gegrüßt. So, Enrico sei gegrüßt, bin der Typ im Auto, wow. Wow. Was denn? Ja, ich habe keine Schneebälle mehr. Hier, jetzt sieht man dich nicht mehr im Stream. So. Grüße an Sven natürlich auch und den Namen, den du da hingeschrieben hast. Ne? An Adish, an Daniel, an Jetski, an Smürp. Ich versuche deine empfohlene Beförderung bei Peschke durchzusetzen. Ja, wenn der Falco noch zuguckt, das hat er echt gut gemacht. Ah, Daco91 ist sogar noch im Chat. Ja, nice. Sehr schön. Auf jeden Fall da, falls du es vorhin nicht mitbekommen hast, Grüße gehen auf jeden Fall raus und vielen Dank, dass du hier Spezialeinheit Mitglied erworben hast. Matteo habe ich schon gegrüßt, aber dann gerne nochmal. Marius, Grüße gehen raus.
Ich grüße dich, Felix Gaming. Vielen Dank. Edgar, Grüße gehen raus. Und ja, ansonsten, Leute, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, ich wurde gegrüßt. Sehr nice. Conny, Grüße gehen raus. Nuss 11120, Grüße gehen raus. Und ja, oh, wenn du jetzt noch einmal hupst, ne? Ich prügel die Scheiße aus dir raus. Ah, ich kann meine Waffe nicht ziehen. Na, schade. So, Nordhessen Gaming, Grüße gehen raus. Enrico, Grüße gehen raus. Lodi Daki 2009, Grüße gehen raus. FNAF und anderes, Grüße gehen raus. Und ja, wenn ihr keine weiteren Streams mehr verpassen wollt, lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Schaut in der Beschreibung bei Laura Gaming vorbei. Wer über 15 ist, einen PC hat und 5M besitzt, kann auch gerne auf diesem Server joinen. Links dazu sind in der Videobeschreibung. Und wer Discord hat, kann auch gerne meinem Community-Discord-Server joinen. Also wer da noch nicht auf dem Discord-Server ist, jetzt alle in die Beschreibung gucken, Discord-Server joinen. Und ansonsten, Leute, wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, einen schönen Freitag. Bei vielen haben ja jetzt auch die Ferien begonnen. Also war auf jeden Fall ein sehr geiler Stream. Ich würde auch sagen, der spannendste bisher. Oh, Kyron ist im Chat. Oh, wer kennt Kyron noch? Das war bei dem ersten RPO-Stream bei meinem Streifenpartner. Nice. Ja, Kyron, Grüße gehen auf jeden Fall auch raus an dich. So. Und ja, auf jeden Fall, Leute, ich wünsche euch dann jetzt eine schöne Nacht, schönes Wochenende noch. Wir sehen uns dann im nächsten Stream. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.